Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Das ist die vierte Ausgabe, die erste Ausgabe im Jahre 2016. Vielen Dank auch für den Applaus. Danke für alle, die eingeschaltet haben, wenn man das im Netz sagen kann. Danke alle, die hierher gefunden haben und vor allem danke an alle, die die Sendung möglich machen durch die Crowdfunding-Finanzierung. Das Thema der heutigen Sendung heißt Kooperation oder Konkurrenz. Braucht der Mensch ein Feindbild? Und die Gäste, die hier am Tisch sitzen, mit denen ich hier gleich reden werde oder die miteinander vor allem reden werden, haben wir im Vorfeld schon darüber diskutiert und hätten sich fast schon in die Haare bekommen. Also ich denke, dass wir da ein schönes Thema ausgesucht haben. Das Thema selber übrigens stand fest, bevor das in Köln passiert ist. Was in Köln passiert ist, wird in dieser Sendung mit Sicherheit auch diskutiert werden. Ich möchte die Gäste eben vorstellen. Hier an der Ecke haben wir natürlich einen Mann, den wir kennen, man KenFM kennt und wenn man schon länger im Mediengeschäft ist, nämlich Gerhard Wisniewski, ein Journalist. Und ich glaube, man kann sagen, es gibt ja diesen guten alten Spruch. In Deutschland kann man alles frei sagen, außer als Journalist. Er hat es getan, Dinge auszusprechen, die er hätte vielleicht lieber lassen sollen und ist seither auch eine Art von Feindbild. Herr Wisniewski, ich grüße Sie hier in Berlin. Hallo. Guten Abend, Herr Jepsen. Zur Rechten ein Mann, den ich in Tübingen vor einem knappen Dreivierteljahr schon mal interviewt habe, Professor Rainer Rothfuß. Er ist Professor für Humangeografie, ein sehr spannendes Thema, darauf kommen wir auch. Und erstmal herzlich willkommen in Berlin und ich glaube, Sie haben auch sehr Wesentliches dazu beizutragen, nämlich Lösungen, wie wir diese Feindbilder, die wir alle in uns tragen, wie wir sie vielleicht abbauen können. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Danke. Evelyn Hecht-Galinsky muss ich nicht wirklich vorstellen, ich möchte es trotzdem tun. Evelyn Hecht-Galinsky ist Autorin, ich verstehe sie auch als Aktivistin und Menschenrechtskämpferin, die ja das ein oder andere Feindbild erkennt und sich auf das stürzt und die eine sehr streitbare Zeitgenossin ist. Ich glaube, Sie haben, wenn es um Feindbilder geht und wenn es um Humanismus geht, ein bisschen anderes Bild als viele hier am Tisch und ich freue mich wirklich auf den Schlagabtausch heute hier am Tisch. Ich freue mich auch, dass wir endlich mal eine Frau in der Sendung haben. Hallo. Danke schön. Und ein Mann, den man bei KenFM natürlich auch kennt, der KenFM-User auch kennt. Man kennt ihn aber auch, wenn man mal auf Mahnwachen war, nämlich jemand, der Kampftrainer war, den einen oder anderen schwarzen Gürtel hat. Mit ihm legt man sich besser nicht an, muss man auch gar nicht. Wer ist gleichzeitig auch noch Tätertherapeut? Also die ganz schwierigen Kollegen kommen zu Herrn Rüdiger Lenz, aber auch ein Doktor im Grunde genommen zu Herrn Rüdiger Lenz und werden dort therapiert. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns auch für Lösungsansätze bieten werden, weil im Vorgespräch gab es ja auch schon die ein oder andere Diskussion. Auch herzlich willkommen in Berlin. Danke. Herr Wisniewski, ich fange bei Ihnen mal an, weil ich mir aufgefallen, dass Sie im Vorgespräch in der Lobby gesagt haben auf die Frage, braucht der Mensch ein Feindbild? Ja, der Mensch braucht ein Feindbild und wenn er keins hat, macht er eins. Das dient der Orientierung. Ich hoffe, ich habe das so zusammengefasst. Würden Sie das jetzt auch noch mal so sagen oder war das nur ein Joke? Nee, das würde ich jetzt glatt wiederholen. Wenn ich mal meine Kenntnisse der Verhaltensforschung rauskrame, aus meiner Schulzeit übrigens in staatlichen Schulen absolviert, ja, die ja heute von Verhaltensforschung nicht mehr so viel wissen wollen, dann ist mir in Erinnerung geblieben, dass es im Gehirn tatsächlich sowas gibt wie eine eigene Abteilung für Feinde, ja. Und diese will einfach arbeiten, die will was zu tun kriegen. Also zu viel Harmonie ist für die nicht bekömmlich. Und wenn sie zu wenig zu tun hat, dann nimmt sie auch gerne einen Feind, den man ihr so anbietet oder hinwirft. Also zum Beispiel Osama bin Laden oder Putin oder wen auch immer oder Ahmadinejad zum Beispiel. Ja, das sind so beliebte Westfeinde. Ja, denn sonst kommt diese Abteilung so in Leerlauf. Und das Spannende ist ja auch, man spricht ja auch davon, dass man sich Feinde macht. Ja, also dass man sie quasi selbst herstellt. Ja. Und ich glaube, wer sich selbst beobachtet oder beobachten kann, hat das auch schon manchmal festgestellt oder sich manchmal hinterher gefragt, wieso habe ich mich jetzt mit dem eigentlich so angelegt? Ja? Und das ist wahnsinnig leicht, dieser, sage ich mal, Abteilung oder diesem Feindzentrum im Gehirn etwas zum Fraß vorzuwerfen. Ja? Also den Irren von Teheran oder den Irren von den Kim Jong-il und so weiter, den Irren von Nordkorea. Und das ist ein Problem, dass wir einfach dieses Zentrum haben, aber dass eben
es jetzt nicht mehr mit Keulen zugeht heutzutage, sondern dass eben der Konflikt industrialisiert wurde. Ja? Mhm. Und das ist gefährlich natürlich. Mhm. Das heißt, Sie würden sagen, ein Feindbild ist etwas Natürliches und das will bedient werden. Das heißt, es ist absurd zu sagen, wir kommen ohne das aus, wir brauchen es. Definitiv, wir brauchen es unbedingt und zwar auch noch aus einem ganz anderen Grund, weil ein Feind oder Konkurrent oder Rivale belebt das Geschäft. Ja? Also wenn ich einen Rivalen oder einen Feind habe, dann muss ich mich doppelt so viel anstrengen, um besser zu sein als der, um mehr Weibchen zu kriegen oder mehr Nahrung zu sammeln oder mehr Wild zu erlegen. Ja? Und manchmal wird man auch versuchen, den Feind auszuschalten, aber ohne Feinde oder Konkurrenten wäre praktisch die Menschheit irgendwo stehen geblieben oder nie so weit gekommen. Mhm. Und ich glaube, das Problem wäre eigentlich, diese Ressource Feind ordentlich zu erschließen, ja, und ordentlich zu moderieren, sodass es nicht letztlich immer zu Katastrophen kommen muss. Da muss irgendwo die Bremse rein in dem Ganzen. Herr Lenz, würden Sie das genauso unterschreiben? Nein, würde ich nicht. Weil das, was wir früher gelernt haben in der Verhaltensforschung, ist hauptsächlich durch den Altenberger Kreis, durch Konrad Lorenz und so weiter entstanden. Und wir haben heute eine ganz andere Ergebnisse in der Hirnforschung. Also ein ganz plattes Beispiel ist, das Gehirn ist ein nutzungsbedingtes Organ. Auch das limbische System, also das Gefühlsgehirn, ist ein nutzungsbedingtes Organ. Und je nachdem, wie wir in einer Gesellschaft groß werden, werden wir auch zu diesen Dingen konditioniert. Es werden Verhaltenskonzepte eingebrannt, die quasi Suchtrelevanz haben. Und das Feindbild zum Beispiel, was wir in unserer wettbewerbsorientierten Kultur haben, gehört dazu. Das ist im Grunde genommen eine Suchtstabilisierung in einem bestimmten Verhaltenskonglomerat mit dem limbischen System zusammen. Das zu erörtern wäre jetzt viel zu komplex. Und das hatte Konrad Lorenz und die ganzen alten Leute in der Verhaltensforschung überhaupt nicht im Gepäck. Man hat damals war noch Eccles und so, der war Nobelpreisträger und man hat noch an diese alten Konzepte geglaubt, dass das Gehirn ein mechanisches Objekt ist. Heute weiß man, das Gehirn ist ein total dynamisches Objekt und der Mensch passt sich in jeder Kultur, egal was das ist, an alle Gepflogenheiten komplett an. Es ist ein plastisches Organ. Wollen Sie damit sagen, dass das sozusagen anerzogen ist, also dass wir Feinde brauchen oder uns Feinde suchen? Das ist nicht nur anerzogen, sondern es ist kulturbedingt in einer wettbewerbsorientierten Haltung, in der wir groß werden. Das ist sehr komplex. Die Sendung geht schon mal sehr dynamisch los, finde ich sehr, sehr gut. Aber wir haben im Vorgespräch auch über Ihren Beruf gesprochen und über das Fachgebiet, was Sie beackern, sage ich mal, nämlich Humangeografie. Da können Sie gleich mal einsteigen, weil im Vorfeld haben wir auch gesagt, ein Feind wird auch oft dann zum Feind, wenn er in größeren Gruppen auftritt. Also wenn drei Leute von einem Dorf stehen, werden die herzlich eingeladen, Gastfreundschaft stehen aber 500 Leute vor einem Dorf, was 1000 Mann ausmacht, dann werden die als Bedrohung wahrgesehen. Was ist Humangeografie und hat das etwas damit zu tun, dass Feinde, je nach wo Menschen leben, dass die unterschiedlich bewertet werden? Ja, zunächst mal vorneweg, ich bin gar nicht mehr an der Universität Tübingen tätig. Ja. Ich trage auch offiziell nicht mehr den Professorentitel. Mhm. Ich bin jetzt als freier, unabhängiger geopolitischer Analyst und Berater tätig. Aber das eröffnet mir auch letztendlich viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten, an Themen heranzugehen, die wirklich brisant und relevant sind, die natürlich auch Denkmuster erschüttern, deswegen auch nicht immer auf Gegenliebe stoßen. Mhm. Also wenn wir über Feindbilder sprechen hier heute, dann ist mir auch klar, dass wir alle hier am Tisch jeweils mit unseren Positionen selbst auch Feindbild für gewisse Menschen sind, die einfach mit unseren Positionen nicht übereinstimmen, die letztendlich andere Denkstrukturen sich angeeignet haben, die vielleicht auch nicht bereit sind, von den eigenen Positionen ein Stück weit abzurücken, andere anzuschauen, abzugleichen mit den eigenen. Und aber zurück zu diesem Fachgebiet, was ich vertreten habe als Juniorprofessor für 6 Jahre an der Universität Tübingen, Humangeografie, das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Kuppelbegriff für die Tätigkeit des Menschen im Raum, die wir erforschen in diesem Bereich. Mhm. Und ich hatte verschiedene Spezialgebiete. Eines war im Bereich Verkehr, Elektromobilität. Das ist ideologisch nicht so brisant wie das andere Thema, was ich hauptsächlich betrieben habe. Das war die geografische Konfliktforschung. Ja. Und da habe ich mich insbesondere auf interreligiöse Konflikte konzentriert. Mhm. Ich habe 2009, als ich an der Universität Tübingen angefangen habe, ein sehr großes Defizit gesehen, in diesem Bereich zu forschen und zu arbeiten. Ich habe gesehen, dass viele Konflikte in diesem Bereich schwelen in der Welt. Mhm.
die jetzt heute offensichtlich an vielen Orten aufgebrochen sind. Mhm. Und da ist für uns die Frage relevant, jetzt gerade in der konstruktivistisch orientierten Forschung zum Thema Geopolitik, ja, die eine kritische Haltung einnimmt, mhm, gegenüber der Geopolitik, die Staaten oder Gruppen, mhm, betreiben. Mhm. Und da ist es für uns ganz relevant zu sehen, mit welchen Mitteln wird gearbeitet. Also zum Beispiel Clash der Kulturen mit diesem Tool. Genau, ja, genau. Das heißt, das, was im politischen Diskurs ausgebreitet wird, was im medialen Diskurs ausgebreitet wird, was immer wieder wiederholt wird, was unsere Denkmuster auch prägt, wo sich unsere Bewertungsmuster einschleifen, da stecken gewisse Interessen auch im Hintergrund. Und diese Interessen, die werden oft gar nicht wahrgenommen. Und deswegen würde ich auch ergänzend sagen zu dieser Frage, inwiefern Feindbildgenese was mit der Gehirnkonstitution zu tun hat, würde ich auch ergänzend sagen, die Feindbildgenese hat definitiv auch was mit Interessen zu tun. Mhm. Das ist auch nur ein Teilausschnitt, aber Feindbildgenese ist ein extrem mächtiger Mechanismus, ja, in der internationalen Politik, in der Auseinandersetzung, mhm, um Interessen, Zugang zu Rohstoffen, Sicherung von Einflusssphären etc. Mhm. Da muss mit Feindbildern gearbeitet werden. Um Leute hinter sich zu bringen über den Hebel Angst. Richtig, richtig, ja, genau. Um letztendlich dem Gegenüber zunächst mal die Würde, die Existenzberechtigung zu nehmen, mhm, indem man schlecht über ihn berichtet, mhm, indem man vielleicht Vorhandenes, Negatives aufbauscht oder sogar komplett erfindet. Mhm. Und dann letztendlich einfach die Unterstützung hinter sich schart, denn kein Herrscher, auch kein Diktator kann ohne die Unterstützung seines Volkes aktiv werden. Mhm. Und somit sind Feindbilder ein extrem mächtiger Mechanismus, um eben Unterstützung zu mobilisieren für die Durchsetzung eben geopolitischer Interessen, auch mit militärischer Gewalt. Und das war schon immer so. Das ist in der Historie vielfach nachgewiesen worden, in der Antike schon. Und lässt sich heute auch ganz klar immer wieder aufzeigen. Und ich denke, große Brisanz liegt in der Hinterfragung dieses Konzepts. Und deswegen denke ich, dass wir hier auf jeden Fall eine Runde sind, die ziemlich viel Sprengkraft besitzt. Und es wird garantiert nicht langweilig werden heute Abend. Hätten Sie gedacht, nachdem Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben, eben auch mit den Tabus, nämlich einfach das aufzuzeigen, also den Zaubertrick zu enthüllen. Sie haben sich quasi als Copperfield der Geopolitik betätigt und haben Dinge, dass Sie selber zum Hassobjekt werden würden, weil Sie haben sich ja von Ihrem Professorentitel nicht freiwillig getrennt. Das war so ähnlich wie bei der Trägerrakete. Die Stufe wurde ab und dann hat man sie da auch freigestellt. Hätten Sie gedacht, dass es Sie trifft, weil Sie zum Beispiel mit Russen sprechen? Wie das so genau lief, kann keiner ganz exakt sagen. Da müsste ich jetzt in Verschwörungstheorien einsteigen, was ich hier nicht machen will. Ich bin ja Wissenschaftler. Ja. Nein, es ist so, ich hatte letztendlich eigentlich die Option gehabt, eine Lebenszeitprofessur zu kriegen. Das war so die Planung, im Anschluss an diese Juniorprofessur für politische Geografie im Bereich Entwicklungsländer. Das ist die älteste Professur in der Geografie in Tübingen. 118 Jahre hat die an Historie hinter sich. Und auf einmal hieß es dann, ja, die Professur wird jetzt im Bereich Stadtgeografie ausgeschrieben. Und ich konnte mich dann fragen, okay, mit welchem Grund? Ich habe viele Doktoranden erfolgreich durchgebracht, sehr viele Drittmittel eingeworben, international publiziert in vier verschiedenen Sprachen und dachte eigentlich, ich bin gut aufgestellt für die weitere Laufbahn an der Universität. Aber das war dann so und bei mir hat das einfach so ein Nachdenken dann auch ausgelöst. Ist es eigentlich das, was ich mein Leben lang machen will, dass ich mich hier im akademischen Elfenbeinturm da gemütlich einniste? Und da kam ich einfach zu dem Schluss, es ist eine spannende Herausforderung, außerhalb wieder tätig zu sein. Also ich bin erst 2009 wieder an die Uni gekommen, war davor 10 Jahre in der Industrie, in der Verwaltung von internationalen Kooperationsprogrammen, war dann selbstständig schon mehrere Jahre und bin dann erst an die Uni, weil mich das einfach gereizt hat, dieses Thema, was da ausgeschrieben war. Und jetzt bin ich wieder selbstständig und fühle mich sehr wohl dabei. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist ja mit Daniele Ganser genauso, dass man, sobald man irgendwo die Strategien enthüllt, nicht, die wirklich enthüllen kann, dass man plötzlich dann entlassen wird, weil es gegen die Interessen der großen Monopole und der großen Imperialisten ist. Ne? Ja, wird dann wie gesagt, irgendwie das sind wir im Bereich Verschwörungstheorien, weil meine Juniorprofessur hat einfach eine Laufzeit von 6 Jahren, danach ist der Titel weg und das Amt ist weg. Ich betreue nach wie vor 7 verschiedene Doktoranden, das läuft schon weiter und so, aber
wie gesagt, ich habe das Gefühl eigentlich auch, dass ich mir das schon selber rausgesucht habe. Ich fühle mich jetzt also nicht da rausgedrängt und verraten oder so. Ja. Aber ich kenne diesen Mechanismus durchaus und ich weiß auch nicht, was im Hintergrund eine Rolle gespielt hat bei diesen Entscheidungen, wo eben die Professur ausgeschrieben wird. Aber ich habe zumindest auch gemerkt, dass man einfach gewisse Themen schon selbst gar nicht anspricht in der Wissenschaft. Also, dass man bei gewissen Themen einfach sehr vorsichtig ist. Und diese, genau, und diese Vorsicht habe ich aufgegeben, als klar war, die Juniorprofessur läuft aus, habe ich gedacht, na gut, dann mache ich doch jetzt mal eine Ringvorlesung zum Thema Feindbilder. Und habe auch Daniele Ganser eingeladen, habe den russischen Botschafter eingeladen. Und dann ging es los. Ja, dann ging es los. Dann wurde das Leben spannend. Aber ja. Das. Frau Hecht-Janinski, Herr Rothus hat es gerade angedeutet. Zum Ende seiner Professur hat er gesagt, okay, jetzt kann er mal was riskieren. Ich erinnere mich noch ans Vorgespräch. Sie hat gesagt, das habe ich mir zum Ende der Amtszeit aufgespart. Da muss man wahrscheinlich als Professor ähnlich denken wie ein amerikanischer Präsident. Ganz zum Schluss kann man die Änderung, weil vorher, sonst wird man keine zweite Amtszeit. Frau Evelyn Hecht-Galinski, Sie sind sehr gut darin, Tabuthemen gezielt zu suchen und sich hineinzubegeben und vor drin auch partisanartig einen Schützengraben auszuheben. Ich glaube, so kann man das sagen bei Ihnen. Und von dort aus zu kämpfen. Also, Spätestens seit Köln. Für mich sind das keine Tabuthemen. Die werden zu Tabuthemen gemacht, heikle Themen. Ja. Spätestens seit Köln ist uns allen klar, der Nordafrikaner, der Moslem, der Araber, der passt nicht zu uns. Sie setzen sich trotzdem ständig für den Araber, speziell für den Palästinenser ein. Warum machen Sie das? Weil ich gegen Ungerechtigkeiten bin und ich möchte nicht, dass in Deutschland wieder eine Gruppe einfach so verurteilt wird und zum Feindbild erklärt wird. Und ich habe schon mal gesagt, also Sexismus hat nichts mehr mit Islam zu tun, sondern Sexismus ist männlich. Das stelle ich jetzt mal in den Raum. Sie haben auch besonders in Männerbünden, in Männerorganisationen, in allen männlichen, ja, von der katholischen Kirche, wollen wir nicht vergessen, die ganzen Vorfälle. Das ist ja wie eigentlich überhaupt nicht bei Frauen, sondern es ist männlich. Und ich weigere mich, das immer hinzunehmen, dass es eben gegen das Bashing gegen Muslime losgeht. Und das ist in Deutschland im Moment für mich ganz erschreckend. Es wird so viel über Antisemitismus gesprochen. Und wir haben ja heute, das muss ich dazu sagen, egal wann die Sendung jetzt ausgestrahlt wird, wir haben ja heute den Holocaust-Gedenktag. Und für mich ist der Holocaust-Gedenktag, also die Auschwitz-Befreiung, eben der Anlass, auch immer wieder das Motto meines Vaters zu wiederholen. Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen. Und wir haben jetzt neues Unrecht und auch neues Unrecht in Palästina. Und das ist erschreckend und das darf nicht angesprochen werden. Und wenn man das dann macht, ist man Feindbild. Und das dagegen wehre ich mich und dagegen gehe ich an. Mhm. Haben Sie denn, seit Sie das tun und in der Vehemenz, haben Sie denn auch Freunde verloren? Also Freunde habe ich nicht verloren, aber ich bin quasi persona non grata in öffentlich-rechtlichen Medien. Mhm. Früher war die Chance noch da, dass ich im Deutschlandfunk oder irgendwo ein Interview bekam. Aber sofort rief dann entweder die israelische Botschaft oder der Zentralrat der Juden in Deutschland an und sagte, wie können Sie diese Frau einladen? Und dann hat sich das heute so verfestigt, dass man heute wirklich, also das hat gewirkt. Und das hat so gewirkt, dass sie, also ich kann nur für mich sprechen, dass sie dann also nicht mehr eingeladen werden und auch ihre Meinung nicht mehr öffentlich keine Chance bekommen, die zu vertreten. Bei KenFM erreichen Sie sowieso viel mehr Menschen. Ja gut, damals kannte ich halt KenFM noch nicht und das gab es auch noch nicht. Aber ich bin sehr froh, dass es KenFM gibt. Sehr wohl, ja. Danke, wir sind hier nicht beim SWR, wir können einladen, wie wir wollen. Das muss man ja, das ist auch so ein Punkt, da muss ich sagen. Ich komme ja aus dem SWR-Sendegebiet und das ist ja für mich eine solche Farce, die dort abgelaufen ist. Kretschmann weigert sich ja immer noch mit der AfD an den Tisch zu setzen und aufzutreten. Und da muss ich sagen, das ist ärmlich. Weil wenn man diese Argumente nicht kaputt machen kann von dieser Partei, ja, dann hat man eigentlich in der Politik nichts mehr verloren. Mhm. Wer Montag... Früher in der Bonner Politik, in der Bonner Zeit, ja, ne, da hieß es immer, wenn irgendwas Rechtes kam oder irgendwas Faschistisches kam in den Medien oder in der Öffentlichkeit oder so, die Demokratie muss es aushalten. Und das haben alle Kanzler auch gesagt. Richtig. Alle Minister haben das gesagt. Das und das ist verloren gegangen, dass wir sagen, die Demokratie muss es aushalten. Wieso hält es die Demokratie nicht aus? Ja, weil wir die Politiker nicht mehr haben, die das noch verfechten können und die da auch Argumente haben. Wenn eine Frau Dreyer oder ein Herr Kretschmann nicht in der Lage ist, auf diese Argumente einzugehen, ja, dann tut es mir leid, dann kann ich die sowieso richtig nicht wählen. Ja. Ja, aber wer unangenehme Argumente vertritt, wird ja auch dermaßen zerfetzt.
dass er sich 2, 3, 4, 5 Mal überlegt, ob er mal wieder so eine Position bezieht. Also das heißt, wir haben ja auch eine andere Debattenkultur mittlerweile, wo es nicht mehr so leicht ist, auch mal Profil zu zeigen. Sprechen Sie jetzt von den Politikern oder generell von den... in der Bevölkerung, und die Politik übernimmt es natürlich, weil sie immer auch schauen muss auf die Berichterstattung der Medien. Und die Medienberater der Politiker werden ganz klar abraten, gewisse Äußerungen zu tun, wenn die Medien das kritisieren könnten. Und deswegen denke ich, dass wir einfach alle angstgesteuert sind. Ja, aber die Medien und die Politik sind ja heute so eng verbunden. Da ist ja eigentlich der Trend ja kein Blatt Papier ist mehr dazwischen. Das ist ja der Punkt heute und das ist das große Problem. Und deswegen kommen sie auch in die Medien gar nicht mehr rein. Oder die Medien vertreten eine Politik so oder so. Das sehen wir jetzt ja mit Russland, das sehen wir mit Palästina, das sehen wir mit all diesen Problemen. Frau Hecht-Galinski, der Titel der Sendung heißt ja Kooperation oder Konkurrenz. Braucht der Mensch ein Feindbild? Sie würden sich schon wünschen, wenn man sich Medien und Politik anguckt, dass die nicht kooperieren, sondern dass sie sich als Konkurrenten verstehen? Ja, vor allen Dingen dürfen sie nicht abhängig sein gegeneinander. Mhm. Wissen Sie, es ist ja das Problem, die Partys und alles, die Politiker hängen mit den Journalisten zusammen. Und da wird ja nie keine Meinung mehr vertreten, die vielleicht mal etwas aneckt oder eben das Feindbild schafft. Mhm. Es sind keine Feindbilder mehr. Diese Politiker und diese Journalisten sind sich völlig einig. Mhm. Haben Sie ein Feindbild? Also wenn ich zum Beispiel Frau Merkel sage. Feindbild ist der falsche Ausdruck. Ich habe eine Phobie. Phobie. Herr Lenz, ist man da schon in eine Falle getappt, wenn man eine Phobie hat gegen eine Person, die Frau Merkel, die auch nur eine Funktion ist? Eine Phobie ist ja eine Angststörung, sagt man so jetzt richtig, in der Psychologie. Ja. Und ich glaube nicht, dass Sie eine Angststörung haben. Also ich habe das Gleiche bei Merkel, empfinde ich das Gleiche bei Merkel, wie Sie das auch empfinden. Also es ist einfach widerlich. Ja. Aber wenn man an diese Frau denkt. Aber ich weiß auch nicht, ob das korrekt ist. Ja. Ich weiß ja nicht, wie diese Frau wirklich denkt, welchen Zwängen sie unterworfen ist und was sie wirklich machen muss. Es ist einfach, sich das Feindbild Bundeskanzlerin aufzubauen. Und gerade bei Merkel ist es extrem einfach. Also das habe ich mir über Jahre erarbeitet. Ganz hart. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber, also für mich jetzt, ich weiß nicht, was da wirklich hintersteckt. Es kann ja sein, dass die eine Akte hat und da hat man dann gesagt, wenn du das nicht machst, dann läuft das so und so. Also ich glaube das. Vielleicht ist sie Spionin für den USA. Ja, ich glaube nicht, dass sie irgendwie in irgendeiner Weise selbstständige Politik machen kann. Ich glaube überhaupt nicht, dass es in Deutschland jemals schon einen Bundeskanzler gegeben hat, der wirklich selbstständig Politik machen konnte. Liegt also nicht an ihr persönlich. Nein, ich meine, das ist nur die bisher wirklich unterirdischste Ausprägung dieses Prinzips. Ja. Aber da gibt es doch Spielräume. Sie können doch es nicht gibt sagen, sicherlich also Willy Brandt und Angela Merkel ganz sind ja für mich Spielräume. Aus meiner Sicht ist Deutschland immer noch ein besetztes Land. Es gehört, ist in die westliche Allianz eingemeindet worden, ja, und hat hier seine Rolle zu erfüllen. Es muss Soldaten zur Verfügung stellen. Als Söldner, egal wo, ob es seinen Interessen entspricht oder widerspricht, spielt gar keine Rolle. Stichwort, wir werden am Hindukusch verteidigt. Also solche Stilblüten hat ja ein Verteidigungsminister mal schon zur Welt gebracht. Nein, und wir haben den Quantensprung, wir sind endlich wieder wert. Das habe ich eigentlich satt, dass Deutschland so eine Art Laufbursche immer noch ist der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Und ich meine, das ist eine Kränkung, Missachtung des ganzen Volkes und widerspricht auch komplett seinen Interessen, weil, und da sind wir ja wieder beim Thema, wir uns dauernd Feinde machen, die wir gar nicht bräuchten als Feinde. Mhm. Weiß ich nicht, Putin oder den Iran, je nachdem, gegen wen es gerade geopolitisch geht, da muss Deutschland mit ins Boot springen. Ja? Mhm. Und aus dieser gefährlichen Politik müssten wir mal rauskommen. Da ist Frau Merkel wirklich für mich bisher eigentlich die wachsweichste Figur überhaupt, die mir da in diesem Kanzleramt je begegnet ist. Ja? Also Frau Merkel ist ja schon als Oppositionsführerin damals, ist ja zu Bush gefahren und hat ihm ja quasi, also ist ihm, ich sage das jetzt mal so brutal, in den Hintern gekrochen und hat Herr Schröder quasi desavouiert. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Sie hat ja ihre Politik eigentlich nur fortgesetzt, seit sie jetzt an der Macht ist. Ja, leider. Ich meine, das war ja von Anfang an eigentlich absehbar, wo das hinführt. Also sie war einfach wachsweich und leise und sehr schwer festzunageln, auch sehr schwer zu orten. Auch aber heute sie noch. Hat alle weggeräumt. So wachsweich ist ja, sie ja nicht. Nein, man hat sie für sie weggeräumt. Das ist meine Meinung. Glaube ich auch. Glauben Sie nicht, dass sie da per Zufall schon seit wie vielen Jahren überlebt in diesem Kanzleramt unter diesen ganzen Männerriegen um sie rum in der CDU? Die würden liebend gerne mal richtig zubeißen, wenn sie nicht wirklich geschützt werden würde. Sonst aus meiner Sicht hätte sie sonst keine... Ich sehe eher, dass sie alternativlos ist. Keine Überlebenschance. Ich weiß es nicht. Es stehen ja auch viele Frauen in den Startlöchern.
Und ich glaube auch nicht, dass Frau Merkel wird uns noch lange erhalten bleiben. Hm. Viel länger, als wir denken. Bloß nicht. Ja, hoffentlich haben Sie nicht recht. Das ist nicht meine Meinung. Herr Wisniewski, ich möchte auf das mal kommen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt. Die Vereinigten Staaten, das Imperium und dieser Imperialismus als, sage ich mal, einer der Grundverursacher von Spannung, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, der hat sich ja das in Rom abgeschaut, wie man das macht. Ja? Also wenn man etwas dichter als Vasall am Chef dran ist, dann wird man an der Beute etwas mehr beteiligt. Da sind wir dann bei einem Erfüllungsgerät der NATO. Ist ja keine wirkliche Sicherheit Allianz mehr, sondern eine Unsicherheitsallianz. Frau von der Leyen, habe ich neulich gelesen, aber das heißt Frau von der Leyen, die hat ja auf Köln dahingehend reagiert, dass sie gesagt hat, wir müssen uns stärker in Libyen engagieren, um dort die Krise zu bewältigen. Habe ich erst geschluckt, ob das ein Text ist aus dem neuen Film Syrianer Teil 2, aber es ist ernst gemeint. Was ich sagen möchte ist, wenn wir das erkennen und wenn wir das vor allem im Netz aussprechen können, weil wir im Moment ja das Informationsmonopol unterlaufen, das ist ja der entscheidende Punkt, warum das ganze System wackelt. Immer mehr Menschen können nicht nur drüber reden, sondern immer mehr Menschen erkennen, dass immer mehr Menschen hören, was gesprochen wird. Die Geheimhaltung funktioniert im Moment. Hier haben wir ein Leck. Wir haben einen Informationsleck und Menschen benutzen ihr Gehirn wieder. Aber um auf die grundsätzliche Frage zu kommen, können wir diese festgenagelten Positionen, die seit 45 so festgenagelt sind oder die einfach mit einem Imperium funktionieren, kann man die umstoßen oder ist das illusorisch, weil man einfach dann weggeräumt wird? Endet man wie Herrhausen? Ja, im Prinzip würde ich das zu 80% bejahen, ja, weil wir wissen ja, welche Macht die Vereinigten Staaten zum Beispiel ausüben können als Führer dieses NATO-Bündnisses, ja, welche Geheimdienste sie beschäftigen. Ich glaube, 100.000 Menschen mindestens sind dort in Geheimdiensten beschäftigt. Also es ist eine Geheimdienstindustrie. Ja. Da gibt es für jedes Land einzelne Abteilungen, denen entgeht nichts im Prinzip. Ja. Und ich habe das natürlich... Firmen, die in Europa bzw. in Deutschland akkreditiert sind, zu helfen beim Ausschuss. Ich habe das natürlich genau beobachtet. Ich hatte mich ja damals mit diesem Herrhausen-Attentat beschäftigt. 1989, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, wurde von der sogenannten Rote Armee-Fraktion in die Luft gesprengt, professionell, ja. Wo, habe ich mich gefragt, ist eigentlich die Schwelle? Wann erwischt es einen sozusagen? Wir haben noch andere Beispiele. Wie zum Beispiel Herrn Barschel, ja, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass er einem Komplott zum Opfer gefallen ist. Und es gibt da eine bestimmte Macht- und Einflussschwelle. Mhm. Also wenn man eine bestimmte Macht- und Einflussschwelle überschreitet, egal ob als Politiker oder als Medienmacher, ja, dann würde ich mir durchaus Sorgen machen. Ja. Mhm. Und, geht es da mehr um die Signalwirkung oder um die Person? Nein, es ist nicht unbedingt persönlich gemeint, sondern es geht um den Einfluss und wie viele Menschen sie erreichen und welche politischen Hebel sie betätigen können. Ja. Ja. Und in meinem Fall war es ja so, ich musste damals beim WDR einfach aus den Massenmedien raus mit diesen Thesen über den 11.09.2001 und bin dann also auf dem Buchmarkt gelandet. Da hat man mich jetzt 13 Jahre in Ruhe gelassen, ja. Und ich glaube aber, dass jetzt auch schon langsam der Buchmarkt dran ist, dass der bereinigt werden soll, gesäubert werden soll. Auch durch die Digitalisierung? Wie meinen Sie? Naja, also wenn das klassische Buch verschwindet, wenn das E-Book kommt und das dann alles bei Google zusammenläuft und Google hat ja als großer, helfender Konzern vor allem in zwei wesentliche deutsche Medien investiert, 150 Millionen, nämlich die FAZ und die Zeit. Das wissen viele Leute gar nicht und das ist vielleicht auch gut so, dass sie es nicht wissen. Jetzt wissen sie es. Wenn also das gedruckte Buch verschwindet, ja, wie das gedruckte Geld vielleicht auch verschwindet aus hygienischen Gründen, sage ich mal, wird ja gerade darüber nachgedacht, mit dem Hebel, dass auch Obdachlose das Recht auf ein Girokonto haben. Finde ich gut. Genau, Trick, ja. Ja, aber wenn das verschwindet, dass dann eben auch diese Digitalisierung dazu führt, wir machen alles auf ein Gerät und dann können wir auch alle von einem Laptop aus gucken, wer nicht mehr da ist. Also das halte ich schon für eine gefährliche Sache. Es gibt ja auch einen berühmten Fall, an den sich wahrscheinlich nur noch wenige erinnern werden, dass vor, ich glaube, 5 oder 10 Jahren, als dieses Kindle-Buch langsam aufkam bei Amazon, wo man sich also Bücher draufladen kann, elektronisch, bei einem Nutzer in den USA ein Buch von Amazon dort gelöscht wurde, von dem Kindle des Benutzers, das er aber gekauft hatte, dieses elektronische Buch. Und das war ausgerechnet George Orwells 1984. Ja. Ja, also wenn das keine Warnung ist. Und diese elektronischen Bücher, die elektronischen Medien sind natürlich langfristig der feuchte Traum jedes Orwellianers. Mhm. Ja.
weil bei George Orwell war es noch so, da wurde auch die Geschichte manipuliert. Da wurden extra Leute beschäftigt, die also Geschichtsbücher die Seiten rausreißen, zerknüllen, in ein Gedächtnisloch werfen, wo sie verbrannt sind und haben neue geschichtliche Ereignisse erfunden. Aber heute kann man das ja in Echtzeit machen. Man kann ihr Buch auf ihrem Kindle, wenn man will, umschreiben. Ja? Und das ist natürlich Irrsinn, weil dadurch die Menschen in Gefahr sind, eigentlich ihre Geschichte zu verlieren oder um die betrogen zu werden langfristig, was sowieso schon passiert. Aber das wäre natürlich noch viel effektiver. Herr Wisniewski, weil Sie von der Geschichte sprechen, heute habe ich im Radio gehört, dass eben, wie gesagt, heute Befreiung Auschwitz durch die Rote Armee, das hat man dort nicht gesagt, sondern Befreiung von Auschwitz. Und dann hieß es aber gleich, es werden verschiedene Grenzen außereuropäisch auch geschlossen, weil da sind zu viele Fremde, die ins Land wollen, die auf der Flucht sind. Dachte ich, wie geht das von einem Nachrichtensprecher in einer Sendung und bin kurz stutzig geworden, habe festgestellt, außer mir wurde da niemand stutzig. Doch, ich. Ja, ich saß nicht mit Ihnen am Tisch, Frau Hechtkaminski, das war der Punkt. Das war der Fehler. Aber Herr Wisniewski, welches Verhältnis haben wir heute zur Geschichte? Werden wir geschichtsloser? Absolut, absolut. Und das ist wahnsinnig erschreckend, weil wir einerseits durch solche Gedenktage, die wir heute, wie wir ihn heute einen begehen, ja, glauben, wir sind geschichtsbewusst. Wir erinnern uns ja an unsere Geschichte. Aber gleichzeitig passiert all das, was letztlich zu Auschwitz geführt hat, also das Vorspiel sozusagen, vor unseren Augen jeden Tag und immer stärker und keiner nimmt es wirklich wahr. Also ich rede von Entwicklungen wie Denunziation, Verrat, Anschwärzung, Ausgrenzung, Feindbildproduktion, ja, Leute aus Jobs rausschmeißen, Journalisten mundtot machen, Bücher aus dem Buchhandel nehmen. Das sind ja die Voraussetzungen von Auschwitz gewesen. Ja? Und insofern herrscht eine unglaubliche Geschichtslosigkeit in diesem Volk, das zwar Gedenktage pflegt, aber sich nicht dessen bewusst ist über die Entwicklung, die dahin geführt hat, und dass wir direkt vor dieser Entwicklung stehen. Die spielt sich vor unseren Augen ab. Ja? Mhm. Und noch was will ich sagen, weil daraus auch physische Folgen erwachsen werden. Ja? Denn wir haben ja über Feindbilder geredet und was die letztlich bewirken, wo sie hinführen. Und das habe ich immer auf diesen Satz verkürzt, der Rufmord geht dem Mord voraus. Ja? Und das ist egal, ob es sich um eine Einzelperson handelt oder ob es sich um ein Volk handelt, das ich zum Beispiel bekämpfen will. Mhm. Ich muss erstmal seinen Ruf ermorden. Ich muss der Welt erstmal klar machen, das ist ein Paria oder eine Einzelperson, das ist ein Untermensch, der muss weg. Oder das ist ein Irrer wie Gaddafi. Und wenn ich diesen Rufmord erfolgreich abgeschlossen habe, wie ihn beispielsweise die Bild-Zeitung natürlich an vorderster Front oft betreibt, dann erst kann ich militärisch und mit Gewalt gegen den anderen losschlagen. Wir haben ja gesehen, die Attentate von Paris, die ja von Franzosen und Belgiern begangen wurden, aber wo man dann eben einen kryptonierten Pass gefunden hat, der eben aus Mali, glaube ich, stammte oder Syrien, das weiß man ja gar nicht so genau, dass man dann beschlossen hat, dort einzureiten. Die Bundesregierung hat ja mitgemacht und parallel dazu hat sie auch noch in Mali mit unterschrieben. Das hat man so getan, man hat es gegen 12 Uhr dem Bundestag vorgelegt, da sind die meisten zu Tisch und da kam es auch zu den entsprechenden Stimmen. Aber da sind wir natürlich beim Thema Köln sofort. Wird es für den Moslem, wenn es den auch als Moslem so nicht gibt, aber ich möchte mal dieses Wording benutzen, wird es für den Moslem gefährlich in Deutschland, Herr Lenz? Es ist schon gefährlich geworden, auch vor den Taten war es ja schon gefährlich. Durch 9/11 ist es für den Moslem in jeder westlichen Kultur gefährlich geworden oder schlimm geworden. Also der Moslem ist ja jemand, den man missbraucht für ein Feindbild, um geostrategische Ressourcen zu okkupieren für den westlichen Markt und so weiter. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber für den Moslem wird es, glaube ich, immer schwieriger und immer desaströser, das glaube ich. Weil wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch auch, oder eben gerade, dieses mit den Sexualtätern, männlich und so weiter. Ne? Und jetzt durch Köln ist es ja in aller Munde, der Moslem ist ein potenzieller Vergewaltiger oder sowas. Nicht? Es ist ein männliches Attribut. Also ich bin ja Gewaltstraftäter-Therapeut, habe das lange genug gemacht. Und es gibt fast keinen Gewaltstraftäter, der entweder selber sexuelle Gewalt an sich erlebt hat, und zwar dauerhaft, nicht einmal, sondern 20, 30 Mal sein Leben lang, von Baby an bis Jugendalter, oder der selber Frauen oder Mädchen oder Jungs oder Männer missbraucht. Ja, auch im Knast werden Männer ja missbraucht. Mhm. Also Männer missbrauchen sexuell auch Männer, nicht nur Frauen nicht nur Kinder, sondern es werden auch Männer. Das ist natürlich ein männliches Phänomen. Ja, es ist ein männliches Phänomen der Rangordnung, die wir haben es gibt zum Beispiel das geht noch weiter zurück, als was ich jetzt erkläre. Wir haben in der römischen Kultur das
wie soll man sagen, das anale Besteigen des Mannes durch intellektuelle Größen gehabt als Kultur, als völlig normal. Ja. Anale Besteigen im Militär der Römerzeit, dass die Männer anal bestiegen wurden von den Offizieren als Unterdrückungsgeste. Mhm. Wir haben in der Kultur männliche Liebhaber, Jünglinge meistens, das war offiziell völlig normal, das stand nicht unter Strafe, ne, in der römischen Kultur. Mhm. Das wird aber totgeschwiegen, das wird auch nicht in die Verhaltenstheorie, geht das auch nicht heran. Und die fragen sich nicht, woher kommt das? Was Sexualität angeht, ist ein Tabuthema, ein großes Tabuthema. Sobald es um normale Sexualität geht zwischen Mann und Frau, ist das alles völlig normal. Aber allein schon Homosexualität oder lesbisch oder sowas, nicht, oder Transsexualität, das wird ja ganz unter vorgehaltener Hand diskutiert. Man sagt ja immer, dass sich die Sexualität in den unterschiedlichen Religionen, dass die da unterschiedlich gewichtet und beurteilt wird. Aber gehen wir mal auf das Wort Verklemmtheit. Glauben Sie, dass es einen Unterschied gibt, was die Verklemmtheit angeht, zwischen einem verklemmten Erzkatholiken und einem verklemmten Moslem? Oder sind die gleich verklemmt? Die haben eine andere Richtung, aber sind gleich verklemmt. Die Religiosität verklemmt sowieso. Ja, weil es ja das Zölibat, also bei uns ist es das Zölibat und bei Moslems ist es, hat es mit der Herrschaftsstruktur zu tun. Also es ist im Grunde genommen ein patriarchales System. Der Islam ist ein patriarchales System, in dem die Männerdominanz natürlich konfessiert wird, kann man so sagen. Das haben sie im Judentum genauso. Ja. Das wird nur immer. Und das war früher im Christentum auch so. Mhm. Wir haben also das wir ja erst hier gerade. Sorry, aber das tut mir jetzt wirklich leid. Hier entsteht jetzt am Tisch plötzlich ganz klammheimlich ein neues Feindbild, nämlich das Feindbild Mann. Ja. Nein. Da möchte ich mal ganz entschieden widersprechen. Es ist nämlich keine Männerdomäne, sexuelle Gewalt auszuüben. Auch Mütter missbrauchen Kinder. Auch Mütter sind Komplizen bei Kindesmissbrauch. Ja, Komplizen. Und diese Untersuchungen, ich weiß, es sind vielleicht 20-30%. Ja, dazu kann ich auch was sagen, denn es ist oft zum Beispiel für Jungs, die von Müttern oder Schwestern missbraucht werden, sehr viel schwieriger noch und peinlicher darüber zu reden als für Mädchen. Deswegen schlägt sich das in den Untersuchungen auch nicht so nieder. Aber es ist absolut falsch zu sagen, also Sexismus wäre eine Männerdomäne. Das finde ich. Ja, also da bleibe ich trotzdem bei. Ja, das ist okay, das können Sie ja machen. Aber ich bleibe dabei, dass das falsch ist. Ich schätze Männer sehr, aber das ist trotzdem für mich ein Punkt. Und ich möchte nicht, dass hier eigentlich ein neues Feindbild so ganz subtil entsteht. Also der Mann ist der große Missbraucher und der Sexismus ist rein männlich. Das ist komplett falsch und verkehrt. Ja. Also wir haben, das will ich kurz noch sagen, wir haben in der Sexualstraftäterstatistik, und das hat mich umgehauen damals, als ich das erfahren habe, das ist immer Schwankungen unterworfen, 25 bis 30 Frauen aller Sexualstrafdelikte werden von Frauen verübt. Prozent. Ja. Prozent. Das ist eine hohe Zahl und über die muss man eigentlich in der Gesellschaft diskutieren und die Psychologen sollten da mal auch in so ein Anti-Aggressivitätstraining oder so. Aber in Köln waren ja nun keine Frauen dabei, so wie ich das verstanden habe. Nein, nein. Das ist ein absolutes Tabu, über das wir da eigentlich reden, dieser Gesellschaft. Der sexuelle Missbrauch von Frauen oder Männern ist komplett eine andere Struktur. Und über die männliche Struktur, weil die männliche Struktur der Gewalt immer, bumm, das Gesicht, es blutet sofort und so weiter, ist offensichtlicher, aber die Deprivation, also wir sind subtiler. Liebesentzug bei Tätern oder Täterinnen ist die Deprivation ein ganz großes Thema von Frauen, die es ermöglicht, dass der Mann zusammen mit der Frau diese hohen Gewalttaten an den Kindern auch verüben, die dann wiederum zu Tätern werden. Also ich habe immer gesagt, dass sich die Gewaltspirale zwischen Mann und Frau dreht. Ja? Also nicht der Mann ist der Täter und die Frau nicht, sondern zwischen den Geschlechtern dreht sich das und heizt sich das auch manchmal auf, wie so ein Durchlauferhitzer. Und es gibt ja viele Beispiele von Missbrauchern, Vergewaltigern, Folterern, bei denen die Frau einfach mitgemacht hat oder geschwiegen hat, weggesehen hat und so weiter. Ja? Würden Sie sagen, es geht dann um Macht? Macht. Alle Untersuchungen sagen eigentlich, dass es bei sexuellem Missbrauch oder sexuellen Gewaltverbrechen nicht in erster Linie um Sexualität geht, sondern um Macht. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, aber es geht auch, und ich denke, das differenziert die Debatte etwas, um das jeweilige ethische Referenzsystem. Denn wir sehen ja, dass sexuelle Gewalt durchaus in allen Kulturkreisen vorkommen kann. Zu gewissen Zeiten, in gewissen geschichtlichen Epochen durchaus vorgekommen ist, in Sondersituationen auch vorgekommen ist. Zum Beispiel in der Situation von Kriegen gibt es fast immer und überall auf allen Seiten der Überlegenen auch eben die sexuelle Gewalt als Teil der psychologischen Kriegsführung, der Demütigung und Machtausdruck des Siegers zum Beispiel. Warum aber? Weil eben das ethische Referenzsystem für die jeweiligen Täter so gestrickt wird, das ist okay, das ist gerechtfertigt. Tut es.
ist okay, wir decken das. Und das kann sich natürlich im Laufe der kulturellen Entwicklung auch verändern, aber es gibt da durchaus auch gewisse Unterschiede und ich denke, es hilft uns nicht weiter, wenn wir jetzt nur dauernd auf Köln schauen, weil es so ein Event ist, der so in den Medien gehypt wurde, nachdem er zunächst mal unterdrückt und totgeschwiegen wurde, dass ich denke, dass wir da in eine Falle tappen, wenn wir jetzt immer nur auf die Vorfälle in Köln schauen. Mhm. Die Vorfälle in Köln haben stattgefunden und das alles jetzt unter den Teppich zu kehren, macht sicherlich keinen Sinn. Mhm. Die Ängste der Frauen, die in der Bevölkerung jetzt tatsächlich auch irgendwo hochgekommen sind, sind da. Das müssen ja, wir aber die werden auch erzeugt, die werden auch mit. Richtig. Es also, wurde von den Medien gehypt, genau. Ja. Aber ich würde jetzt dafür plädieren, dass man einfach mal auch in andere Kulturräume, Erbteile schaut. Das habe ich getan mit meiner Forschung. In Nigeria zum Beispiel haben wir interreligiöse Konflikte untersucht, im Nahen Osten. Ich habe mich viel mit Pakistan beschäftigt. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Pakistan geht, ich spreche jetzt spezifisch von kulturellen und ethischen Referenzsystemen, da ist es tatsächlich so, das ist ein aktuelles Problem, dass eben durch die Scharia-Gesetzgebung, die ja letztendlich die Werteordnung für das Leben in der Gesellschaft darstellt, dass dort eben festgesetzt ist, dass der Mann eine Macht über die Frauen hat. Also das heißt, wenn in Pakistan eine Vergewaltigung geschieht, dann müsste laut Scharia-Gesetzgebung, die in Pakistan weitgehend angewendet wird, es ist eine islamische Republik, es gibt nur wenige Staaten, wo sie wirklich faktisch angewendet wird, aber dort müsste die Frau das Opfer bei einer Anzeige 4 männliche Zeugen aufbringen können, die das beweisen, dass die Frau tatsächlich Opfer der Vergewaltigung wurde. Also unmöglich. Genau, das ist unmöglich. Mhm. Es kann dann aber zu einer Gegenanzeige kommen, Verleumdung wegen Unzucht, die mit 80 Peitschenhieben laut Scharia-Gesetzgebung bestraft werden muss, sodass das Opfer schweigen wird. Und da sehen wir natürlich dann so eine gewisse Hegemonialstellung der Männer, die einfach verankert ist in einer Ordnung, die nicht hinterfragt werden darf, weil sie im Paket mit der Religion mitgeliefert wird. Es gibt ja da keine Trennung zwischen der religiösen Sphäre und eben der weltlichen, gesetzlichen Sphäre, sondern das wird verschmolzen im Islam. Das ist die Urlehre, die schon von Mohammed gelebt wurde. Aber ja, ich spreche jetzt gerade vom Islam. Ja, aber es ist eben nicht nur. Wir können nachher wieder über andere Religionen Islam sprechen. Ja, ich bin da völlig frei, aber das habe ich jetzt als Beispiel gewählt, weil es eben auch um Köln geht. Und da muss man schon auch feststellen, dass dann einfach in der Realität eben auch Männer hierher kommen, die einfach ein ganz anderes Referenzsystem mitbekommen. Und der Ruf der westlichen Frau in diesen Kulturkreisen, in Pakistan, ich spreche jetzt nicht so arg von Syrien. Syrien ist ein relativ progressives Land, offenes Land gewesen. Ja. Genau, da mag der Diskurs anders sein in der Bevölkerung, aber in vielen traditionell muslimischen Familien wird die westliche Frau eigentlich als minderwertig gesehen, als unmoralisch gesehen. Und das prägt natürlich das Denken dann auch. Und es aber gibt wie lange, auch, Entschuldigung, haben wir denn schon Werte? Ja, wir reden immer von unseren Werten. Wir brauchen jetzt, ich möchte jetzt hier kein Islam-Bashing betreiben. Ich selber habe einen türkischen Freund von Kindesbeinen an, der wurde mein Trauzeuge sogar. Ich bin in diesem Kulturkreis mit aufgewachsen quasi. Ich bin Multikulturalist. Ich liebe andere Kulturen. Das möchte ich jetzt nicht verstehen als ein Verhärten und Versteifen auf ein neues Feindbild. Aber ich möchte einfach sagen, wir kommen nicht weiter, wenn wir hier vom grünen Tisch aus Feindbilder analysieren und sagen, okay, da ist also jetzt überhaupt gar nichts dran, sondern wir müssen trotzdem auch schauen, dass es natürlich auch beim Gegenüber, wenn wir jetzt vom Gegenüber hier sprechen wollen, gewisse Feindbildmechanismen gibt. Da kann die westliche Frau auch zum Feindbild werden. Das zeigen verschiedene Predigten von Imamen, die öffentlich geworden sind, wo das tatsächlich auch gerechtfertigt wurde. Mhm. Es zeigen zum Beispiel auch Polizeistudien in Schweden, die aufzeigen, dass Schweden zum Land mit den meisten Vergewaltigungen in Europa geworden ist, zum Land mit den zweitmeisten Vergewaltigungen weltweit. Und es gab eine Polizeistudie kürzlich, die aufgezeigt hat, dass 77,6% dieser Vergewaltigungen von 2% der Bevölkerung ausgingen, die einen muslimischen Hintergrund haben. Mhm. Ich konnte diese Zahlen noch nicht selber überprüfen. Ich habe das nur in Medien gelesen. Es ist letztendlich ein Faktum, was man durchaus jetzt noch hinterfragen müsste. Ich will nur mal einen Namen einschmeißen. Aber Julian Assange. Ja. Bitte? Julian Assange, der jetzt in der Botschaft sitzt. Mhm. Was wird ihm vorgeworfen?
Vergewaltigung. Genau, aus das Schweden. Ist natürlich auch eine Wissen Waffe. Sie das? Das ist natürlich auch eine Waffe. Gut. Richtig. Aber wie gesagt, in Pakistan, das ist jetzt kein von den Medien gehyptes Thema, gut, sondern das fällt Pakistan. Unter den Tisch. In Pakistan werden zum Beispiel auch aus der kleinen christlichen Minderheit von nur 3% schätzungsweise 1000 Mädchen pro Jahr entführt, zwangsislamisiert und sie dürfen nie zu ihren Familien zurückkehren. Ich Herr Rutus, ich möchte hier mal eingreifen. Die mit solchen Opfern arbeiten. Ich glaube, wir müssen mit einer ganz ehrlichen Analyse gehen und einfach sagen, in unterschiedlichen Religionen werden Dinge unterschiedlich bewertet. Und in unterschiedlichen Zeiten auch. In unterschiedlichen Zeiten auch in unterschiedlichen Räumen, genau. Weil es gibt ja nicht den Islam, so wie es nicht das Christentum gibt. Was ist mit Indien? Was ist mit Hinduismus? Genau, aber ich möchte davon natürlich. Mal wegkommen. Alles wird verschwiegen. Wenn Sie sagen, dass das in Pakistan so ist, ich meine, wenn man sich daran erinnert, was George W. Bush getan hat, der hat jetzt einfach die westlichen Werte über alle Werte im Orient gestellt, also sowohl über die Frauen als auch über die Männer und seitdem bomben wir. Ich meine, so wie Sie zum Beispiel andeuten, dass ja als Grundsetup in Pakistan der Moslem sagt, ich stehe über der Frau, ist ja der Westen, die NATO als sagt, wir stehen über denen, wir dürfen das. Ist das nicht so ähnlich? Wir sagen ja, das ist halt und unpersönlich. Und da kommen wir jetzt schon auch in die zeitliche Differenzierung rein, denn die Spannungen zwischen dem westlichen Kulturkreis und dem muslimischen Kulturkreis waren nicht immer so zugespitzt wie heute. Mhm. Also es war zum Beispiel vor 4, 5 Jahrzehnten durchaus gang und gäbe, dass in Kabul, Afghanistan, Frauen eben mit knielangen Röcken rumgelaufen sind, dass westliche Musik auch gehört wurde. Also das heißt, es war eine Offenheit da, auch ja. gegenüber der westlichen Kultur. Ja. Eine Neugier. Und, richtig. Ja. Und durchaus auch eine Bereitschaft, sich auszutauschen, sich anzunähern. Und die Frage ist, was hat sich da abgespielt? Warum hat man sich so zurückgezogen auf das eigene? Und wenn wir dann die Geschichte betrachten, der Kontakte zwischen dem westlichen Kulturkreis und dem islamischen Kulturkreis, dann waren die eben in erster Linie geprägt durch politische und militärische Interventionen, die der Absicherung der Interessen des Westens gedient haben. Also zum Beispiel Sturz von Mossadegh im Iran 1953, weil er die Erdölquellen zum Wohle des Volkes verstaatlichen wollte. Ein demokratisch gewählter Präsident. Richtig. Barack Obama hat das zugegeben. Für wen das diese Geschichte dann glaubwürdiger macht. Mhm. Aber auf jeden Fall gab es eine große Frustration in diesem Kulturkreis, weil dauernd beobachtet wurde aus der Perspektive der Betroffenen, dass der Westen letztendlich nie zu seinem Wort steht, immer nur seine eigenen Interessen verfolgt, sagt, er fördert Demokratie, will aber nur die Erdölressourcen. Und diese Frustration, die haben wir ja aus unserer Perspektive kaum mitbekommen, denn unsere Medien haben natürlich diesen Part ausgeblendet. Mhm. Gegenüber unserer Seite hieß es ja immer, ja, wir fördern die Demokratie, wir bringen Freiheit. Und auf der anderen Seite, die Wahrnehmung on the ground der Betroffenen war aber, wir werden weggebombt, wir haben eine gute Regierung was verloren. Ja auch stimmt. Das stimmt, exakt. Und damit ist natürlich dann auch dieses Feindbild, der Westen will immer nur das Schlechte und der Westen wird eigentlich als das Christentum gesehen. Das wird dort nicht auseinandergehalten. Das wird ja immer stärker. Richtig, genau. Das wurde zugespitzt. Und deswegen müssen wir ganz klar sehen, es gibt eine zeitliche Dynamik, die Konflikte haben zugenommen und wir haben eine ganz klare Rolle in dieser Zunahme dieser Spannungen, in der Verschärfung dieser Feindbilder. Das hätte nicht sein müssen. Ja, aber doch, wir dürfen nicht gewollt. Vergessen, dass dieses Feindbild ja künstlich erzeugt wurde. Richtig. Das ist eine strategische Planung richtig. Der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir alle sitzen hier jetzt wie die Laborratten und streiten uns um für oder gegen Islam und Christentum. Ja? Genauso wollten die das vor 20, 30 Jahren ja haben, ja? Als Samuel Huntington sein Konzept des Kampfes der Kulturen entwickelt hat und publiziert hat. Ja? Ja. Da hat er also in Anführungszeichen vorhergesagt, dass in allerkürzester Zeit es nicht mehr um Ost und West gehen wird, sondern um Religionskriege, zum Beispiel Islam, Christentum, zu einer Zeit, als sich das kein Mensch vorstellen konnte. Weil wenn ich 20, 30 Jahre zurückdenke, da habe ich auch schon Musliminnen gesehen mit Kopftüchern und so. Das hat mich gar nicht interessiert. Also man hat sich einfach in Ruhe gelassen. Hm. Es herrschte eine absolute Gleichgültigkeit, aber im positiven Sinne. Es war überhaupt kein Thema. Ja? Und mit diesem Kampf der Kulturen hat man ein Konzept geschaffen, um jetzt diese Religionen aufeinanderzusetzen. Und wir alle machen super dabei mit. Hm, ich richtig. Kann immer nur wieder staunen, wie toll das funktioniert, dass wir jetzt über den Islam diskutieren und uns natürlich aufregen über das wahre oder vermeintliche Frauenbild. Und das muss man doch ändern, das geht doch gar nicht und so weiter. Und dabei sind wir wie die Labormäuse unterwegs, ja, die genau diesen Mist mitmachen und das klappt leider wunderbar. Mhm. Und zu diesem Thema Köln möchte ich nur noch mal sagen, man kann natürlich über deren Frauenbild diskutieren, der Täter
oder über das westliche Frauenbild oder Männerbild. Aber wir müssen doch mal an die Verursacher denken. Die Frage ist doch, wer hat denn die Situation verursacht? Wer hat denn da nachts an Silvester unter Alkoholeinfluss Muslime und andere Ausländer aus den verschiedensten Kulturkreisen zusammengewürfelt mit westlichen Frauen auf einem dunklen Platz unter Alkohol, wie ich schon sagte, Einfluss? Wer hat denn das gemacht? Wie ist das zustande gekommen? Durch die totale Öffnung der Grenzen, ja? Genauso würde ich das auch machen, wenn ich so einen Konflikt heraufbeschwören wollte. Ja? Und ich glaube nicht, dass der Islam zum Beispiel, um nur noch mal darauf einzugehen, ein bestimmtes, ein abfälliges Frauenbild hat, sondern da geht es ganz stark darum, welche Frauen denn, ja? Wie tritt ein Moslem einer bestimmten Frau gegenüber? Und das hat eben, nach dem, was ich mitbekommen habe, ganz viel mit dem berühmten Dresscode zu tun. Ja? Also wenn die Frau diesen Dresscode nicht erfüllt, dass sie die Haare verschleiert, das hat eine unglaublich starke Bedeutung zum Beispiel, dann ist das wie ein Signal, wie ein Ausweis, als würden wir eine Frau mit Hot Pants sehen auf dem Kiez und würden sagen, oh, Donnerwetter, aber die gehört doch zum Gewerbe. Ja? Mhm. Und das ist da eben ganz stark verschoben aufgrund kultureller Bedingungen. Das ist für die regelrecht eine sexuelle Schamlosigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Aber würden Sie, wenn ich das rausführe, würden Sie sagen, dass da haben sich Menschen verabredet oder wurde das angeschoben, dass sich welche verabreden? Weil was mich erstaunt, der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den Orten, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele 100 Kameras dort sind, es gibt aber kaum Videomaterial. 300 so, Stunden. Ja, also, aber es gibt da, ich habe ja bisher nichts gesehen, sondern die Videos, die ich gesehen habe, die waren dann aus ganz anderen Ländern, aus ganz anderen Zeiten. Das wundert mich schon so ein bisschen in einer Mediengesellschaft, wo man überall eben Kameras aufstellt aufgrund der Sicherheit, um die Feinde zu beobachten. Wenn man sie dann mal braucht, die Kameras, dann gehen die immer alle nicht. Ja, wir wissen ja bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Ja. Wir haben keine Täter, wir haben im Grunde überhaupt gar nichts. Trotzdem müssen wir die Anzeigen erstmal. Über 800 inzwischen. Mich wundert die kamen wie die Karnickel auf einmal. Frau Heckerlitzki, was mich gewundert hat, ich möchte den Frauen, die diese Anzeigen mal ja nichts unterstellen. Aber nein, aber warum kamen die erst so spät? Ich wäre auf die Art und Weise belästigt worden. Da würde ich doch sagen, und das sind jetzt meine 500 Anzeigen. Dann gehe ich davon aus, dass von den 500 Leuten 50 Frauen direkt zur Polizei gehen und nicht eine Woche warten, denken, ach, jetzt darf man. Und dann gehen plötzlich 800 zur Polizei. Macht mich ein bisschen stutzig. Ich unterstelle gar nichts. Macht mich ein bisschen stutzig. Aber nochmal auf die offenen Grenzen zu kommen. Würden Sie denn sagen, dass das, was wir im Moment in Europa erleben, jetzt sind wir schon bei dem Wort Obergrenze, ja, wo man mal sehen muss, wie viel der Libanon aufnimmt zum Beispiel. Es gibt natürlich eine Obergrenze für ein Rettungsboot. Die gesamte Titanic würde nicht in einem Rettungsboot Platz finden. Das ist einfach physikalisch nicht möglich. Jemand, der das behauptet, der ist einfach ahnungslos. Da sind Sie aber Frau Merkel schon weit voraus, Herr Jebsen. Ja. Ich will das nur sagen. Also. Da muss man aber diskutieren, haben wir denn diese Obergrenze schon erreicht? Und da muss man sich die Frage stellen, ja, oder auch mal das Verursacherprinzip, wer wirft denn mehr Bomben in der Region ab? Ja? Also die Länder, wo die Flüchtlinge landen, also sind das die Libanesen, die dort bombardieren, oder ist es der West, dass man das ein bisschen besser verteilt? Ich möchte es mal anders formulieren. Ich habe mal in einem Text geschrieben, angenommen, es würde für jeden Flüchtling eine Prämie geben, 200 Euro. Und die kriegt nur der, der nachweisen kann, dass er an der Vertreibung beteiligt ist. Der würden die Deutschen aufschreien, Entschuldigung, die anderen haben unsere Flüchtlinge. Würden sie machen. Würden sie runterrechnen, die sind über Rammstein erzeugt worden, da greift die Türkei unsere Flüchtlinge ab und kassiert. So ist es, dass nur Kosten erzeugt werden. Aber ich möchte zurück auf das kommen, was Sie andeuten. Offene Grenzen, all das, ein eingeleiteter Clash. Höre ich daraus, dass das ein Masterplan ist? Ja, definitiv. Also das ist ein großes geostrategisches Konzept, was hier unterwegs ist. Ja. Also der Flüchtling als Waffe? Richtig. Also die Idee stammt ja nicht von mir, sondern ich habe das als einer der ersten aufgegriffen. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, Kelly Greenhill. Da ist ja das Buch unterwegs. Das ist ja ganz toll. Haben Sie sich abgesprochen? Nein. So ein Zufall. Ja. Also hat er das Buch dabei. Nein, das hat also der Kopf Verlag auch übersetzt. Wer es auf Englisch lesen will, Cornell University Press, Weapons of Mass Migration. Und das ist also so entstanden, das Buch nicht, aber ich bin so darauf gestoßen, dass ich mir selbst überlegt hatte, das wirkt alles so systematisch und so geplant, diese ganze Flüchtlingswelle und wie sie auch ein Land wie Deutschland unter Druck setzt, könnte das vielleicht eine Waffe sein. Ja? Mhm. Militärs machen ja alles zur Waffe, sogar Menschen. Ja? Und tatsächlich gibt es das, dieses militärische Konzept der Migrationswaffe, wo also Emittenten von Flüchtlingen zum Beispiel versuchen, andere Länder A, entweder unter Druck zu setzen, um etwas Bestimmtes zu erreichen, oder tatsächlich zu zerstören durch zu große Flüchtlingswellen. Ja?
Und wir können ja hier erleben, was hier passiert. Mit dieser 1 Million oder 1,5 Millionen, die haben wir jetzt sozusagen vielleicht gerade mal weggesteckt. Mhm. Aber angeblich werden ja nächstes Jahr noch mehr kommen oder mindestens genauso viele. Und natürlich ist das total zerstörerisch. Mhm. Ja? Mhm. Denn man darf ja eins nicht vergessen. Die Grenze wird immer so verteufelt, ja. Oh, wer sich abgrenzt, das ist irgendwie Nazi oder sowas, ja. Das dürfen wir ja gar nicht und so. In Wirklichkeit ist ja die Grenze eine absolute, essentielle Bedingung des Lebens gewesen, überhaupt, um sich zu organisieren, ja. Und eine Zelle mit ihrer Membran kann auch nicht alles reinlassen, dann würde sie sich auflösen, ganz einfach. Und hier geht es einfach um eine totale Desorganisation Europas, offenbar an erster Stelle, ja. Und die Flüchtlinge werden sozusagen systematisch freigesetzt im Nahen Osten, Nordafrika. Dort bluten Staaten aus? Ja, natürlich. Die Migrationswaffe wirkt nach beiden Richtungen. Also in Bezug auf das Zielland und in Bezug auf das Emittentenland. Ja? Mhm. Weil ein Land wie Syrien, das jetzt Millionen junge Männer verliert, kann sich A, nicht mehr verteidigen und B, kann es sich auch nicht wirtschaftlich mehr aufbauen. Ganz einfach. Ich habe also als lachender Dritter zum Beispiel, habe ich zwei Feinde im Prinzip geschädigt, wenn ich das wollte oder wenn das der Plan war. Ja? Mhm. Deswegen sind auch diese Migranten allermeistens selber Opfer. Sie werden nur benutzt. Also sie sind Vertriebene zum Beispiel, Vertriebene durch die amerikanischen Kriege oder die US-initiierten Revolutionen. Also ganz Nordafrika ist ja im Prinzip zum Failed State gemacht worden. Natürlich wollen die Leute da weg oder müssen sie auch weg. Ja? Mhm. Und sie werden hier rübergelenkt. Das hat natürlich System. Mhm. Klar. Herr Lenz, das funktioniert ja nur, wie es im Moment funktioniert. Das ist in Deutschland man merkt so eine Grundrebellion, die da stattfindet. Da ist Sprengkraft drin, damit kann man auch Politik steuern. Das funktioniert ja nur, weil Menschen Angst vor anderen Menschen haben, die aus einer anderen Region, ja, aus einer anderen Kultur. Wie könnte man diese Waffe entschärfen, indem man alle, die hierher kommen, umarmt und alle willkommen heißt? Oder ist das auch illusorisch? Also ein Feindbild ist ja auch sowas. Ich sage mal, Feindbild ist eine Zeitmaschine. Weil man kann mit Feindbildern etwas erreichen, was man durch normales Verhalten nicht erreichen kann. Es geht wumm, ganz schnell. Mhm. Also was in Deutschland gerade passiert, ist ja unübersehbar, ein richtiger Aufruhr in der Bevölkerung gegen Flüchtlinge oder auch für Flüchtlinge. Beides ist sehr exzessiv. War Köln jetzt ein Zünder? Ob Köln Zünder war, weiß ich nicht. Ich vermute, dass es einer war, weil aber würden Sie man muss auch sich sagen, das doch mal von oben angucken. Merkel macht etwas, was noch nie ein Kanzler gemacht hat. Die Grenzen auf und die Sicherheit in Gefahr. Dann kommen plötzlich ganz viele rüber, alle sagen, es sind so und so viele IS-Kämpfer sogar noch dabei und dies ist dabei und das ist dabei. Was denkt die Bevölkerung? Das hören wir ja, das sehen wir ja, was die denken. Was machen die Zeitschriften daraus? Mhm. Was macht Merkel weiter daraus? Mhm. Wir schaffen das und ich sitze es aus und die CDU rumort. Das hat es noch nie gegeben seit Gründung der BRD, was gerade passiert. Mhm. Und das ist, also da würde ich Herrn Wojcicki vollkommen recht geben. Für mich ist das alles irgendwie gemacht. Das fühlt sich an wie gemacht. Das ist nicht Punkt, Zufall. Und die Frau Merkel hält ihren Kopf hin. Die hält ihren Kopf hin. Und ich weiß nicht warum. Das kann ich nicht sagen. Also, aber sie hält ihren Kopf irgendwie hin. Also ich meine, Frau Merkel hält ihren Kopf hin. Das finde ich, also die Formulierung gefällt mir nicht. Weil ich glaube schon, dass sie einen eigenen Kopf hat und das auch mit Überzeugung macht. Ich sehe das immer wieder mit ihrer Palästina-Politik. Die ethnische Säuberung Palästinas wird von Frau Merkel toleriert. Sie solidarisiert sich mit einem Regierungschef, der für Siedlungen steht, der eine Politik betreibt, die also Flüchtlinge, Millionen von Flüchtlingen erzeugt, weil das legale Rückkehrrecht der Palästinenser bis heute negiert wird. Das ist Frau Merkel. Frau Merkel ist nicht, wundert mich sehr, dass sie jetzt die große Frau ist mit Flüchtlingen. Ja gut, okay, macht sie jetzt diese Politik. Das aber erinnern wir uns doch mal an dieses Flüchtlingsmädchen Rehm, wie das abgepfeffert wurde, das palästinensische Mädchen. Da sagte sie noch, es können nicht alle Leute aus Afrika kommen. Und im Libanon, der Bürgerkrieg, es gibt viel schlimmere Geschehnisse. Also das war. Und warum war das so? Weil die Rehm nämlich ihre Israel-Lebe nicht geteilt hat. Und eine ganz, ganz klare Haltung gegenüber Israel und Palästina hat. Und das finde ich auch sehr gut, weil ihre Eltern die Nakba, also die Vertreibung, mitgemacht haben und bis heute nicht zurück wollen, nicht zurück können. Sie würden bestimmt lieber zurückkehren, das wird ihnen aber nicht genehmigt. Also bleiben sie in Deutschland. Jetzt, ich glaube, die dürfen jetzt bleiben, erstmal für nächste Zeit. Aber Frau Merkel ist für mich, ich sage jetzt mal, ich sehe ja gerne Opern.
Und La Traviata ist sie nicht, aber sie ist für mich die Chamäleon-Dame, nach der Chamäleon-Dame, aber sie ist die Chamäleon-Dame. Aber ich denke, dass wir wirklich uns in der Belanglosigkeit verlieren, wenn wir in unserer Diskussion hier einfach nur über Obergrenzen etc. sprechen. Die Obergrenzen gibt es gar nicht, nur beim Zentralrat der Juden in Deutschland und beim Herrn Seehofer. Deswegen möchte ich mal genau da hin, was mir aufgefallen ist, auch auf meinem Portal, dass Leute enorm allergisch reagiert haben, wenn ich gesagt habe, hör zu, Asyl, Obergrenzen, da hieß es ja, da sind aber Leute, die kommen aus Marokko, die sind gar nicht wegen Asyl hier, sondern wegen Arbeit. Dann sage ich, ja, das mag ja sein, aber viele aus Afrika werden auch vertrieben durch Multikonzerne, die dort eben, Coltan oder sonst wo, oder Monsanto wirkt dort. Dann hieß es, das eine, das hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Menschen weigern sich ja auch, zwei Dinge zusammenzubringen, die offensichtlich sind, nämlich Krieg und Vertreibung. Erst kommt der Bombenteppich, dann kommt die Flüchtlingswelle. Warum ist das so? Vielleicht können Sie mir das erklären, Herr Lenz, dass man das offensichtlich nicht wahrhaben will, dass man auf dieser Ebene global nicht kooperiert. Sondern wenn man von der Konkurrenz, wenn man davon profitiert, dann hält man dran fest und bestreitet das. Warum ist das so? Ja, weil der Mensch sich schützt, also vor seinem Profit, vor allem vor seinem Weltbild. Wenn der normale, also viele durchschauen das ja, aber es ist ein ganz kleiner Klecks in Europa, die das wirklich begreifen. Wir bei KenFM durchschauen wir das. Aber die ganz große Masse, über 90%, will es gar nicht durchschauen. Warum wollen die das nicht durchschauen? Mhm. Weil, also kognitive Dissonanz, weil die dann ihr Weltbild aufgeben müssen und sagen müssen, ich schicke mein Kind dahin zur Schule und dahin hier und deswegen machen wir das und alle werden Arbeitssoldaten und dafür müssen wir das aufrechterhalten. Wir arbeiten an einem System, das total kriegerisch ist, das total inhuman ist und das wollen die Leute nicht sehen. Das beste Beispiel ist für mich immer 9-11. Warum die Leute immer noch an dieser alten Bush-Theorie festhalten. Warum wohl? Weil wenn die Leute sagen würden, okay, das war vielleicht nicht Bush, aber irgendeiner von der Administration war es gewesen, jetzt kommt die Konsequenz. Wir werden alle für dumm verkauft, wir werden verheizt, wir werden alle völlig, wir sind Arbeitsvieh, wir sind für die Mittel zum Zweck und es ist denen vollkommen egal, ob da eine Atombombe in Berlin vielleicht mal platzt oder nicht. Das sind die Konsequenzen. Und davor schützen sich die Leute, weil die müssen ihre Kinder großziehen, sie müssen weiter ihre Familie großhalten, sie müssen ihre Wege machen, sie wollen in dem Wohlstand weiterleben und. Und dann blenden die alles aus. Ich habe mal in einem Interview mit Ihnen gesagt, die Menschen fürchten sich vor nichts mehr als vor ihrer eigenen Freiheit. Und das ist eine Tatsache. Sie schützen sich vor, also die haben totale Angst vor der Freiheit. Warum? Weil sie dann in Selbstverantwortung und Eigendisziplin ihre Freiheit leben müssen. Freiheit sind Räume, die ich mit Handlungen füllen muss. Mhm. Aber wir sind alle fremdgesteuert und was der eine sagt, das tun wir dann. Aber wir können und so leben die Menschen und sie müssen das aufgeben. Aber Herr Lenz, wir können hier gut reden. Wir sind alle mehr oder minder unabhängig. Aber das Gros der Masse der Menschen ist in Arbeit und Lohn. Und ich weiß auch von vielen Journalisten oder anderen Berufen, wenn die ihren Mund aufmachen, dann sind sie ihren Job los. Und das ist die Wirklichkeit. Und das kann man nicht kleinreden. Wer heute seinen Job los ist, das ist eine Katastrophe. Und das ist eine Angst. Ja, gut. Ja. Es gibt aber die Frage ist doch bei dem, Entschuldigung, dass ich einbreche. Die Frage ist wirklich, wofür lohnt es sich zu leben? Lohnt es sich zu leben für die große Lüge? Ich weiß, dass wenige Menschen stark sind und für die Wahrheit vielleicht leben. Ja? Und die meisten Menschen sind in dieser Abhängigkeit, müssen Kinder großziehen und so weiter. Aber wofür lohnt es sich denn zu leben? Dafür, dass wir in diesen Untergang hineinkommen, der jetzt irgendwann vielleicht Das sagen kommt? Sie jetzt, das sage ich jetzt. Aber die meisten Menschen spüren das ja gar nicht. Die lesen auch die Bild-Zeitung, die schauen sich auch die ganzen schrecklichen Sender an. Also die sind ja schon im Kopf so gepolt, dass sie sich, glaube ich, gar nicht so unwohl dabei fühlen. Aber ich denke, dass festzustellen ist, dass immer mehr Menschen letztendlich auch durch Sendungsformate wie KenFM zum Nachdenken angeregt werden, aufwachen, kritisch denken, hinterfragen. Und ich denke, das ist ein historisches Fenster, was wir gerade haben, wo Medien frei geworden sind, nicht mehr abhängig sind von eben kanalisierten Zugängen wie Presse, wie Fernsehen, sondern dass man übers Internet sich frei informieren kann, frei Informationen aussenden kann. Sobald das System verändernd werden könnte, wird sicherlich der Druck wachsen, da werden wir noch einiges erleben. Aber ich denke, wir sind gerade in diesem kurzen Zeitfenster, wo eigentlich tatsächlich die Chance zur Freiheit besteht. Und immer mehr Menschen sehen das auch
und gewinnen dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich laufe jetzt nicht mehr einfach nur dem Mainstream hinterher, ich mache meinen Mund auf, ich schaue nicht auf die Risiken. Und man sieht dann auch, mit kleinen Schritten fängt man vielleicht an, mit diesem geistigen Unabhängigwerden und merkt dann, okay, irgendwo rauszufliegen ist gar nicht so schlimm. Da kommt der nächste Schritt und das baut aufeinander auf. Das Leben wird spannend und da gebe ich Ihnen ganz recht. Also für was leben wir hier? Das muss jeder für sich selber da antworten. Da kenne ich aber ganz andere Leute, die natürlich, denken ganz anders. Natürlich, aber die hängen es sehr reicht doch, Job. Dass es ein paar Camps gibt. Und, ja, das reicht eben nicht. Ja, wie sieht es denn damit aus? Damit fängt es an. Früher, zu meiner Zeit, ist man auf die Straße gegangen und hat demonstriert. Ich war auch, also vielleicht, wenn ich etwas älter gewesen wäre, wäre ich auch in der Roten Armee-Fraktion gelandet. Hm. Muss ich sagen, und das, ich habe das damals auch sehr dann gut gefunden. Dann hätte sich Herr Wisniewski mit Ihnen beschäftigt. Ein Buch geschrieben. Oh, das wäre toll. Dann. Nee, aber Sie sind ja auch mit einem ganz besonderen Vater groß geworden. Wenn ich mich richtig erinnere, in Ihren Interviews haben Sie gesagt, Sie haben ja eine positive Streitkultur mit Ihrem Vater gehabt. Und die positive Streitkultur hat Ihnen mit Sicherheit eine Menge gebracht. Das ist mir sehr wichtig, immer gewesen. Und ich wollte gerne noch die Flüchtlingsdebatte auf eine Ebene holen, wo sie normalerweise jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht betrieben wird, aber wo wir das hier durchaus auch diskutieren können. Und es ist eben die Ebene der Interessen, die dahinter stehen. Was wir öffentlich debattieren, in den Medien lesen, das sind ja nicht die tatsächlichen Geschichten, die eigentlich politische Entscheidungen antreiben. Und deswegen denke ich, wir müssen jetzt tatsächlich in diese geopolitische Ebene einsteigen, die Sie schon vorhin angerissen hatten und da auch mal ein bisschen recherchieren. Also zum einen haben wir hier Green Hill, Weapons of Mass Migration. Dann haben wir Thomas Barnett, den einflussreichen Pentagon-Berater, der in Blueprint for Action 2004 geschrieben hat, man müsse Europa mit Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Nordafrika fluten, ca. 1,5 Millionen pro Jahr. Aber warum? Da müssen wir jetzt anfangen, Mut zu maßen, denn über diese Themen wird natürlich nicht öffentlich debattiert. Darüber wird in gewissen Zirkeln debattiert, die dann Politik steuern. Da ist Frau Merkel auch nur letztendlich die Leinwand, auf der dann der Film projiziert wird. Aber jetzt würde ich mal kurz einhaken, Herr Rothfuss, was Sie sagen, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt der gute Kopf, ist total absurd. Warum sollen ausgerechnet die Vereinigten Staaten eine Region destabilisieren, wie zum Beispiel Europa und Deutschland, die als fester Partner in der Allianz des Terrors ja fungieren? Und wenn ich die destabilisiere, dann schieße ich mir selbst ins Knie. Ja, laut Huntington müssten wir eigentlich die besten Freunde sein. Europa, Nordamerika hat er empfohlen, sollten auch mit Lateinamerika ein engeres Bündnis eingehen, um eben in dieser wachsenden Konkurrenz zwischen den Kulturräumen stärker zu werden, sich behaupten zu können. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass einem immer eben das Hemd näher ist als die Jacke. Und die USA sind einfach qua Definitionen die Weltmacht, die unangefochtene Weltmacht momentan. Vor allem eben im militärischen Bereich. Und wenn jetzt die multipolare Weltordnung im Entstehen ist, das heißt die Aufteilung der Einflüsse in Verhandlung ist, dann ist natürlich die Frage, mit welcher Position gehe ich in diese Verhandlungen rein? Und die USA sind gerade in der Gefahr, sehr stark an Terrain zu verlieren. Ja. Sie wären von der EU bald überholt worden, von diesem erfolgreichen Integrationsprojekt, was eben nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene funktioniert, so wie NAFTA in Nordamerika, sondern auch auf der politischen Ebene. Die Europäische Union wurde ja überall in der Welt als das Vorbild gehandelt. Mhm. Also von den USA als Vorbild haben nur wenige gesprochen, wenn ich irgendwo in der Welt unterwegs war. Aber Europa war das Vorbild und es war auch Ziel der Europäischen Union, der führende Wirtschafts- und Technologieraum weltweit zu werden. Das heißt, wir wollten eigentlich in diesem Wettbewerb wieder die Nummer eins werden. Und die USA lassen sich natürlich nicht einfach so von Europa überholen, weil Europa unkalkulierbar ist, selbstständig ist, in sich zersplittert ist. Und Europa Teil Eurasiens vor allem ist. Richtig, wir sind nur eine Halbinsel von Asien. Ja, ja. Und deswegen sind wir auch in einer ganz anderen Situation natürlich, was Einwanderungspolitik angeht als Australien oder Nordamerika. Griechenland zum Beispiel hat 3200 Inseln in der Ägäis, 80 davon bewohnt. Das ist eine Außengrenze, die ist eigentlich nicht zu sichern. Was da in Brüssel verhandelt wird mit Frontex, Ausbauen und nationale Souveränitäten auf die höhere Ebene verlagern, das ist alles letztendlich
nichts, was Europa aus dieser Situation irgendwie erlösen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man genau aus dem Grund Griechenland unbedingt in der EU drin haben wollte. Ja? Schon strategisch gedacht. Also als nicht zu schützenden Einfallsraum für diese Migrationswaffe. Das war von vornherein klar. Die Türkei auf der anderen Seite. Weil eben, das ist doch perfekt geplant. Man muss sich ja sonst wundern, warum haben sie denn Griechenland nun wirklich mit allen Mitteln reingetrickst in die EU? Obwohl die gar nicht hätten rein dürfen. Richtig. Genau. Und jetzt sind wir wieder bei der Massenmigration als Waffe. Und es ist ganz klar nachweisbar, es ist sehr transparent, dass die Türkei die Massenmigration als Waffe eingesetzt hat. Das hat auch der Erdogan-Berater in den Verhandlungen in Brüssel im November gesagt. Er hat gesagt, wir machen die Schleusen auf, wenn jetzt nicht endlich Geld fließt. Mhm. Und ruckzuck wurde jetzt die Visafreiheit für Oktober 2016 versprochen, der Beitrittsprozess auf einmal ohne Erwähnung der Menschenrechtssituation wiederbelebt und 3 Milliarden versprochen. Jetzt wurde die Türkei belohnt mit den historisch ersten deutsch-türkischen Regierungskonsultationen. Da hat Davutoglu schon von 10 Milliarden Euro gesprochen. Gleichzeitig wird es praktisch immer unmöglicher, als freier Journalist in der Türkei was man sagen möchte. Reporters Without Borders haben mal gesagt, die Türkei ist das größte Gefängnis für Journalisten weltweit. 2013 ist dieser Satz geprägt worden. Mhm. Und da sehen wir einfach ganz klar, dass die Türkei mit dieser Waffe Massenmigration auch spielt. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Die ganzen wohlmeinenden Helfer, die wirklich großartige Arbeit leisten in Deutschland, die sich engagieren, die Migranten selber, die Flüchtlinge selber, die ja auch Opfer sind. Wir müssen auch verstehen, in welchem Spiel sind wir eigentlich hier Figuren. Und ich denke, das müssen wir noch weiter ausdiskutieren. Ich möchte jetzt hier nicht alles alleine bringen. Aber mit der Türkei hätte das ja nicht so kommen müssen. Erstmal, wenn ich die Migrationswaffe einsetzen will, muss ich ja Millionen Flüchtlinge sozusagen erzeugen. Poolen. Und das ist eben das Auffällige an unserer Medienlandschaft, wie man immer wieder beobachten kann, wie die Frage, woher die Flüchtlinge eigentlich kommen, gar keine Rolle spielt. Geografisch schon noch. Man sagt also schon noch, die kommen aus Libyen oder Syrien oder so. Ja? Aber man sagt nicht, warum. Ja? Ja, man sagt allenfalls, weil diese... Ja. Also so als hätten sich diese Länder von selber jetzt zersetzt und destabilisiert. Aber, dabei war Libyen der fortschrittlichste Staat Afrikas überhaupt und den Syrien besten Sozialleistungen. Der sicherste Staat für religiöse Minderheiten im gesamten Tatsache Nahen Osten, ist, eine säkulare die Staaten Regierung. Wurden von den USA unter lächerlichen Vorwänden plattgebombt. Und deswegen haben wir diese Flüchtlingswelle. Geht dieses... Aber die Türkei, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Wie die Türkei behandelt wurde, gerade von Frau Merkel, haben wir wieder Frau Merkel, mit dieser privilegierten Partnerschaft, jahrelang hingehalten. Das hätte gar nicht so weit kommen müssen. Wie es jetzt gelaufen ist, ist das also für mich so gewollt. Und ich sehe auch nie eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU. Jetzt ist das weiter denn je entfernt. Das denke ich auch, weiter entfernt als denn je. Nein, ich glaube nicht, dass es ganz schnell kommt. Absolut nicht. Also Reisefreiheit besteht ja schon zwischen der Türkei und der EU. Ja, okay, das wären also Erleichterungen. Ich meine, die Türkei hat ja 2,5 Millionen Flüchtlinge, das muss man ja auch mal sagen, und hat die also aufgenommen, wie dem auch sei. Aber das Griechenland, ich habe zu Griechenland also ein sehr negatives Verhältnis, das haben wir auch schon öfter ausdiskutiert, und ich sehe die Griechenland-Hilfe also überhaupt nicht positiv, und ich stehe auch nicht dahinter. Weil Griechenland hat eine Politik, die immer nur fordert, aber nichts bringt. Und das wird nie etwas werden mit Griechenland. Ich möchte jetzt nicht auf die Griechenland-Debatte eingehen. Das würde kommt in eine ökonomische Diskussion, möchte ich nicht machen. Den Kern des Problems sagen. Ich glaube, all das, was wir im Moment erleben, und das wird nicht ausgesprochen, warum die kommen, denn selbst wenn man sagen würde, weil wir die vorher bombardiert haben, wäre das auch zu kurz gesprungen. Warum haben wir denn die bombardiert? Um an Ressourcen zu dem Kurs heranzukommen, den wir bezahlen möchten. Das ist doch Teil unseres Wirtschaftssystems. Das ist doch Neokolonialismus, halt so Imperialismus. So große Militäroperationen sind, glaube ich, immer sozusagen multifunktional. Ja? Man plant das so, dass man 20 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Also rohstoffmäßig, geografisch, was Grenzen betrifft, was Stützpunkte betrifft. Und dann auch noch, was machen wir mit den Flüchtlingen? Was machen wir denn mit den Bombenopfern? Also Verwertungsketten. So ein Krieg ist eine Verwertungskette. Wo schieben wir denn die hin? Wen können wir denn damit noch treffen? Ach ja, da können wir ja die EU platt machen. Auch nicht schlecht so, ja? Dann schleusen wir die doch rüber in die EU mit Hilfe der Türkei und Frau Merkel natürlich, ja?
und so läuft das. Das heißt, das ist, ist auch selbst bei Attentaten, bei Einzelnen immer wieder zu beobachten, das hat psychologische Aspekte, propagandistische Aspekte, geschäftliche Aspekte. Und das ist immer eine Verwertungskette, wie Sie gesagt haben. Aber jetzt, wo wir drüber reden können, wo Leute anfangen, darüber nachzudenken, wo wir praktisch hier den Anti-Copperfield machen und wegziehen, wird ja dieser Trick, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal unterstelle, das ist so, wird er ja offengelegt. Herr Lenz, was alle Feindbilderzeuger und Feindbildannehmer gemeinsam haben, aber sich offensichtlich nicht bewusst sind, ist, sie sind alle Menschen. Ja, Feindbild ist ja auch etwas Menschliches und nicht etwas Islamistisches, mhm, Christliches oder Deutsches, Europäisches, Amerikanisches. Mhm. Man, wie ich gerade sagte, Feindbild ist eine Zeitmaschine, in der ich einen bestimmten Erfolg generiere, den ich mit normalen Handlungen, mit normalen diplomatischen Verhandlungen oder Handlungen nicht machen kann. Das kann man auf das ganz kleine Feindbild im Sandkasten projizieren oder auf das ganz große im geostrategischen Brett. Das ist ja genau das gleiche Muster eigentlich. Mhm. Nur auf einer anderen Ebene natürlich projiziert. Ne? Aber was ist denn der Benefit, wenn ich mich einem Feindbild anschließe? Also zum Beispiel nach den Attentaten von Paris gab es eine richtige Welle von jungen Menschen, Männer, die unbedingt zur französischen Armee wollten, um sich dem Kampf gegen was auch immer anzuschließen. Warum gehen die zur Armee? Was kriegen die dann da, was sie nicht woanders auch bekommen hätten? Was wir hier allgemein als Feindbild diskutieren, kann man nicht alleine auf das geostrategische Brett projizieren, sondern man muss das auch auf Gesellschaftsstrukturen brechen, wie die westliche Kultur eigentlich Kinder erzieht oder Kinder hochzieht. Mhm. Warum sind die offen für so etwas? Warum kann man sie hineinkatapultieren? Hat das was mit der westlichen Kultur zu tun? Das hat sehr viel mit der westlichen Kultur zu tun und ganz, ganz viel. Aber andere Religionen und andere Regionen machen das doch auch, die haben doch auch Feindbilder. Also unser natürlich. Feindbild hat viel mit unserer Kultur zu tun. Das Feindbild, was wir hier am Brett haben, ich sage immer, die Amerikaner und die Europäer sind ja irgendwie so eine Einheit. Ja? Ja. Die Amerikaner sind ja Europäer im Grunde genommen. Ja. Und unsere Erziehungsstile sind irgendwie identisch. Die sind identisch. Wir machen uns wir machen uns die Erde untertan. Das ist eine Philosophie, die wir haben. Das ist eine jüdisch-christliche Philosophie. Da haben wir es wieder, ja. Naja, also das gibt es im islamischen Kulturraum auch. Dar al-Harb, Haus des Krieges. Das sind die abrahamitischen, Kulturen haben das alles als Nest in sich. Ich glaube, dass Macht immer nach absoluter Macht strebt. Egal, wer mächtig ist, wer die Macht hat, ob das Juden sind oder Christen oder Amerikaner. Macht strebt immer nach absoluter Macht. Und die größte Weltmacht ist zurzeit sind die Vereinigten Staaten. Die streben nach der absoluten Macht, ganz klar. Die haben sie. Aber um Menschen in so ein Machtgefüge... Sie haben den östlichen Raum noch nicht erobert. Mhm. Ja. Um Menschen in so ein Machtgefüge zu halten, dass der Staat, die Bevölkerung, die Menschen mitmachen, muss man etwas Bestimmtes mit ihnen machen. Und da sind wir bei Arno Grün. Mhm. Ja, und da haben wir ja auch also Israel zum Beispiel. Man muss das limbische System kaputt raspeln. Mhm. Man muss die Empathie runterfahren. Man muss sie zerstören bei den Menschen und das passiert in unserer Kultur. Und in der Mediengesellschaft funktioniert das natürlich anders wie früher, wo eben Informationen noch von Mund zu Mund verbreitet werden mussten. Das heißt, in unserem heutigen Medienzeitalter besteht eben eine ganz besondere Gefahr, dass Feindbilder extrem mächtig werden können, weil sie eben massenhaft ausgestrahlt werden können. Und im Internetzeitalter ist es noch so, dass letztendlich ganz leicht kontrolliert werden kann, wer versucht, diese Feindbildgenese zu hinterfragen. Dann kann man sich auf diese bösen Verräter stürzen. Ja, der Rufmord ist eben massenhaft und die Zerstörung ist auch massenhaft im industriellen Zeitalter. Richtig. Und das ist eben das Gefährliche. Ich möchte jetzt nur noch mal Israel als Beispiel geben. In Israel von Kindergarten an ist die Erziehung auf Hass, auf Feindbild aufgebaut. Der Araber, Palästinenser gibt es ja gar nicht. Ja, nicht, das ist so. Ja, ja. Und das ist so und das wird hier nicht gesehen. Und wenn jetzt, das ist eben so schlimm, im Mitte Februar wieder die Regierungsbesuche kommen zwischen Merkel und Netanyahu, da muss ich sagen, dann finde ich das so ekelhaft. Und hier geht kein Mensch auf die Straße. Hier geht kein Mensch gegen Saudi-Arabien auf die Straße. Das fehlt mir. Die ganzen Friedensdemos, ist ja wunderschön, die ganzen linken Friedensdemos, wunderbar. Aber die haben sich noch nie mit diesen Themen befasst. Aber dazu möchte ich noch eins sagen. Ich erinnere mich ja noch an die ganz großen Friedensdemonstrationen in den 80er Jahren, ne, wo also Millionen oder Hunderttausende nach Bonn geschafft wurden. In den 80er Jahren. Mit Hunderten von Bussen. Und das ging ja nur aufgrund einer Organisation. Also es gibt keine Massenproteste ohne Geld und ohne Organisation. Und damals waren das an vorderster Front die Gewerkschaften, die das mitorganisiert haben. Und die sind ja das System, die Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften sind heute gleichgeschaltet. Absolut. Diese Organisation fehlt komplett. Die sind nicht mehr staatskritisch. Ja. Das heißt,
Die sind staatskonform, all das, was ne? wir ja hier empfinden, das muss ja A, absolut. Ausgedrückt werden ja. und B, muss der Protest organisiert werden. Und diese gesamte mögliche Infrastruktur und Organisation ist im Prinzip heute an den Staat angeschlossen. Keiner von uns kann doch jetzt raus auf die Straße laufen mit einem Schild, weg mit Merkel oder weg mit Schäuble oder weg mit Netanyahu. Das würde nicht funktionieren. Wir brauchen Geld, Planung, Organisation. Mhm. Diese ganzen Ressourcen sind hier dem Staat längst angegliedert worden. Ja, da das möchte ich jetzt nur mal einschmeißen. Die Kurden hatten ja eine Riesendemonstration, 8.500, glaube ich. Als die Palästinenser während des schrecklichen Gaza-Massakers, Gaza-Angriffs demonstriert haben, das waren also, weiß ich, ein paar Tausend, die wurden sofort verunglimpft, weil sie geschrien haben, Kindermörder. Und da sage ich, ja, der jüdische Staat, sie sind Kindermörder. Über 2200 Menschen, Zivilisten vor allen Dingen, sind ermordet worden. Und dabei bleibe ich. Und da kann ich, lasse ich mich auch nicht von abbringen. Und sie sind keine Verbrecher, weil sie die Wahrheit sagen. Und da sind wir wieder dabei. Man ist sofort Feind, wenn man die Wahrheit sagt. Und ich rede nur von Fakten. Ich berufe mich grundsätzlich nur auf Fakten. Ich mache auch keine Verschwörungstheorien. Ich halte mich an Fakten. Und das ist heute auch nicht mehr gewünscht. Und das macht mir Angst. Aber die Wahrheit ist ein ungeliebtes Kind. Ne? Richtig. Aber das sind ja nicht nur Sie im Fadenkreuz. Die aktuelle Äußerung von Netanyahu bezüglich Ban Ki-moon, der gesagt hat, also die Besiedlungspolitik ist... Ja, das habe ich gestern ja schon... Ist ja dasselbe. Ja. Aber ich möchte auf etwas kommen, was vielleicht im Kern... Das hören Sie auch in deutschen Nachrichten nicht. Das hören Sie nur in Schweizer Nachrichten und in israelischen Zeitungen. Weil Sie auch von Arno Grün gesprochen haben, da sind wir bei einem Kernbegriff, den vielleicht mal auch definiert werden sollte, weil der ist eher positiv besetzt, so wie Zivilisation positiv besetzt ist. Aber was ist denn eigentlich Zivilisation? Zivilisation funktioniert ja nur mit Gehorsam. Arno Grün hat sich ganz spät in seinem Leben sehr stark von Gehorsam distanziert. Und ich habe ihn im Interview ihn mal gehört, wie er gesagt hat, das hat auch mit Autorität zu tun. Da wurde er gefragt, waren Sie denn autoritärer Vater? Da sagt er, ja. Also das ist ganz schwierig. Aber Autorität scheint ja über Bildung zu stehen. Ich erinnere mich daran, an Ihrem Vortrag, den ich damals auch gehört habe, dass Sie sich mal die Geschichte der Universität Tübingen vorgenommen haben und wir festgestellt haben, da waren sehr gebildete Studenten um den Zweiten Weltkrieg herum und die wurden ja gebeten, sich in den Kampf gegen die damalige, das Reich des Bösen damals auch schon, aber gegen die Russen mit einzubringen. Das haben eine Menge Leute getan. Das waren damals gar nicht jetzt für Tübingen in erster Linie die Russen, sondern die Franzosen. Mhm. Also die fast 90% Studenten, die sich damals freiwillig gemeldet haben im Ersten Weltkrieg, um an die Front zu gehen, von denen ein Drittel leider nicht mehr zurückkam, die sind im Rausch letztendlich des medialen Diskurses, wir müssen Deutschland schützen, der Feind sitzt in Frankreich, sind die losgezogen, wurden von den Professoren belobigt und sind in einen Kampf gezogen gegen einen Feind, der für uns heute unerklärlich ist. Franzosen sind auch unsere Freunde, wir lieben französisches Essen, Kultur, die Sprache und alles. Und das zeigt uns auch, wie veränderbar Feindbilder sind, wie viel Lüge in Feindbildern steckt. Das variiert natürlich immer graduell. Aber da wird es ganz Bildung schützt nicht davor. Bildung schützt überhaupt nicht davor, solange sie nicht kritisch ist. Also Bildung muss immer darauf abzielen, liebgewohnte Denkmuster zu erschüttern. Und wenn man das auch als Wissenschaftler selber nicht schafft, sich immer mal wieder auch erschüttern zu lassen und festzustellen, hey, da lag ich falsch, ich muss mich da ein bisschen vielleicht korrigieren, muss nachjustieren, muss erkennen, dass es da noch eine Ebene dahinter gibt, dann kommen wir nicht weiter. Und ich denke, das muss immer unser Ziel sein, eben tatsächlich auch den Menschen immer zu sehen, im Moslem, im Juden, in dem, der gerade unser Feind ist. Und wer ist jetzt heutzutage unser Feind? Unser Feind ist spezifisch in Syrien Assad, ist spezifisch in Russland Putin. Und da müssen wir eigentlich hellhörig werden. Es darf nicht mehr sein, dass wir naive Medienkonsumenten sind, die sich einfach alles reinspülen lassen, die sich ihr Denken programmieren und eintrichtern lassen, sondern wir müssen immer alles hinterfragen. Mhm. Und gerade dann, wenn wir feststellen, dass eben Medien sich sehr gut eingeschwungen haben auf ein gewisses Feindbild. Und da muss Forschung auch dazu beitragen, auch wenn sie es in der Regel nicht tut. Denn Forschung ist sehr gut eingefügt in dieses systemische Netzwerk. Forschung auch Geld kostet. Richtig. Ja, Forschung klar. ist extrem abhängig davon, dass Drittmittel geleistet werden, Projekte finanziert werden.
Sie ist sehr abhängig davon, dass auch die Medien positiv berichten über Forschung, dass letztendlich der Rektor nicht von irgendwelchen Pressure Groups Druck abkriegt wegen der Forschung eines Professors an der Uni. Forschungsprojekte werden auch von den Armeen finanziert, neue Forschungsprojekte, die letztendlich einem modernen Soldaten dienen. Durchaus, genau. Das. Und dann gibt es natürlich auch einfach gewisse Stöckchen, die werden einem vorgehalten, da muss man drüber springen als Forscher, das heißt, publizieren in gewissen Journals, da sitzen dann die Peer Reviewer, die natürlich auch einfach gewisse Mainstream-Ansichten haben. Also das heißt, in der Wissenschaft ist es auch nicht so einfach, die Wahrheit hervorzubringen. Herr Rothfuss, angenommen, Sie erkennen als Wissenschaftler, nachdem Sie eine gewisse Fallhöhe erreicht haben und damit auch eine gewisse Erpressbarkeit bei sich selber feststellen können, weil Sie sich auch gewisse Dinge angeeignet haben, also an Hardware. Sie haben sich eine Doppelhaushälfte gekauft oder in Tübingen vielleicht gar keine Doppelhaus, sondern Haus mit Doppelgarage. Und dann sind Sie erpressbar. Ich triff nicht zu. Aber wenn Sie sowas getan haben, sind Sie erpressbar. Aber angenommen, Sie werden erschüttert, weil man muss sich ab und zu mal erschüttern lassen. Man muss sich doch auch ein Feindbild zettelt hier auch, einen zentriert hier auch und schafft eine Stabilität. Angenommen, dass ich erkenne das bei mir selber. Womit stabilisiere ich mich, um das Feindbild als stabilisierenden Faktor zu ersetzen? Wie machen Sie das zum Beispiel privat? Was ist Ihre Null, wo Sie sagen, das ist mein Kreisel, der mich stabil hält? Das ist letztendlich so ein innerer Antrieb, für Gerechtigkeit und Wahrheit zu kämpfen. Und auch wenn das eine Reise ist, die nie endet, habe ich einfach immer diesen Antrieb, da weiterzukommen. Also der Kampf gegen den Error. ja, so kann man es sehen. Aber es ist letztendlich auch ein Kampf einfach gegen vorgefügtes Denken. Es ist ein Kampf für mich jetzt auch immer für Unterdrückte im jeweiligen System. Es ist ja, wie wir auch schon festgestellt haben, alles durch Macht strukturiert in unserer Welt. Egal, ob wir in Wissenschaft reingehen, in Medien reingehen, in Politik reingehen, Macht strukturiert alles. Und es gibt immer ein Oben in der Hierarchie und ein Unten. Und wenn man eine gewisse Sympathie verspürt, eben mit denen, die unten unterdrückt werden, egal auf welcher Seite man sie jetzt gerade mehr entdeckt, weil man sich mehr damit beschäftigt hat, dann gewinnt man da einfach so eine gewisse Leidenschaft, die er nicht mehr loslässt. Vor allem, wenn man die Schicksale persönlich kennengelernt hat, wie Sie jetzt zum Beispiel im Gazastreifen, wie ich unter verfolgten Christen in Nordnigeria oder in Südosttürkei. Also Entschuldigung, Flüchtlinge, Gazastreifen habe ich es leider nicht persönlich kennengelernt, okay, aber, weil ich gar nicht reingelassen werde. Okay, aber wenn im Libanon in Flüchtlingslager. Wenn Sie die Menschen treffen oder auch die Flüchtlingshelfer hier in Deutschland, wenn Sie die Menschen treffen, die Leid durchgemacht haben. Ich habe mit vielen jesidischen Mädchen und Frauen gesprochen, die aus der Gefangenschaft des Islamischen Staats entkommen waren, in Flüchtlingslagern in Nordirak, dann spüren sie einfach, ich muss hier was tun, egal was die Kosten sind. Ich muss aufdecken, woher kommt eigentlich dieser Missstand, diese Situation. Und dann fängt man an, wirklich zu forschen. Wie wichtig ist, um ein Feindbild aufrechtzuerhalten, um es als Konkurrenz zu empfinden, wie wichtig ist da der Abstand zum Feind? Der ist extrem wichtig. Also wenn ich in Abhängigkeit bin von denen, die Feindbilder generieren, dann kann ich gar nicht viel ausrichten. Und, aber was ist, wenn ich diesen Feind dann kennenlerne? Verstärkt sich dann dieses O? Oder? Gut, wenn ich den Feind kennenlerne, der eigentlich durch ein Feindbild überzeichnet wurde, dann kann das meine Ansichten erschüttern, wie ich es auch vorhin gesagt hatte, dem man sich auch immer wieder aussetzen muss. Erkennen Sie in der aktuellen hysterischen Medienmaschine, die das ja ganz stark anheizt, was wir im Moment erleben, dass alle vor allem Angst haben, die Tabuthemen wechseln. Man muss immer ganz vorsichtig sein, was man sagt, wo man das sagt, ob überhaupt was sagt oder abwartet, dass irgendein Opinion-Leader das sagt, das darf man jetzt so sagen. Also wenn jetzt Sarah Wagenknecht von Obergrenzen spricht, darf ich das auch sagen, ohne als Nazi beschimpft zu werden, weil auf die kann ich mich berufen. Aber wie kommt der Einzelne eigentlich raus aus dieser Maschine und gewinnt die Freiheit, dieses angstfreie Laut nachzudenken? Weil ich glaube, viel von dem, was hier gesagt wird, Das muss man im Kleinen antesten. Ja. Also das heißt, im Freundeskreis, in der Diskussion, im Seminar, an der Uni, das muss man antesten und muss spüren, wie sind die Kosten und will ich weitergehen, macht es mir Spaß. Der Grad, der Meinungsgrad wird von Politik wegen für uns alle immer mehr verengt. Die Luft wird immer dünner, ja. Das heißt, wir laufen wirklich langsam auf einem ganz schmalen Pfad, wie in einem Gebirge, auf einem Grat, und zwar im Gänsemarsch, wenn es geht, ja. Und jeder, der ein bisschen nebendran tritt, der stürzt sofort ab. Ja, so wie richtig. Sie oder ich oder wie Sie auch. Ja, der wird dann ausgesondert, stürzt ab, gesellschaftlich geächtet. Das
Das wird aber auch organisiert. Da muss man sich eben wehren, man muss diesen Korridor erweitern. Dafür muss man natürlich ein bisschen Mut aufbringen und auch Begriffe benutzen oder Gedanken aussprechen, die schon nicht mehr ausgesprochen werden. Mhm. Denn wenn diese Schweigespirale erstmal entsteht, ja, oder entstanden ist bei einem Thema, dann haben wir schon verloren. Und zwar als Gesellschaft und als Einzelner auch. Ja. Mhm. Genau. Da sind wir ja schon mittendrin. Also ich sehe das, wenn ich Veranstaltungen habe oder Vorträge halte, ja, da habe ich fast nur ältere Leute beziehungsweise aus dem Berufsleben heraus. Mhm. Und das ist für mich erschreckend, dass es schon so weit gekommen ist. Ja, ich glaube, dass man das nur überlebt, wenn man geerdet ist. Ja gut, KenFM, aber ich sehe es ja in der Realität, wie es ist. Es ist eben nicht nur leider KenFM. Ja, das ist die Hoffnung, dass sich junge Menschen wieder mit politischen Themen so intensiv auseinandersetzen, wie hier getan wird. Und ich sage, was die Grundlage ist davon, dass ich überhaupt relevant werden kann, durch das Einwerfen von neuen Informationen in Diskussionen. Die Grundlage dafür ist, dass ich mich selbst zuerst mal informiere. Das heißt, ich muss es zuerst mal als spannend erfahren, dass ich losziehe, dass ich schnüffle, dass ich schaue, dass ich im Internet recherchiere, dass ich interessante Dokumentarfilme auf YouTube mir anschaue, dass ich Teil der Diskussion werden kann, dass ich interessante Bücher lese. Das heißt, je mehr Informationen ich habe, desto mehr wächst mein Bild, desto sicherer werde ich auch und kann dann auch besser auftreten, anderen die Augen öffnen, mich einschalten in die Debatte. Und dann wird man schon etwas weniger verwundbar, weil natürlich die Strategien, einen abstürzen zu lassen, links oder rechts des Grates, dann viel leichter greifen können, wenn man einfach nicht genügend Informationen hat, um sich verteidigen zu können. Ich möchte auf Sie kommen, Herr Lenz. Wie reagieren Leute? Das sehe ich nicht so. Ich sehe heute, dass viel mehr, dass die Menschen wirklich Angst haben und ihren Job. Und die Leute haben auch Angst, in die Arbeitslosigkeit abzustürzen. Und das ist ein kann man ja nicht aus der Welt schaffen. Und dass Sie jetzt so privilegiert sind, dass Ihnen das jetzt quasi, sage ich mal, nichts ausmacht oder dass Sie sich da so gut reingefunden haben, schön. Aber die Wirklichkeit ist eben nicht so. Und auch die ganzen Journalisten, die Angst haben, die Familien haben und die Familien ernähren müssen, die schreiben eben so, wie das politisch korrekt ist. Und das ist ja das Problem. Klar, die Risikoabwägung muss jeder für sich selbst machen. Aber ich möchte einfach dafür plädieren, ist ja schön, dass wir mutiger werden. Gibt wie Sie und ich denke, dass es auch ein bisschen mit der deutschen Kultur zu tun hat, dass wir so ängstlich sind. Also was die Deutschen am besten können, ist sicherlich gehorsam sein. Erzogen, das ist anerzogen. Und das hat uns keiner auferlegt. Also die BRD, die Vereinigten Wirtschaftsgebiete souverän sind oder nicht, das haben wir nicht in der Hand. Aber ob wir als einzelne Menschen und Bürger souverän sind in unserem Denken, also das haben wir noch selbst in der Hand. Ja, das sagen Sie so, aber die Souveränität ist verloren gegangen, weil das ja alles heikle Themen sind, weil es alles nicht politisch korrekt ist. Und die Leute sind schon von klein auf so erzogen. Haben Sie das Wort heikle Themen? Ja, das ist so. Ich kriege das ja dauernd zu hören. Ja, du kannst das ja sagen, aber wir und heikle Themen, da bin ich sowas von allergisch. Ja, das ist die zweite Phobie, die ich habe. Und das ist wunderbar, was Sie sagen. Aber die Wirklichkeit, ich bin ja auch wesentlich älter als Sie, die Wirklichkeit ist anders. Hm. Herr Lenz, so wie wir hier am Tisch sitzen, kommen wir ja nicht auf die Welt. Nee, wir lachen alle als Babys, wenn wir so sind. Also wir sind keine Mörder, wir sind keine Unmenschen. Wir sind eigentlich weltoffene Wesen, wenn wir... Wir sind aber als Babys auch keine guten Verhandlungspartner. Wir wollen das essen und zwar... Dann machen wir, sind wir, so, wir sind gute Verhandlungspartner, also die Brust kriegen wir. Nee, wir sind ehrlich, wir wissen, sagen noch, was wir wollen. Haben wir ja, sonst wären wir alle nicht hier. Also wir schreien ohne... Also das ist ja die Sprache eines ganz kleinen Kindes, ist ja also jetzt Terror im Kopf der Eltern zu produzieren. Nein, heute, aber das ist wunderbar. Das ist wunderbar, genau. Die wissen ja noch, was sie wollen. Das wird ja nachher ab. Also aber das funktioniert ja, diese natürliche Sprache funktioniert ja bei kleinen, bei normalen Müttern, normalen Säugetieren. Also wird dieses Muster der Sprache, diese Platine, wird die letztendlich bespielt, nur die Ziele werden ausgetauscht? Ich sag's nochmal, die wird komplett radiert, die wird geraspelt und radiert. Wie geht das denn? Es findet eigentlich etwas ziemlich Brutales in unserer Kultur statt, aber die Menschen... sind sich dessen überhaupt nicht gewahrt. Das ist nie Thema in irgendwelchen Diskussionen. Und wenn Menschen klein werden, also wenn Menschen auf die Welt kommen, dann schreien die nach Muttermilch und ich weiß nicht was. So, das fängt erstmal so an bei Säuglingen. Mhm. Jetzt werden die klein und kommen ins Krabbelalter. Was passiert eigentlich? Wie erziehen wir Kinder? Also die westliche Kultur. Wir erziehen Kinder in der westlichen Kultur, indem die das tun, was Papa und Mama gefällt. So, und das tun die Kinder auch im Kindergarten, was der Kindergärtnerin oder der Erzieherin, früher sagt man Kinder, heute sagt man Erzieherin, in der Pädagogik ist genauso, was Stillsitzen und der Note und so weiter genügt. Das wird getan. Aber was wird nicht getan?
nicht getan wird, dass Kinder sich so entfalten, wie Kinder sich entfalten können. Wir radieren das, was Kinder wollen, von klein auf, ohne dass wir es mitkriegen, weil wir schon so konditioniert sind in unserer Kultur. Das radieren wir aus. Und was radieren wir aus? Das ist das limbische System. Wir können mit unserer kalten Vernunft alles berechnen. Wir können die allgemeine Relativitätstheorie lernen, das können wir alles rechnen. Aber das ist aber eine kalte Vernunft. Warum sind wir in so eine Kultur, also in der westlichen Kultur, in so einer Hegemonialmacht und sowas verfangen? Warum wohl? Weil wir nicht mehr fühlen, was um uns passiert, sondern weil wir gleichgeschaltet ist ein schlechtes Wort, weil wir alle irgendwie Systemlinge geworden sind. Und Systemlinge, als Menschen kann man, oder als Tier, als Säugetieren, kann man nur Systemlinge machen, nur wenn man ihnen das Limbische nimmt, wenn man ihnen das Gefühlsmäßige nimmt. Also das Kooperative, mit dem sie auf die Welt kommen? Das Kooperative, natürlich. Dass sie in dem anderen den gleichen Willen erkennen wie in sich selbst, den Willen zu leben und das gut zu leben, in Partnerschaft, in Kooperation. Und das wird ja kaputt gemacht. Und deswegen können auch wieder, jetzt das richtige Thema, Feindbilder entstehen. Feindbilder können nur entstehen in einem Menschen, wenn ich den anderen nicht mehr als Menschen sehe. Dann kann ich ein Feindbild draus machen. Wenn ich den Moslem zum Moslem mache, dann ist er ja kein Mensch, sondern Moslem. Wenn ich den Christen oder den Deutschen zum Christen mache, dann ist er ein Christ, aber kein Mensch. Und schon kann ich Attribute in ihn hineinpflanzen, die ich vielleicht ganz beschissen finde. Also das Wenige, was ihn unterscheidet, das erhebe ich auf ein Podest, sage, das macht ihn aus. Ja. Und was passiert beim Feindbild? Beim Feindbild passiert, indem ich meine Ohnmacht, die ich habe, nutze ich aus, um den anderen ohnmächtiger zu machen, als ich selbst bin. Generiere ich Macht über den anderen. Was ist meine Ohnmacht? Die Ohnmacht würden Sie sagen, dass ein Oberst Klein ohnmächtig ist, dass ein Barack Obama ohnmächtig ist, dass die Weltbank, Lagarde, dass die ohnmächtig sind? Die Weltbank ist ein Produkt der Ohnmächtigkeit, weil wir Werte generieren, die nichts mit Menschlichkeit zu tun haben. Das ist der Grund, warum wir Weltbanken haben. So ein Beispiel. Warum gelingt es Menschen, das zu tun? Weil sie keine Menschlichkeit mehr haben, weil sie das Menschliche wegmachen. Deswegen. Also es scheint ja nicht 100% wegmachen, also man kann es nicht auslöschen, man kann es extrem unterdrücken. Und es ist möglich, die Menschlichkeit in einem Menschen total zu zerstören. Erlernte Hilflosigkeit. Bernd Seligmann, Folter, CIA. Mhm. Bernd Seligmann ist ein großer Psychologe, der hat die erlernte Hilflosigkeit gemacht und der wurde vom Pentagon damals von Rumsfeld noch eingeladen, im CIA mit anderen amerikanischen Psychologen etwas zu entwickeln. Und daraus ist die weiße Folter gab es ja vorher schon, vor Seligmann. Aber die richtige weiße Folter, die ist durch Seligmann entstanden. Was ist erlernte Hilflosigkeit? Die erlernte Hilflosigkeit ist, einen Menschen so klein zu machen, dass er nur noch in seinen absoluten selbsterhaltenden Grundwerte lebt. Das heißt, nur noch sein Selbsterhalt funktioniert. Und wenn das passiert mit einem Menschen, ist er nicht nur gehorsam, sondern ist er für das Stockholm-Syndrom reif. Dann lächzt er danach, gefoltert zu werden. Was die gemacht haben, das kommt ja nirgendwo richtig raus, was die wirklich machen da oben. Und die sind in der Psychologie heute so weit, dass die den Menschen wirklich in einzelne Bausteine zerlegen können, ohne dass der Mensch es begreift oder es erkennt oder es präventiv merkt, mitbekommt. Und unsere westliche Kultur ist durch die Medienkultur komplett davon eingehüllt. Wir tun Dinge, die wir vielleicht denken, mit dem freien Willen zu tun. Das tun wir aber nicht mit dem freien Willen, sondern wir sind lanciert dafür und wir sind reif gemacht, über das limbische System das zu machen. Jetzt komme ich wieder auf Arno Grüns letztes Buch, was jetzt nach seinem Tod rausgekommen ist. Wieder der kalten Vernunft. Also er mit dem Begriff wieder der kalten Vernunft wollte er das Kantsche noch mal ein bisschen in so ein weiches Bett reinnehmen, aber Kant hatte leider Unrecht. Indem wir nur der Vernunft folgen. Die Vernunft hat uns dazu geführt, die Vernunft, daran zu glauben, vor allem in der Wissenschaft, weil die Wissenschaft hat die Technokratie ja entwickelt, durch Geldgeber und so weiter. Und die Wissenschaftler haben ja guten Glauben, sind guten Glaubens, haben das dann gemacht. Aber diese Technokratie, die wir heute haben, ist ja schon zu einem selbstständigen, anorganischen Lebewesen geworden, dem wir folgen. Die großen Hedgefondsmanager, was für einen Computer haben die, der geht ja in Lichtgeschwindigkeit los. Ne? Und die machen das ja alles, also diese ganzen großen Derivate, die werden ja selbstständig von Computern generiert.
ohne dass ein Mensch noch eine Möglichkeit hat, einen Reflex loszulassen, weil den Reflex braucht er nicht mehr zu machen. Das Ding ist ja 100-mal so schnell wie der menschliche Reflex. Mhm. Ja, also der Weltmarkt wird dirigiert von Computern. Mhm. Das ist passiert. Wenn wir mal auf die, lassen Sie uns mal auf diese Technik kommen. Es ist ja geforscht worden, erlernt worden und dann richtet sich dieses Wissen, also das ist ja die Geister, die ich rief. Da muss man die Frage, was war das Grundmotiv? Was ist das Grundmotiv, eigentlich Dinge zu erforschen? Oft ist das Grundmotiv militärische Überlegenheit, also Gewalt. Also, ja. Oft ist das Grundmotiv das Gute. Das Gute zu fördern ist oft das Grundmotiv. Mhm. Und dabei kommt dann irgendein Monster raus. Also Frankenstein ist ein gutes Beispiel dafür. Nicht? Den Toten zum Leben erwecken und so. Und dann kommt dann plötzlich so ein Monster heraus. Das ist ja das, was wir ständig schaffen. Mhm. Wir schaffen ständig mit irgendwelchen guten Ideen, also mit der guten einsteinschen Theorie der allgemeinen Relativität, schaffen wir die Atombombe. Mhm. Uiuiui. Mhm. Nicht? Das passiert ja ständig. Mit der guten Psychologie fangen wir auf einmal an, Spin-Doktoren zu machen und die Welt zu manipulieren, ohne dass die Menschen es verstehen. Aber sind Sie dann nicht ganz dicht bei Herrn Wisniewski? Im Vorgespräch waren Sie es nicht, dass Sie sagen, so sind wir, damit müssen wir abfinden. Wir sind so nicht. Nein, wir werden ja nicht so geboren. Also jetzt wieder zurück. Das limbische System wird radiert. Und mit dem radierten limbischen System sind wir vor 200 Jahren nicht auf die Welt gekommen und haben uns auch trotzdem weiterentwickelt. Mhm. Heute wird das aber wegradiert. Mhm. Also Arno Grün beschreibt in seiner Theorie des Fremden, dass Hitler war der Vorbote der Pose. Und die Pose ist die letzte Rettung für einen Menschen, der sein limbisches System radiert hat. Mhm. Er lebt nicht in seiner Menschlichkeit, sondern er lebt in einer tradierten Pose, indem er sagt, ich bin jetzt aber der Moderator. Oder ich bin jetzt der Psychologe. Mhm. Wenn ich jetzt auf Partys bin, wie jeder Mensch hier und jeder Zuschauer wird das wissen, wenn er auf Partys ist, fragen ja viele Menschen, wenn sie einen nicht kennen, ja, was machen Sie denn, Frau Hecht-Kalinski? Und dann wird Frau Hecht-Kalinski sagen, ja, ich mache das und das und schon sind wir in der Pose. Und ich sage, also wenn ich dann sage, ich bin Maurer, ja, das ist die Pose. Aber ich sage auf Partys, was ich mache. Ja, was machst du denn? Ich lebe mein Menschsein aus, ich bin Mensch. So. Und das verdutzt die Leute, obwohl wir das ja weitergeführt oder? Das Gespräch wird oft weitergeführt, aber es wird irgendwie so gerüttelt, wie, das bin ich ja auch Mensch. Sag ich, ja, ist ja toll, dann treffen wir uns zwei Menschen jetzt hier. Das ist dieses Verunsichern des Denkens. Ja. Und, ich bringe die Leute dadurch in eine kognitive Dissonanz, die sie gut finden. Aber da möchte ich ganz kurz einhaken. Okay. Ich denke, dass das wirklich ganz interessant ist, dieser Gedankengang, weil wir auch wirklich sehr stark gefangen sind in einer Art Schubladendenken. Und das erleben wir immer wieder, dass wir einfach nur versuchen, ein paar Informationen abzugreifen von unserem Gegenüber. Oft ist es nur das Äußere, manchmal auch die Inhalte, die jemand rüberbringt und zack, in die Schublade sortiert. Ja. Und dann entweder gefällt mir oder gefällt mir nicht, dann setze ich mich nicht mehr länger auseinander mit diesen Menschen. Und das ist tatsächlich eine große Gefahr, so verarmt Diskurs, so lernen wir nicht dazu, so schaffen wir Grenzen zwischen Menschen, dass wir uns auch nicht verständigen können. Jeder ist in dieser Gefahr. Ich, wir alle hier. Richtig. Und ich denke, dieses Schubladeln, also nicht Schuhplatteln, sondern Schubladeln, ist wirklich gefährlich. Das sollten wir aufgeben. Damit sollten wir aufhören. Es gibt so viele Menschen da draußen, die dauernd irgendeine Keule auspacken, weil wieder jemand irgendwo Position bezogen hat. Die Pegida, bom, oder die Linksautonomen, bom. Wir lassen uns in einen Konflikt, in eine Spaltung hineintreiben als Gesellschaft, die uns immer unfähiger macht, gemeinsam Lösungen zu finden, gemeinsam stark zu werden, Empathie zu fühlen, innerhalb der Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Lösungen anzustreben. Und das halte ich für eine große Gefahr. Und ich frage mich auch, ob da ein Konzept dahinter steckt. Denn solche Herausforderungen wie die Flüchtlingskrise, die sind ja kalkulierbar. Also wer Green Hill liest, der weiß, dass das kalkuliert ist, dass jemand, der diese Massenmigrationswaffe einsetzt, dass der weiß, das wird auch die empfangende Bevölkerung spalten. Und das ist also von daher sicherlich auch ein Kalkül, was da mitschwingt. Und deswegen ist für mich tatsächlich diese Herausforderung für jeden Einzelnen ganz brennend, dass wir aufhören müssen, Menschen in Schubladen einzusortieren. Das begrenzt unser Denken, das begrenzt unsere Empathie. Nein, ich glaube, das ermöglicht überhaupt erst das Denken, ehrlich gesagt. Ja? Weil ein Mensch, der nicht pauschaliert, kann gar nicht mehr denken. Um überhaupt Massen von Daten zu verarbeiten, müssen wir einfach pauschalieren. Computer, sonst können wir über gar nichts mehr reden. Nicht über Flüchtlinge, nicht über Politiker, nicht über Sportler, nicht über den FC Bayern München, über gar nichts mehr. Mhm. Das Gehirn ist einfach gezwungen, um Daten zu verarbeiten, zu pauschalieren. Anders geht das gar nicht. Ja? Das heißt, wir müssen aber das als Modell immer erkennen?
als eine gemachte Wahrheit, um sie zu transportieren? Wir müssen immer wieder bereit sein, unsere eigenen Urteile und Vorurteile in Frage zu stellen. So das ist die Kunst bei der ganzen Sache. Genau, und auch die Kunst mit Feinden und mit Feindschaft. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir sowohl Feinde als auch Freunde brauchen für unsere psychische Hygiene, für unser Gleichgewicht und auch für die Selbstdefinition der Identität. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Wo gehöre ich dazu und wo gehöre ich nicht dazu? Ja? Und ich glaube nach wie vor, dass wir uns Feinde suchen. Wenn wir zu wenig Feinde haben, dann machen wir sie uns notfalls. Und das macht es der Politik ganz leicht, da einzurasten und uns so ein paar Feindbilder vorzuwerfen. Oder zum Fraß vorzuwerfen, regelrecht, muss man ja sagen, ja, bei dieser Propaganda. Und da meine ich eben, das Allerwichtigste ist, dass wir immer wieder uns selber mal eine Bremse reinhauen und fragen, Moment, falle ich da momentan drauf rein, auf so ein Feindbild, was man mir da vorschmeißt? Vielleicht sogar mein eigenes Feindbild, weil ich was gegen Frauen habe oder gegen Tätowierte oder was weiß ich. Ja? Falle ich da jetzt auf sowas rein? Und bin ich bereit, das überhaupt noch in Frage zu stellen und dem Feind noch eine Chance zu geben? Ja? Ich glaube, es ist auch immer verdammt wichtig, dass man nie vergisst, dass man seinen Feinden auch immer wieder mal eine Chance geben muss. Also lieben bitte. Also würden Sie Pegida jetzt eine Chance geben? Ich würde ganz vielen eine Chance geben. Nein, ich frage Sie jetzt speziell Pegida. Pegida ist natürlich eine Pauschalierung. Ja? Also Pegida also sind ja, das sind ja Tausende von Menschen, oder? Also das, was wir unter Pegida, Bergida, was auch immer verstehen. Diese Schublade. Ich würde sie jedenfalls nicht als Pack bezeichnen. Ja, ja. Gut, das habe ich auch nicht gesagt. Das hat Herr Gabriel gemacht. Ich bin nicht Herr Gabriel und nicht Frau Gabriel. Natürlich würde ich denen eine Chance geben. Also ich... Also ja, es muss jedem Menschen eine Chance geben, der in unserer Gesellschaft lebt. Wir können doch nicht definieren. Die Chance ist schon mal die, dass man ihnen zuhört. Richtig. Man muss also auch dem Feind noch zuhören, wenn es überhaupt ein Feind ist. Vielleicht ist es aus ihrer Sicht ein Feind. Aus der Sicht anderer Menschen ist es gar kein Feindbild, die Pegida oder wie die nun heißen. Genau. Frau Hechtgerlinski, würden Sie mit Assad reden? Ja, für mich ist ja Assad nicht das Feindbild. Aber Sie würden mit Assad reden? Selbstverständlich. Aber dann können Sie doch auch mit Pegida reden. Nein, das ist für mich ein ganz grundlegender Unterschied. Assad ist ein gewählter Präsident, der durch Regime Change systematisch weggechanged wurde. Also Pegida ist eine Bewegung in der Demokratie, haben sich selbst gegründet. Also das finde ich jetzt wunderbar, es mag so sein, aber die haben keine demokratischen Strukturen. Mhm. Wenn ich diese Sprüche höre bei Pegida, da kriege ich wirklich Angst. Ich habe keine Angst vor islamistischem Terror, in Anführungsstrichen, sondern mir machen die neuen Rechten und diese Pegida wirklich Angst. Mhm. Aber wird diese Angst nicht auch benutzt? Also ist Pegida, Legida, AfD, das ja, Moment, kommt ja, das ist ja, AfD ist die Vorstufe. Ja, aber ist das nicht etwas, was eben auch genutzt wird, um Angst zu machen? Also anders gefragt, ich meine, das habe ich aus der Feindbildgenese verstanden. Um neue Feinde in der Zukunft zu verhindern, muss ich verstehen, wie sie in der Gegenwart entstanden sind. Und so dazu muss ich erstmal in deren Vergangenheit. Das so ist es, richtig. Und solange wir unsere gewissen Feindbilder pflegen, wo wir sagen, da ist jetzt die Grenze, mit denen will ich nie sprechen, egal ob das Terroristen des Islamischen Staats sind oder ob das Pegida-Anhänger sind oder ob das Präsident Putin oder Assad ist. Wir sind deswegen keine Freunde, aber ich höre Ihnen erstmal zu. Genau, solange wir bereit sind, unsere Mauer aufzurichten und zu sagen, dahinter schaue ich nicht mehr, sind wir instrumentalisierbar. Und das funktioniert zum Beispiel wunderbar in der Spaltung zwischen Deutschland und Russland. Das ist ein strategisches Ziel US-amerikanischer Geopolitik. Ist aber nicht das auf können Sie doch mit gewachsen. Pegida nicht vergleichen. Bleiben wir doch mal bei Pegida, was in Deutschland los ist. Ich möchte jetzt aber das am Russland-Feindbild gerne mal festmachen, weil ich das für viel relevanter halte. Pegida halte ich für eine Spielerei, die gesteuert ist durch geopolitische... die gesteuert ist letztendlich durch die Auslösung von Massenmigration, die nicht sein müsste. Die Syrer sind nicht freiwillig aus ihrem wunderschönen, warmen Syrien weggegangen, sondern ihr Land wurde zerstört, die Region wurde zerstört durch viele militärische Interventionen. Und keiner kann mir weismachen, dass das nicht vorhergesehen wurde, was es auslöst, natürlich, wenn man Regierungen wegbombt. Geheimdienste wussten das. Genau, und wenn man Islamischer Staat, Al-Qaida im Irak und Al-Nusra-Front, Al-Qaida in Syrien und wie sie alle heißen, zum bewaffnet genau, und aufbaut, unterstützt von verschiedenen Seiten, Türkei, Saudi-Arabien. Die SPD möchte jetzt auch wieder Waffen nach Saudi-Arabien liefern. Ja, richtig, genau. Und aber davor sie hat, in diesem Buch beschreibt es ja exakt die Folgen von solchen Migrationswellen, nämlich sie hat untersucht, was dann in diesen Gesellschaften zwangsläufig passiert, die von einer Migrationswaffe betroffen sind. Genau, es findet eine gewaltige Polarisierung statt. Das heißt,
sozusagen das Meer der Masse teilt sich. Es entstehen dann zwei Berge, zwei Meinungsberge. Ja. Und es gibt nur noch Pro- und Contra-Migranten. Und das Land wird geschwächt, weil es gespalten ist und sich in sich bekämpft. Das heißt, Pegida zum Beispiel ist eine ganz logische dialektische Folge von diesem Migrationsprozess und von dem Einsatz dieser Migrationswaffe. Und aber nicht nur. Es ist ja auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Es ist ja, und wenn man mal sieht, wo sind die meisten Pegida-Anhänger? Im Osten. Also so fruchtbar finde ich den Boden nicht, weil wir rechnen ja noch nicht in Hunderttausenden oder Millionen. Wir rechnen gerade mal, ich weiß nicht, wie groß diese Pegida-Demos sind, vielleicht in 5.000 oder 10.000. Ja, das sind jetzt die Anfänger. Das ist jetzt gemessen an der Bevölkerung Deutschlands. Je mehr Flüchtlinge dann kommen werden, umso mehr werden. Ist der Boden meiner Meinung nach nicht. Also, aber jetzt pflegen wir gerade das Feindbild Osten Deutschlands. Genau, und ich mache jetzt mal einen kleinen Break. Das habe ich nicht als Feindbild. Ich habe jetzt das nur als Frage in den Raum gestellt. Aber so, wenn man sich mit Frieden beschäftigt, also Frieden und Humanismus sind ja das, worüber wir hier eigentlich reden. Feindbilder gehören ja eigentlich weg. Und wir wollen Kooperation und so weiter. Die sind sehr wichtig. Ja, für Sie sind sie sehr wichtig. Ja? Für mich sind sie unwichtig. Ach so, gut. Aber ich möchte was ganz anderes sagen, was dieses Pegida-Thema aufgreift. Wenn man sich intensiv, was ich getan habe, intensiv und bis in die letzten Winkel, glaube ich, das getan zu haben, mit Frieden und Humanismus beschäftigt, kommt man auf ein Paradoxon, nämlich die Suppe, die einem nicht schmeckt, die muss man trotzdem kochen. Und die muss man trotzdem essen. Warum? Humanismus bedeutet alle Menschen. Alle Menschen. Frieden bedeutet alle Menschen. Ich kann kein Ausschließungsprinzip reinbauen und sagen, die gehören jetzt aber nicht dazu, zu unserem Frieden. Dann ist Frieden manipulierbar, dann wird Frieden manipulierbar und eine Waffe. Also das klingt für mich so ein bisschen wie Sozialromantik. Das ist für mich theologisch fast schon. Brüder. Ja. Da bin ich ein bisschen, das meine ich aber für gar meine nicht. Begriffe realistischer. Ich glaube schon, es wird immer Feinde geben. Richtig. Es wird auch immer Feindbilder Muss geben. Es auch. Wir müssen uns aber gegen die Manipulation dieser Feinde und Feindbilder und unsere eigene Manipulation wehren. Es ist nicht realistisch zu sagen, wir Menschen werden alle Brüder und dann sind all diese Probleme gelöst. Das meinte ich auch gar nicht, alle Menschen werden Brüder. Sich eben so an, Nein, ich meinte nicht alle Menschen. Wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, muss man wissenschaftliche Theorien vertreten. Da muss man irgendwie versuchen, irgendwas hinzukriegen, wo man sagt, wo geht's hin? Und sobald ich sage, zum Frieden gehören aber die da hinten nicht, dann ist das keine Friedenstheorie mehr. Und was heißt das? Visionen das ist ja keine Frage. Wenn ich eine Theorie mache über Energie oder Materie, dann kann ich nicht sagen, die Sterne gehören aber nicht dazu. Doch, sie müssen aber realistisch sein. Also Akteure realistisch einschätzen können. Es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Fiktion. Wenn es Gruppen gibt, die einfach keinen Frieden wollen, dann muss man auch das erkennen. Die kann man nicht einschließen. Dürfen und müssen. Ja? Das ist natürlich man so. Man darf aber, da nicht jetzt einfach irgendwelchen, romantischen Prinzipien folgen und glauben, man kann jetzt einfach jeden zum Frieden bekehren. Das wäre ja toll, da hätten wir ja keine Kriege, dann hätten wir keine Kriege. Davon rede ich gar nicht. Aber es hört sich so an. Ja, für Sie hört es sich so an, aber davon rede ich überhaupt nicht. Ich weiß, dass es Streitigkeiten gibt, ich weiß, dass es Feindseligkeiten gibt, ich weiß, dass wir, also meine Theorie ist, ich weiß, dass wir mehrere Generationen brauchen, um das und das hinzukriegen. Das ist ein ganz langer Prozess, den wir vor uns haben. Und der wird nicht bumm und dann ist er da. Das klingt immer so nach Romantik und davor warne ich, weil das macht einen genauso blind wie Feindbilder. Ja? Die falsche Romantik zur falschen Zeit kann einen auch genauso blind machen wie das falsche Feindbild. Also aber ich denke, wir müssen realistische Blickweise mit Utopien auch zusammenbringen. Das eine darf das andere nicht ausschließen. Ohne ein Leitbild, ohne eine Vision, ohne etwas Wünschbares habe ich keine Blickrichtung, habe ich keinen Antrieb. Das heißt, wir können durchaus feststellen, die Welt lebt momentan davon, dass wechselnd irgendwelche Personen oder Gruppen zu Feinden erklärt werden. Aber das ist nicht der Zustand, den wir für alle Zeit und Ewigkeit festschreiben müssen, nur weil es bisher so war. Richtig. Aber es war bis jetzt, es war ja früher auch so. Das ist ja kein neues Phänomen. Das mit Romantik abzutun, ist ein neues Feindbild. Es war nicht immer so einfach von sich aus, sondern es gab schon immer Menschen, die auf Feindbildern bestanden haben, die mit Feindbildern Politik betrieben haben, und zwar schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden, richtig, und die damit auch weiter Politik betreiben werden. Und dagegen arbeiten die können wir auch nicht bekehren, da bin ich ganz sicher. Ja? Und da müssen wir gewarnt sein, und deswegen wehre ich mich auch so wie ich das verstanden habe, jedenfalls, wenn es falsch war, okay, aber ich habe es so verstanden, gegen so eine Eingemeindung, verklärende Eingemeindung von jedermann,
Ja, ich möchte hier einhaken. Ich glaube, am meisten profitiert ja von einem Feindbild derjenige, der die Oberhoheit hat und sagt, das ist, weil dem hört man zu, der ist der Führer. So hat es ja Adolf Hitler sehr erfolgreich gemacht, der wollte auch mal was sagen und dann praktisch bestimmen. Und da wurde, hat er dann später auch gesagt, er hat eben nicht nur die einen vernichtet, sondern eben alle, damit es nur noch ihn gibt. So. Und dass es dann nicht geklappt hat, hat er, glaube ich, gesagt, das deutsche Volk ist nicht reif für mich. Also das kann man am Ende ja auch so machen. Aber ich glaube, der Trick, um den... Ist das deutsche Volk reif für Frau Merkel? Das deutsche Volk ist so reif für Frau Merkel, dass das deutsche Volk sich über Frau Merkel permanent bestimmt und sie trotzdem in großer Zahl wählt. Und Frau Merkel ist Deutschland. Das ist nicht ihr Deutschland. Nein, aber das, die Deutschen, die Frau Merkel im Amt lassen, obwohl sie... Sie wird so, gewählt, natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, ich bekomme das jeden Tag im Netz. Ja. Ich kann immer nur sagen, wir benutzen den Begriff wir als Deutsche sehr gerne. Immer dann, wenn wir Weltmeister sind im Fußball, wenn wir Papst sind oder so. Aber wenn es negative Dinge sind, dass wir Exportweltmeister für Russland, dann will ich mit diesem wir nichts zu tun haben. Und das finde ich einfach ekelhaft. Da muss ich mich von distanzieren und sagen, nee, mitgehangen, mitgefahren. So sieht's aus. Aber ich möchte noch mal... Und ich möchte dann billiges Medizin, freue mich. Aber ich weiß genau, das ist eben nicht umsonst eine Zapfpistole, also eine Pistole. Aber ich möchte an dieser Trick... Ich gebe Ihnen recht, Herr Wisniewski, es ist so, es wird immer Feinde geben. Es wird immer Leute geben, die versuchen, dass ich nicht zu Verstand komme. Dass man mir ein Scheuklappen verpasst, damit das Feindbild überhaupt funktioniert. Sonst würdest du nämlich hingehen zum Feind, würdest du ihn umarmen und so sagen, eigentlich müsstest du den umarmen, der den Feind, der ein Feindbild ausruft, sagen, eigentlich ist er der Feind, weil er ihn transportiert. Und tust du nicht. Ich denke, um nochmal zu Adolf Hitler zu kommen, natürlich ist es so, wenn wir reden immer, Adolf Hitler damals im 43 hätte auch nicht mehr mit Argumenten kommen können. Wir müssen an die Stelle zurückspringen, bevor der überhaupt da war, wer den überhaupt mitproduziert hat. Das ist schwierig, weil ich gebe Ihnen recht, dass man in der Geschichte... Verursacher sind wichtig. Ja, die Verursacher dieses Kulturkonfliktes, dieses Islam-Christentum-Konfliktes, die Verursacher, die die Leute aufeinander hetzen, die Verursacher, die die Leute aufhetzen gegen den Islam, die Verursacher, die so viele junge Muslime teilweise alkoholisiert bei Nacht und Nebel mit westlichen Frauen zusammengewürfelt haben auf dem Kölner Hauptbahnhofplatz. Um die Leute geht's. Und das ist unsere Regierung. Und das ist Frau Merkel gewesen mit ihrer Öffnung der Grenzen. Ich glaube nicht, dass sie das unterschreiben würde. Das macht mir nichts. Also. Aber das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und das hat das ja, alles also das ist ja gemacht. Der Trick dabei, dass man jetzt diese Menschengruppen aufeinander hetzt. Die reden sich die Köpfe heiß und schlagen sich die Köpfe ein. Ja? Und da oben reibt sich doch der Dritte die Hände. Und Obama ruft Frau Merkel an. Gratuliert ihr. Wer hat sich denn bei Frau Merkel bedankt? Haben sich die Deutschen bei ihr bedankt für diese Flüchtlingsaufnahme? Nein, Herr Obama hat sich bedankt. Und das muss uns doch zu denken geben. Das muss uns und mal das zu denken ist jeder geben. Anruf, ja. Kostet Milliarden. Okay. Wir haben jetzt 2 Stunden rum und ich denke, dass wir in dieser Sendung, in der 4. Sendung eine Zäsur machen wollten. Das ist auch ein eingesetztes Feedback auf das, was wir in diesem Rückkanal von den Leuten haben. Die Leute haben gesagt, okay, die Analyse der Situation, sofern wir sie machen können, eine Geschichte, wie kommen wir raus aus der Nummer? Versuchen wir in der nächsten halben Stunde rauszukommen aus der Nummer, wenn es denn eben geht. Wir haben hier einen schwarzen Tisch, das ist ja ein super Omen. Ja? Wie kommen wir raus aus der Nummer, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel springen, dass wir uns mit modernisierten Atomwaffen, mit Mininukes gegenseitig begegnen? Wie kommen wir raus aus der Nummer, dass wir gegenüber einem anderen, den wir nicht kennen, nicht Neugier haben, sondern vor allem Ressentiments, die wir von Dritten übernommen haben? Wie kommen wir raus aus der Nummer? Herr Rotfuß. Indem wir Bewusstsein schaffen, indem wir Möglichkeit zur Begegnung schaffen, mit dem anderen. Das ist zunächst mal der erste Punkt. Also ein Austauschprogramm deutsch-russische Schulen richtig, zum Beispiel. Richtig, das würde ich mir wünschen. Ja, genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir wahnsinnige Anstrengungen unternommen, um Europa von unten auch mit aufzubauen. Wir hatten eine Vision. Wir wollten die Völker, die zunächst noch sich gegenseitig umgebracht hatten, zusammenbringen. Wir haben Schulpartnerschaften gehabt, Städtepartnerschaften gehabt. Und viele, viele Menschen haben persönliche Erfahrungen machen können, wie ist der andere auf der anderen Seite der Grenze. Das hat Europa zusammenwachsen lassen. Und wir können uns heute schlecht vorstellen, dass wir trotz Interessenskonflikten, auch mit Griechenland zum Beispiel, dass wir wieder Krieg führen, dass wir uns so aufstacheln lassen, dass wir zur Waffe greifen würden. Das geht nicht mehr, weil wir uns sehr vertraut sind. Und das fordere ich genau mit Russland. Ob einem die Politik Putins gefällt oder nicht, er hat 80% Zustimmungsraten in der Bevölkerung, er ist dort gewählt worden und wir können deswegen nicht das russische Volk verteufeln. Sie haben eine andere politische Kultur. Die wird sich auch wandeln mit der Zeit. Das ist ja erst seit 25 Jahren letztendlich ein einigermaßen sich öffnendes Land. Aber wir müssen diese Menschen kennenlernen und wir müssen entdecken, was sie einzigartig und liebenswürdig macht. Und dafür brauchen wir Austauschprogramme. Das wäre auf jeden Fall ein erster Schritt.
Und der Schritt, der da dazugehört, ist die Frage, warum hatten wir es bisher nicht? Wer hat uns daran gehindert? Warum gab es da kein Engagement? Warum wurden wir vielleicht sogar gespalten? Weil die Kooperation mit Russland, die Beziehungen waren hervorragend, auch noch unter Merkel. Das ist erst seit ungefähr 3 Jahren, dass dieser Bruch mit Russland so forciert wurde. Was ist denn hier der Auslöser? Ja, der Auslöser ist, da muss man wieder einfach Geostrategen aus den USA zitieren. George Friedman, der ehemalige Leiter von Stratfor, ein sehr einflussreicher Mann. Hat auf dem Chicago Council on Global Affairs gesagt letztes Jahr, dass das Ziel US-amerikanischer Geopolitik seit 100 Jahren ist, Deutschland und Russland zu spalten. Genau. Und das müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Das mag jetzt für viele wie Verschwörungstheorie klingen, aber es erklärt uns vielleicht so manche Dinge. Es ist so ein gewisser Anhaltspunkt, was unser Denken einfach so ein bisschen orientieren könnte. Und wenn wir das durchschauen, dass da vielleicht ein Konzept dahinter steckt, dass wir eben diesen Teil Europas, Russland ist ja auch Europa, die russische Kultur seit Jahrhunderten gehört zu Europa, die Musik, die Kultur gehört eng dazu. Es gab schon sehr enge Beziehungen mit Russland in der Vergangenheit auch. Dass wir uns wieder annähern, dass wir dieses Feindbild überwinden und dass wir schauen, wer hatte da ein Interesse dran, dass das nicht zustande kommt. Das müsste Kern sein. Mhm. Also Wolfgang Neuss, den Feind an die Wand lieben. Ja. Als ich das letzte Position gesehen habe und Herr Chondros diskutiert hat, sehr viel diskutiert, da ist mir irgendwie in der Sendung ein Licht aufgegangen, das ich vorher schon zwar für mich so festgezurrt hat, aber in der Sendung ist mir ein Licht aufgegangen, nämlich, dass die Politik das Problem, vor das die Welt heute steht oder Europa heute steht, nicht lösen kann und auch nicht bereit ist, das zu lösen. Das geht überhaupt nicht. Ich glaube, dass das mit Russland ist für mich nämlich auch so ein unglaublich wichtiges Ding. Also mich erschüttert es total, dass wir gegen Putin sind oder dass die Regierung gegen Putin agiert und gegen die Russen agiert. Wir haben, ich glaube, 40 Millionen oder 20 Millionen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall unglaublich viele wurden durch die Wehrmacht ermordet. 27 Millionen, unglaublich. Ja. Und wir haben alles andere zu tun, als auch nur ein Wort gegen die, also politisch betrachtet. Natürlich persönlich können wir da was machen. Aber politisch haben wir aus unserer Geschichte heraus die Pflicht, Russland nach Europa einzuladen und enge Beziehungen mit Russland zu machen. Deutschland hat, das ist für mich ganz ein Weltbild auch. Deutschland hat die Pflicht, sich um seine Nachbarn freundschaftlich zu bemühen. Und unser Nachbar, einer der Hauptnachbarn, die wir haben, ist Polen und Russland. Das sind ganz enge Nachbarn, die wir haben. Und wir brauchen diesen Austausch auch. Und das ist auch der Wunsch der Bevölkerung. Das ist der Wunsch der Bevölkerung, ja. Natürlich. Wir haben ja nach der Wende unglaublich viele sogenannte Russendeutschen hier reinbekommen. Und ich sehe kein Problem mit Russendeutschen hier in Deutschland. Da sehe ich schon Probleme. Ich sehe kein Problem mit denen. Anfangs sehr stark, hat sich etwas gelegt. Ja, aber das hat sich gelegt. Also ich komme aus Baden-Württemberg und in Lahr sind ja 9000 Russlanddeutsche. Und die sind wegen im Moment Mädchens aufgehetzt worden. Und das ist, also ich muss sagen, das ist schon sehr grenzwertig. Aufgehetzt worden durch ein Video, und ich sage, ich glaube diesmal also nicht an Verschwörungen, ich glaube, dass dieses 13-jährige Mädchen also einvernehmlich Geschlechtsverkehr mit 2 älteren Männern hat oder mit einem. Und das wurde also aufgebauscht in verschiedenen russischen Sendern, Videos, wobei Russia Today das verneint hat und Lavrov sich drangehängt hat. Und dann sind, ich glaube, 4.500 Russlanddeutsche in Deutschland marschiert und haben demonstriert gegen Muslime, aufgehetzt. Und da muss ich sagen, das finde ich ganz furchtbar. Und das belegt wieder, dass alle Menschen für Feindbilder anfällig sind. Aber was Sie vorhin gesagt haben, warum? Nicht Feindbilder, sondern das ist eine richtige Aufhetze gewesen. Mhm. Genau, so funktioniert es. Aber was Sie gerade vorhin gesagt hatten noch, fand ich interessant, dass die Medien letztendlich das auch mitsteuern, dass wir Russland nicht als interessantes, schönes Land kennenlernen können. Und da müssten wir mal Uwe Krüger, Meinungsmacht, diese kritische Mediennetzwerkanalyse lesen, Universität Leipzig, der eben ganz sachlich offengelegt hat, dass es eine sehr, sehr, eine verdächtig enge Vernetzung gibt zwischen Medienmachern in gehobener Position und gewissen transatlantischen Bündnissen. Und das ist natürlich eine gewisse Steuerung dann auch der Berichterstattung, gerade in so einer geopolitisch zentralen Frage. Sie haben ja die Beziehungen Russlands. Diese Atlantikbrücke und diese ganzen Organisationen. Journalisten kriegen also Stipendien.
Politiker von Özdemir, alle sind in diesem transatlantischen, ich nenne sie mal, das sind die Trolle, die Schreiber. Mhm. Und so ist das. Sie trollen wirklich uns in einen Russland-Hass. Ja. Und das, die Politik kann sich nur freuen, was hier abläuft. Genauso ist es, jetzt komme ich wieder auf mein Lieblingsthema, muss ich leider immer wieder, auf Palästina und Israel. Sie trollen uns ja in diese falsche Vorstellung, dass Israel die Guten sind und die Bösen Araber, Palästinenser. Und das ist ja sowas von falsch. Und das hat sich wobei so einzementiert. Auch, wobei es das auch andersrum gibt. Also da gibt es schon verschiedene Lager auch in den Medien, ja, dass Israel zum Feind erklärt wird. Ja, wen, sagen Sie mir mal, welche Medien das sind. Also ich möchte jetzt nicht auf einzelne Medien doch, zu sprechen Sie mal. Kommen, Sie aber mir, ich möchte die einfach, würde ich gerne lesen dann. Ich möchte einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht nur die eine Seite sehen dürfen, eben Israels als Aggressor in der Region, sondern dass wir auch sehen müssen, dass es natürlich ein einfach festgefahrener Konflikt ist, wo beide Seiten ihre Feindbilder sehr fest zementiert haben. Da muss ich Sie, das, wenn ich schon und, beide Seiten Sie, höre, sind Sie ganz falsch. Ja, dann, es sind nicht beide Seiten, es ist eine Besatzerseite. Nein, aber, das stimmt. Wissen Sie, das mit dem Feindbild können Sie mich jetzt nicht treffen. Sie hatten vorhin gesagt zum Beispiel, dass an Schulen in Israel das Feindbild Palästinenser geschürt wird. In Kindergärten schon. In Kindergärten, genau. Mit der Muttermilch. Und mir ist eine Sendung bekannt, die von Memory TV auf Englisch übersetzt wurde, wo in einer Kindersendung des palästinensischen Fernsehens Kinder dazu angestachelt wurden, Juden umzubringen. Jetzt bringen Sie genau die Israel-Lobbyarbeit hier. Entschuldigung, es war eine Sendung, die original in Palästina ausgestrahlt entsetzt. Wurde. Und ich weiß von einem Kriegsdienstverweigerer aus Mubaraks, Ägypten, der hat in einem Interview gesagt, auf EZ3W, in dieser linken Zeitschrift, hat er gesagt, es gibt kein Schulbuch, das war zumindest der Stand damals 2011, es gibt kein einziges Schulbuch in Ägypten, wo Israel überhaupt auf einer Landkarte auftaucht. Haben Sie schon mal die israelischen Schulbücher gesehen? Und es gibt keinen offenen Diskurs über Juden, über Israel. Sie werden dämonisiert. Das heißt, die Feindbilder sind auf beiden Seiten. Sie reden genau wie die Israel-Lobby. Das höre ich immer, wenn ich mit Israel-Lobbyisten rede. Entschuldigung, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Feindbilder auf verschiedenen Seiten geben kann. Und wenn es sie auf verschiedenen Seiten gibt, dann ist der Konflikt am verfahrensten und am schwierigsten aufzulösen. Nein, da muss ich Sie reden typisch deutsch. Aber nicht dadurch, dass ich nur auf einer Seite das Feindbild kritisiere. Nein, und das stimmt nicht. Die Wirklichkeit ist, wenn Sie in Israel Schulbücher schauen, da sehen Sie ganz genau, aber von Anfang an das Phänomen, dass Palästina nicht existiert, dass die Nakba, also die Katastrophe. Das will ich nicht abstreiten. Das ist, schön, das dass ist zu Sie beklagen, aber ich will wollen. Nur sagen, dass es auf der anderen Seite nein, exakt nein, genauso nein, funktioniert. Nein, sagen Sie nicht immer auf der anderen Seite. Es gibt nur eine Seite. Eine Seite besetzt. Gibt es keine Schulbücher in den ein Sand, arabischen ein Staaten Land, ringsrum? Ein Land, was Sie sagen, ist völlig wahr. Die OIC hat sich nur gegründet, um Palästina Israel, ist ein besetztes Land durch jüdische Besatzung. Das und ist richtig. Ah, das ist schön, dass das richtig ist. Ich will da mal ein bisschen schlichtend eingreifen. Wenn ich einen Aggressor habe, der dominiert, dann setze ich damit nicht nur die gewalttätigen Handlungen des Aggressors, der setzt nicht nur diese Verhaltensweisen ein, sondern er manipuliert damit automatisch die Handlungen des Angegriffenen. Denn der Angegriffene ist derjenige, der gerade angegriffen wird, das Opfer, wird gerade in eine Situation gebracht, aus der es heraus handeln muss, ob es nun will oder nicht. Widerstand wird zur Pflicht, wo Besatzung zu Recht wird. Ja. Und oft ist es so, das sehen wir ja am Israel oder an der israelischen Regierung, dass diese Opfer-Täter-Umkehrpolitik unglaublich reift. Also greift. Die ist doch schon. Die ist in Israel vorhanden. Die ist in Israel vorhanden. Was Nazi-Deutschland mit den Juden gemacht hat. Ja? Das, der Holocaust heiligt nicht alle Mittel. Genau. Und das sage ich heute am Holocaust-Gedenktag. Ja. Aber das Gleiche kann ich mit Israel und Palästina nehmen. Das Gleiche kann ich mit allen Kriegsländern nehmen, wo Herr es Lenz, irgendwo Opferländer gibt. Die Palästinenser bleibt ja gar nichts anderes übrig, als selbst irgendwann genauso brutal zu werden. Ja, nur Sie haben sich Macht doch gar nicht gegen diese hochtechnisierte israelische Macht. Sie sind völlig machtlos. Sie haben machtlos. Ein paar jugendliche Messerwerfer, Sie haben ein paar Raketen, die nie treffen. Sie sind das machtlos stimmt. Und das ist das Problem. Ich darf kurz daran erinnern, dass die letzte halbe Stunde eigentlich das Thema hat, wie kommen wir raus aus der Nummer. Ja, aber es tut mir leid, ich muss auch Herrn Röpel. Frau Henk-Galinski, ich kann das nicht so im Raum stehen lassen. Nein, brauchen Sie auch gar nicht. Ich glaube, dass Sie beide recht haben, dass beide jeweils sich in einer Ecke befinden, wo Sie in Ihrer jeweiligen Ecke behaupten, dass die andere Seite nicht mehr zuhört und dass man mit der nicht mehr verhandeln kann. Und das ist ich fühle genau mich in keiner Ecke, ich habe hier nur Fakten dargelegt. Das ist richtig. Ich sehe es ergänzt. Ja. Nein, Sie sehen, dann ergänzen wir. Sie sehen es nicht. Ich lasse es stehen, was Sie gesagt haben. Herr Lenz, aber ich sehe wie kommen wir raus aus der Nummer?
Ganz einfach, also die ist genauso einfach wie Verkehr und wie kompliziert. Es ergänzt meine Sicht nicht. Mhm. Gut. Das ist subjektiv. Wie kommen wir raus aus dieser Nummer? Wenn es schon am Tisch so schwierig ist. Ja, also wie kommen wir raus aus der Feindlichkeit? Wir sind ja alle zu Ichlingen degradiert. Also ich habe ja immer recht. Frau Hechkalinski ist ein Paradebeispiel. Ich will gar nicht sagen, dass ich recht habe. Herr Lenz, ich will den Satz zu Ende bringen. Frau Hechkalinski, Sie sind ein Paradebeispiel dafür, finde ich, und das ist positiv gemeint, wie man für eine gerechte Sache bis an die Zähne bewaffnet kämpfen kann. Die Frage ist, ob das ich an... Ich bin unbewaffnet. Sie sind schon sehr bewaffnet. Die Frage ist, ab wann das nicht mehr dienlich ist. Was heißt hier dienlich? Es gibt nur Recht und Unrecht. Und das ist das Problem in Deutschland. Aber bringt es den Palästinensern was noch? Wenn wir so was bringt denn den Palästinensern was? Das weiß ich nicht, aber so wie Sie es machen, bringt es denen noch Entschuldigung, was? Entschuldigung, wie es die anderen machen, wie es Abbas, wie es die Behörde macht, wie sogenannte Friedensverhandlungen, eine Zwei-Staaten-Lösung, die es nie geben kann und nie geben wird. Ja. Was bringt überhaupt etwas für Palästinenser? Gar nichts. Dann ist der Fall, dann ist es verloren. Ja, richtig. Sobald es gibt immer nur die Judaisierung und das ist die Staatsräson des jüdischen Staates. Und jetzt möchte ich nochmal drauf kommen, weil mich immer auch viele von Ihrer Community fragen, wieso immer jüdischer Staat? Und der jüdische Staat, den ich ja immer in Anführungsstriche setze, ist folgendes. Es wird heute darauf gedrungen, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Und warum ist das so? Damit jede Kritik an Israel Antisemitismus oder Judenhass ist. Und das ist das Problem. Es wird sogar von Palästinensern verlangt. Und dagegen wehre ich mich. Und da werde ich, also ob ich jetzt gemocht werde oder ob ich jetzt das Feindbild gehe, das ist mir, also ehrlich gesagt, geht mir das. Das stimmt, das ist ein enormes, ja. Das ist ein wahnsinniges, ein riesen Zensurwerkzeug, weil wir auch vorhin über sowas gesprochen haben wie Zensur und Ausgrenzung. Ja. Ein wirklich sehr wirksames Zensurwerkzeug ist dieser Antisemitismusvorwurf. Richtig, von dem die Keule. Jeder zurückschreckt. Die Keule. Ich habe jetzt gelesen, dass der Anti-Amerikanismus der kleine Bruder des Antisemitismus ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar auf Seiten von sogenannten Linken oder sogenannten Olivgrünen heißen die ja neuerdings. Mhm. Und das wurde auch in Stellung gebracht, als ich mal hinterfragt habe, warum eigentlich 60 oder 63 Leute so viel besitzen wie 3,7 Milliarden. Ich habe das nochmal durchgerechnet und ich glaube, das sagen zu können, das sind Fakten, dass 63 Menschen weniger sind als 3,7 Milliarden. Also eine ungerechte Verteilung liegt hier vor. Und dann hieß es, das ist ja schon Anti-Amerikanismus, das sind Codes, die du hier bringst. Mhm. Schließt übrigens auch ein, dass du gegen TTIP bist, gegen Monsanto bist, gegen NATO bist. Also alles, für was wir sind, diese wenigen Wir, die sich zu Wir erklären und die großen Wir, wenn einer von denen, dann wird das schon in Stellung gebracht. Von daher ist das richtig. Ich möchte trotzdem zurückkommen, weil... Ja, eben, dazu wollte ich was sagen. Wir müssen noch über Lösungen sprechen. Philosemitismus. Ja. Das ist ja der neue. Wie kommen wir aus all diesen Think-Tank-Begriffen raus, wo wir nicht weiterkommen? Und das ist ja, glaube ich, auch Sinn der Sache, dass wir am Ende uns abarbeiten und das bleibt so. Also, die Caterpillar rollen ja. Deswegen, wie kommen wir raus aus der Nummer? Die Caterpillar rollen überall. Also aus der Nummer, sage ich jetzt mit der Palästina speziell, kommen wir gar nicht raus, weil auch Frau Merkel die Sicherheit des jüdischen Staates zur deutschen Staatsräson erklärt hat. Und wissen Sie, was das bedeutet auf Dauer? Dass wir in Kriege vielleicht reingezogen werden, die Palästinenser zur ethnischen Säuberung und dass wir da mitmachen. Unsere Bundeswehrsoldaten gehen in Tunnelkämpfe, Häuserkämpfe, Ausbildung. Ja, das muss ich Ihnen sagen, das ist ein Skandal. Mhm. Ja. Also... Es gibt da noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe mich ja jetzt schon sehr lange mit diesem Thema Geheimdienste beschäftigt. Ja, auch wir haben vorhin über den Fall Herrhausen geredet, wo sie eine Rolle gespielt haben. Und das ist interessant, wie die das immer schaffen, ausgeblendet zu werden in dieser ganzen Diskussion. Das ist ihr Job, sind Geheimdienste. Das ist ihr Job, genau. Und auf den sollten wir nicht reinfallen, weil man darf ja nicht vergessen, es gibt Millionen von Geheimdienstleuten auf der Welt. Die USA beschäftigen über 100.000. Ja. Im industriellen Stil wird da Manipulation betrieben. Und die Psychoanalyse hat ja schon gesagt, sie können einen Menschen nicht heilen, wenn sie nicht sein Unbewusstes aufdecken oder die unbewussten Triebe und Antriebe, die ihn beherrschen. Ja? Und die Geheimdienste sind nichts anderes als das Unbewusste der Gesellschaft. Ja? Das sind die dunklen Triebe und Antriebe und Machenschaften, die hinter den Kulissen laufen und die uns in Konflikte hineintreiben und in Kriege hineintreiben. Und das wird immer wieder komplett vergessen, dass die Leute ja jeden Tag am Arbeiten sind, am Schuften sind, um genau die Konflikte zu erzeugen, über die wir uns hier beschweren. Ja?
Also wenn wir nicht sozusagen das Unbewusste der Gesellschaft aufdecken, die Geheimdienste und ihre Machenschaften, können wir die Gesellschaft genauso wenig heilen wie ein Individuum zum Beispiel, das an irgendeiner Verhaltensstörung leidet oder sowas. Warum wird gerade die Sache jetzt mit diesem Geheimdienstmenschen in London, mit der angeblichen Ermordung, ich kann das nicht beurteilen, so hoch gemacht? Das Verhältnis wieder zwischen Russland und Großbritannien. Warum sollte denn Russland so einen ausgebürgerten, armen, kleinen Kerl da auf so eine wahnsinnige Weise beseitigen? Da haben Sie ja einen Geheimagenten. Ich meine, Geheimagent ist halt gefährliches Leben. Das Gift, das Sie da angeblich benutzt haben, ist ja so ziemlich das teuerste, was es überhaupt gibt. Ja, das gefährlichste, was es überhaupt gibt. Und warum kommt das gerade jetzt nochmal wieder aufs Tableau? Ja, wie kommen wir denn raus aus der Nummer, dass wir uns auf diese, dass wir uns auf dieses Level überhaupt begeben? Also ich mache Folgendes, ich hinterfrage eigentlich immer, wenn eine Nachricht kommt, wer bringt die in welcher Gazette, mit welchem Ziel? Und da merke ich sehr oft, brauche ich der Sache gar nicht weitergehen. So wie ich einfach weiß, eine Werbung von einem neuen Apple-Telefon ist, dann ist klar, wer die bringt und was das Ziel davon ist. Da gibt es eine Firma, die stellt was her und ich soll das kaufen, bis sie lässt mir sagen, dass ohne das werde ich furchtbar unglücklich, mein altes Gerät ist abgelaufen. Also ich kriege hier eine Ideologie, eine alte, immer wieder erneuert. Aber da fallen ja immer mehr Leute drauf rein. Das ist richtig. Und ich möchte aber wissen, deswegen nochmal, die halbe Stunde geht nicht ewig. Schade. Wie kommen wir, genau, ich sehe ja die Muster, die da sind. Ich gebe Ihnen absolut recht, Frau Hechterlich, Sie sind ja hervorragend in der Analyse, aber ich sehe bei Ihnen auch, dass Sie sich daran abarbeiten und das hat aber den Palästinensern nicht einen Meter Boden zurückgebracht. Was bringt denn den Palästinensern? Das weiß ich nicht. Aha. Aber wenn Sie es nicht tun würden, dann ist es Regionen weg. Wir müssen von den Regionen weg. Und das aufgreifen, was Herr Wisniewski gerade gesagt hat. Die Geheimdienste sind ein Faktor, der eine Rolle spielt. Okay, dann ist das der erste Schritt. Genau, das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es immer wieder Regime-Changes gibt in der Welt. Ja. Zig Regime-Changes. Lassen Sie uns praktisch werden, die Geheimdienste auflösen. Also die Geheimdienste sind doch sozusagen kriminelle Vereinigungen, okay? Also das sind kriminelle Vereinigungen, die der Staat betreibt und der Steuerzahler bezahlt. Müssen Sie den Satz nochmal bringen, damit die Leute ihn realisieren. Richtig. Und, also die Geheimdienste sind kriminelle Vereinigungen, die der Staat betreibt und der Steuerzahler bezahlt. Mhm. Ja. Wo ist der Benefit für den Bürger? Und das ist nicht reine Polemik, sondern die Geheimdienste sind nicht an das sogenannte Legalitätsprinzip gebunden. Mhm. Ja. Das heißt, wenn beispielsweise ein Geheimdienstmitarbeiter von einer Straftat erfährt, muss er die weder verfolgen noch anzeigen oder sonst etwas unternehmen, auch nicht bei einem Mord zum Beispiel. Ja. Das heißt also, sie sind nicht beteiligt an irgendeinem wichtigen, reinigenden gesellschaftlichen Prozess, sondern diese Omerta, diese geheimdienstliche, ja, und dieser Freiraum ist natürlich ein Freiraum für jedes nur denkbare Verbrechen, das einem einfallen kann. Ob das Drogenhandel sind oder Attentate oder Kriegstreiberei oder Kinderhandel, ganz egal, ja. Und Erpressung. Wenn wir da nicht rangehen an dieses Krebsgeschwür, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und sagen, das muss mal jetzt beschnitten werden auf ein gesundes und passables Maß, auf ein gesundes Maß, das der Gesellschaft wirklich noch nützt und nicht schadet, dann können wir die ganze Sache sowieso vergessen. Wollen Sie sagen, also Minimalkrebs wäre in Ordnung? Aber aus dem Krebsgeschwür ist ja je mehr Sie hier Geheimdienstmitarbeiter beschäftigen, umso mehr wird eine qualitative Schwelle auch überschritten, ja? Wo sich irgendwie ein guter Nachrichtendienst, aus dem sich das ja entwickelt hat, man möchte Nachrichten sammeln, um informiert zu sein und nicht überrascht zu werden von kriegerischen Entwicklungen, das ist ja positiv, ja? Hat sich inzwischen zu einer Interventionstruppe, zu einer universalen Interventionstruppe. Herr Wisniewski, ich habe es verstanden, ich versuche nur praktisch das abzuhaken. Wissen ist Macht. Ich hake mal ab, also Austauschprogramme mit sogar einen Feind starten. Ich meine jetzt spezifisch zu dieser Thematik. Wissen ist Macht. Und solange wir nicht wissen, was im Hintergrund abläuft, wenn zum Beispiel in der Ukraine eine Regierung ausgetauscht wird, also wer jetzt zum Beispiel nicht auf YouTube dieses Fuck the EU-Telefonat mal sich angehört hat, was Victoria Nuland, die Vizeaußenministerin der USA, mit dem amerikanischen Botschafter in Kiew gehalten hat, wo sie ganz klar gesagt hat, Klitschko wollen wir nicht drin haben, aber Yatsenyuk rein, etc. Also wenn wir nicht wissen, was im Hintergrund läuft, dann können wir uns nicht mal aufregen, geschweige denn anders wählen oder irgendwas wir tun. Wir haben oder keine Chance, das überhaupt jemals zu verstehen. Aber warum macht sich keiner darüber auf, dass sie abgehört worden ist? Also nicht, dass ich die gut finde oder ganz schlimm. Ja, da wurde schön abgelenkt auf dieses Fuck the EU. Dafür hat sich dann Nuland tausendmal entschuldigt, aber keine unserer Medien hat sich dafür interessiert, was in diesem Telefonat eigentlich gesprochen wurde. Mhm. Das können Sie alle auf YouTube wunderbar einsehen. Aber ich sage nur, wir müssen uns doch mal fragen, warum wird abgelenkt?
abgehört. Heute ist es die Frau Newland, morgen ist es als Merkel abgehört und das geht gar nicht unter Freunden. Ja, lustig. Ja, gegenseitige, gegenteilige Interessen verfolgen. Aber es gibt da noch einen ganz wichtigen Begriff, weil ich gesagt habe, das sind kriminelle Vereinigungen, diese Geheimdienste, die vom Staat betrieben werden. Und weil wir auch immer wieder von Verschwörungstheorien die Rede ist, ja. Die Geheimdienste, das sind auch bezahlte, die bezahlten Verschwörergemeinschaften schlechthin. Von wegen, es gibt keine Verschwörung, wir bezahlen die doch mit unseren Steuergeldern jeden Tag. Ja, von denen stammt ja sogar der Begriff Verschwörungstheorie. Natürlich, später als Kennedy. Der Begriff Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff und wenn der benutzt wird, ist das der erste Beweis für eine existierende Verschwörung. Weil niemand anderer hätte ein Interesse daran, den Begriff überhaupt zu schaffen und zu benutzen, Verschwörungstheorie, ja. Herr Wischnewski, ich halte mal fest, weil, wie gesagt, es geht mir um pragmatische Lösungen, auch wenn sie utopisch jetzt erstmal sind. Also erstmal Austauschprogramme mit Staaten, die erstmal als zu Feind erklärt werden. Also viele Kinder, viele Schüler von A nach B, kann man sogar sagen, nicht nur Russland, sondern vor allem in die Achse des Bösen Staaten. So, wenn man dort heizen kann. In Homs ist es im Moment ein bisschen schwierig. So, dann die Geheimdienste auf ein gesundes Maß zurückstutzen. Was können wir noch tun? Offenlegen, was getan wird. Also wir haben gelernt, das wollte ich vorhin sagen, aus den vergangenen Regime-Changes, dass es sowas gibt und dass sowas auch gesteuert wird. Und wir können das nicht einfach hinnehmen, dass es in Zukunft auch so weitergeht. Wir sind doch an einem Punkt, wo wir genügend Wissen haben über die Vergangenheit und jetzt gilt es, das in die Zukunft zu projizieren. Und ich sage, wir brauchen Topple Watch. Das ist eine Organisation, so stelle ich mir die vor, die einfach überwacht. Wo sind welche strategischen Bewegungen unterwegs, um irgendwo ein Regime zu stürzen, eine Regierung zu stürzen? Regime ist ja schon wertend. Ja. Und diese Informationen kann man mit verschiedenen Indikatoren zusammentragen und auf einer einzigen Weltkarte zeigen, dieses Land ist momentan besonders gefährdet, jenes ist besonders gefährdet. Das muss man forecasten, das muss man vorhersagen, damit es nicht stattfinden kann. Ja. Genau. Ja. Das heißt, wir müssen durch Transparenz und Wissen müssen wir bewusst sein und damit auch Macht schaffen. Wir müssen entlarven. Wir müssen enttarnen. Mhm. Also die Muster erkennbar machen. Richtig, eine genau. So etwas müsste jährlich rausgegeben werden, für eine Weltkarte. Wo geht's als nächstes los? Herr Wischnewski, wenn man so eine Weltkarte rausgibt, bei welchem Verlag bekommen Sie das noch publiziert? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ja, wie ich schon sagte, der Meinungsgrad wird immer schmaler und auch die Verlagsszene, die sowas noch rausbringen darf und kann und sich traut, wird auch immer kleiner. Mhm. Ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, sind gefährliche Entwicklungen, wenn Bücher zum Beispiel vom Markt genommen werden, aus den Regalen verschwinden, wie beispielsweise auch von Leuten wie Pirinci oder anderen. Ja. Auch das wurde uns mal in der Schule beigebracht. Und auch da sind wir schon wieder so geschichtslos, dass da gar kein Aufschrei mehr entsteht. Ja. Wenn Bücher aus den Regalen oder aus Online-Versandhäusern verschwinden. Ja. Und wir wissen ja, ein Buch ist ein wichtiges Symbol für die freie Meinungsäußerung überhaupt. Ja. Was einem Buch zustößt, ist nicht egal. Das ist ein wichtiges Zeichen für uns alle, oder was Büchern zustößt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen. Also da muss ich auch mal eingreifen, Pirinci. Der möge er bei seinen Katzenkrimis geblieben, das wäre wunderbar gewesen. Und interessanterweise sind die Katzenkrimis, wo das Geld mitverdient wird, auch nicht aus dem Verkehr gezogen, sondern nur sein Hetzbuch. Das wurde alles aus dem Verkehr gezogen. Nein. Fakt. Meiner Meinung nach, können die anderen noch kriegen? Nein. Aber es geht auch gar nicht, das ist nur ein Beispiel. Es könnte auch irgendein anderer sein. Aber Pirinci ist nun, Ich will nur sagen, Sie können doch, Entschuldigung, wenn solche Hetze wieder hoffähig ist in Deutschland, dann muss ich sagen, das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Das waren die beginnenden antimuslimischen Hetzereien. Wissen Sie, da sind ja einige. Das Sarrazin kam ja auch dauernd im Radio vor. Das will ich jetzt mal nur so stehen lassen. Namen. Broder. Die ganzen Kelek, zieht sich ja eine Linie durch. Aber muss Demokratie das nicht aushalten? Ja, sicher. Lassen Sie uns das Buch zerreißen, wenn es auf dem Markt ist und wenn es Schwachsinn ist. Nein, also das Buch war ja schon auf dem Markt von dem Pirinci. Entschuldigung. Das, was ich meine, das letzte. Ja, und die Katzenkrimis kriegen Sie immer noch. Ich möchte trotzdem beim Thema bleiben, weg von. Das muss Demokratie aushalten. So nee, das ist mir zu wenig. Also wissen Sie, da müsste es begleitet sein, so wie mein Kampf. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich auch gerne hätte, dass der Judenstaat von Herzl mit einer Bekleidung auf den Markt käme, dass die Leute mal sehen, wie zionistisches Denken ist. Aber so unbegleitet, solche Hetztheorien. Also das heißt Pirinci, aber eben mit begleiteter Literatur dazu.
Das wäre lustig, ja. Okay. Also ich denke, wir verlieren uns da wieder ein bisschen im Kleinen. Ja, wir verlieren uns in diesen ich springe deswegen für mich nicht nutzigen Erziehung Details und Bildung, ein. Das ist doch etwas aber Wesentliches. Wir reden immer nur von den Mächten, die in Nein, ja, wie gesagt, genau. Also Demokratie muss sowas aushalten. Ja? Wir können nicht immer mehr das große Meinungsspektrum einschränken, weil es an den Rändern natürlich ausfranst. Da gibt es Meinungen, die uns nicht gefallen. Nein, es geht nicht um nicht. Wenn Volksverhetzung betrieben wird, und das war ganz klar, was dieser Perinci dort auf Pegida gesagt hat, also wenn ich Muslim wäre, da wäre ich also sowas von tödlich beleidigt gewesen. Was meinen Sie da genau? Welche Äußerungen? Ja, die Sätze auch mit Auschwitz, was er da sagte. Stellen Sie sich mal, Moment. Das ist falsch zitiert worden. Ja, tut mir leid, das ist leider in den Medien komplett umgedreht worden. Zum Beispiel auch Dieter Nuhr seinen Kabarett macht. Ich bin absolut fern davon, Perinci zu verteidigen. Aber ich habe die Sache genau verfolgt und dieses angebliche KZ-Zitat ist ihm natürlich von den Medien hinterher im Munde rumgedreht worden. Nein, ich habe Entschuldigung, es war ja die Rede, die war ja im Video zu sehen. Es ist ja nicht so, es ist ja aufgezeichnet worden. Und was er da gesagt hat, das ist nicht nur grenzwertig, also das ist volksverhetzend. Das lasse ich jetzt so also stehen. Es ist inzwischen ja vielfach berichtet worden, dass dieses Zitat, wo er angeblich unterstellt hat, es würden die Migranten sollten in KZs kommen oder so, war das, glaube ich. Noch viel schlimmer, hat das auch verglichen, ja. Er hatte eigentlich, das war eine Interpretation eines deutschen Politikers, von dem er unterstellt hat, ihm wäre wohl am liebsten, diese Pegida-Leute oder so würden in KZs landen. Ja, so rum war das. Also, Lassen wir das mal weg. Lösungsorientiert. Muss, wenn wir uns um wirkliche offene Freiheit, Lösung, müssen wir dann auch extreme Dinge zulassen? Wir werden extreme Dinge zulassen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und ob jetzt, nehme ich mal das Stichwort Ökodiktatur von Fleck, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Also der Feind versteckt sich dort, wo wir ihn am wenigsten erwarten. Na, wo ist er denn dann? Ja, der ist in uns selbst. Gegen was kämpfen wir wirklich an? Wir kämpfen nicht nur im Sinne von, dass wir Menschen abmetzeln. Was ist eigentlich unser richtiger Kampf, den wir machen? Ja, gegen die Natur. Wir kämpfen eigentlich gegen diesen Planeten. Wir zerstören den richtig. Und die Frage ist, wofür haben wir mehr Zeit? Um die geostrategischen Dinge zu lösen oder um diesen Planeten und den Menschen zu lösen? Wofür haben wir mehr Zeit? Den Menschen vom Zerstörer zum Hüter des Planeten zu machen oder vom Hüter zum Zerstörer? Oder zum, was weiß ich. Wenn wir weiter in der Symptomtheorie verhaftet bleiben und die Ursachen von Veränderungen nicht angehen und sie publik machen, werden wir weiter nur über geostrategische Symptome reden. Und wir werden den Menschen dadurch nicht verändern. Den Menschen können wir nur verändern, wenn uns gewahr wird, was die Menschen so hat machen lassen. Und das sind mit Bildungssystemen meine ich auch Arbeitssysteme. Ich meine das ganze Spektrum von Bildung. Wir brauchen eine vollkommen andere Bildung in Richtung Gerald Hüther. In Richtung seiner potenzialentfalter Kultur. Das heißt, wir brauchen Menschen, die an sich selbst reifen und die begleitet werden und nicht erzogen und nicht irgendwie mit irgendwelchen Stoffen vollgesülzt werden in der Schule, die sie überhaupt nicht brauchen. Wir brauchen Menschen, die Gestalter werden. Wir brauchen Menschen, die so sind wie Gandhi oder was weiß ich wer. Ich sage immer, fast in jedem Vortrag, den ich mache, es gibt Statistiken darüber. Das ist eine wissenschaftliche Theorie. 98% aller Menschen, die in die Schule kommen, sind hochbegabt. Ich war hochbegabt. Vielleicht bin ich immer noch. Wir alle hier, die hier sitzen. Und wenn die aus der Schule kommen, die 98%, da sind doch nur noch 2%. Also ist klar, was da passiert. Warum aber passiert das? Natürlich, um die Herrschaft zu steigern. Das haben wir hier en masse diskutiert. Geostrategie etc. Das haben wir en masse diskutiert. Aber was bringt den Menschen da raus? Den Menschen bringt daraus nur, indem er endlich eine Erdung beginnt mit sich selbst. Und dazu gehören, dass er seine Potenziale kennenlernt, seine Ressourcen, seine Talente, dass er die lebt und nicht irgendwie zu einem Arbeitssoldaten degradiert wird, der dann hinterher diese Systeme mitmacht und ein plattes Denken hat, limbisches System wird abradiert und so weiter. Wir müssen aufhören damit, die Kinder zu erziehen. Wir müssen anfangen damit, Kinder zu begleiten. Und wir müssen aufhören damit zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, du darfst nur das, was ich lieb habe. Dadurch schaffen wir Autoritäten. Wir schaffen, und es himmelt hinterher nur noch diese Autoritäten an. Es beginnt ein innerer Terror zum eigenen limbischen System. Und das macht die Despoten aus. Das macht einen Despoten. Können Sie und das mir das limbische Menschen, System noch mal kurz erklären? Das limbische System ist ein veralteter Begriff, der bezeichnet im Grunde genommen unser Gefühl, unser gesamtes Gefühls- und empathisches System, das wir haben. Das ist vernetzt mit ganz vielen Teilen. Das mit Stammhirn, mit Zwischenhirn, mit Großhirn und so das weiter. Das klingt natürlich jetzt verdammt gut, aber wer sind wir? Wir können das nicht machen. Wir müssen schon auch an die Leute ran,
angehen, die das permanent das verhindern sind wir. Wollen. Nein, das sind wir. Naja, also weiß ich nicht, das sind wir Menschen. Mit dem Sorry, wir ich bin das Problem. Nicht. Wir alle müssen es tun. Mit dem wir sind das Probleme. Nicht, sondern es gibt schon noch wir, uns und auch andere, Richtig. Die das verhindern wollen. Und gerade, weil Sie das Bildungssystem angesprochen haben. Das Bildungssystem wird seit Jahrzehnten systematisch zerstört. Ja? Das heißt, dass da Kinder rauskommen oder Erzogene oder Abiturienten, ja, die gar nicht mehr in der Lage sind zu denken. Das ist genau der Sinn dieses Bildungssystems. Herr Wischnewski, das ist wie in der ewigen Diskussion vor einer Stunde. Das meine ich überhaupt nicht. Potenziale werden nicht entfaltet in den Schulsystemen, die wir haben. Da wird der Bürger zum Staatsbürger degradiert. Der ja, zu tun aber hat, was da viel, passiert. Das geht noch viel weiter. Es wird regelrecht das Denken sabotiert. Ja. In Mathematik, in Logik, Überall, in allen Fächern, wo. Auch in Geschichte. Ich habe letztens mal ein Geschichtsbuch gesehen über einen Zeitraum, ich glaube, von 100 Jahren oder so. Und ich dachte, das handelt vielleicht von einer Woche. Das war nämlich nur so dünn. Ja? Und da dachte ich mir, da kann doch was nicht stimmen mit dem Schulsystem. Mhm. Ja? Da waren also nur noch ein paar Ereignisse, stichwortartig so in hübschen, bunten Kästen abgehandelt. Ja. Oder zum Beispiel Julius Caesar, das Römische Reich, waren früher dicke, dicke Bücher. Heute beschäftigen sich noch 10% mit Caesar und dem Römischen Reich und 90% mit der Rolle der Frau im Römischen Reich. Ja? Also da wird es irgendwie auf den Kopf gestellt, und zwar aus ideologischen Gründen. Mhm. Also an der Schule findet definitiv erstens Ideologisierung, Indoktrination und Bildungsvernichtung statt, weil Indoktrination kann ohne Bildungsvernichtung gar nicht funktionieren. Mhm. Ja? Also ganz so negativ würde ich es jetzt auch nicht durchweg betrachten. Ich kann das auch bei meinen eigenen Kindern nachvollziehen. Ich denke schon, dass in Deutschland ein Stück weit auch kritisches Denken eigentlich gefordert wird, dass auch neue Lernkonzepte eingeführt werden, wo es auch darum geht, dass Kinder selbstständig Themen erarbeiten. Das glaube ich nicht. Also ich war auf einer Waldorfschule. Es gibt solche Oasen, die gibt es wirklich. Wenn es Oasen gibt, muss es auch eine Wüste geben. Ja? Und das ist die Allgemeinbildung. Ja. Und es gibt, also es hängt stark vom einzelnen Lehrer, seinem Engagement ab. Es gibt da gewisse Spielräume und natürlich auch für den einzelnen Menschen, die ihren Kindern ermöglichen, über die Schulbildung hinaus letztendlich auch noch weitere Erfahrungen, Bewusstseinsbildung zu machen. Ich darf kurz einhaken, weil ich will nur die praktischen Punkte abhaken. Nicht alle Eltern haben so viel Zeit wie Sie, das zu machen. Das ist also das nächste Problem. Wir müssen ein Austauschprogramm haben. Ja, das zweite war was? Wenn ich jetzt 12 Stunden oder Austauschprogramm, wir brauchen eine an den Menschen konzipierte Bildung, die die Potenziale entfaltet. Das ist das A und O überhaupt. Herr Lenz, eine Anleitung zum Ungehorsam. Dicke, aber ganz dicke. Ist es das? Ja. Ja? Also eine Anleitung zur Belobigung von Widerspruch. Genau. Ja. Eigenes Denken, neues Terrain, solche Schulen. Ja, schon früh. Sich selbst als ein Lebewesen begreifen, das gewollt ist in dieser Welt. Wie kommen wir dahin? Durch ein anderes Bildungssystem, durch ein anderes Erziehungssystem, durch ein geerdetes, ich sag mal, ja, durch ein geerdetes System. Das hört sich alles wie Utopie an. Das hört sich alles irgendwie vollkommen ganz weit weg ab. Ne? Was heißt denn geerdet? Geerdet heißt, dass man Ja, ich meine, was ist das? Gedichtmäßig? Geerdet ist ein Mensch, wenn er weiß, wo er herkommt und wenn er weiß, wo er hinkommt. Und emotional wenn er geerdet, verbunden, ratio und auch, mit und auch verstandesmäßig, dass er genau weiß, was er tut. Lassen Sie uns praktisch werden, Herr Lenz. Wie wichtig? Wo kommen die hin, die Kinder? Ist ja, wollte Sie sagen, weil geerdet, wo man herkommt, wo man hinkommt. Wo kommen sie hin? Das muss jeder für sich, jeder ist individuell. Wir müssen wegkommen von diesem Massendenken, dass alle gleich sind, wie in der Schule. Da gehört keiner mehr hin. Wäre Konsumverzicht der richtige Weg? Totaler Konsumverzicht, das weiß ich nicht. Ich rede nicht von totalen, sondern ich stelle ja fest, wenn mehrere Menschen sich füreinander interessiert haben, auf einer Bank sitzen, dann guckt jeder in sein iPhone. Ja, wir sind voll von diesen sogenannten Bedürfnissen. Dass wir das bedient ja auch was. Dass wir einfach, dass wir uns, sag ich mal, dieses Offline New Luxury, wie es so schön heißt. Ist das der erste Weg? Ich führe praktisch was abzuhaken, deshalb wir müssen ja raus. Der Mensch muss begreifen, was bedürfniszentrierte Warenkonsum bedeutet. Mhm. 80% oder 90%, ich bin mal jetzt ein bisschen euphorischer, also optimistischer, 90% aller Waren, die produziert werden, werden produziert, weil der Mensch Ersatzbefriedigung für seine eigene echte Befriedigung bekommt.
Das sind maladaptive Systeme, also ersatzbefriedigende Systeme, die wir konsumieren, weil wir uns selbst nicht haben. Ist alles eine Ablenkung davon, sich selbst nicht zu haben. Das heißt, alle brauchen Ersatz. Nicht umsonst Kaufrausch. Jeder kennt das. Das Produkt war so lange interessant, bis ich es erworben habe. Und so ist unser ganzer Konsum aufgebaut. Also da gebe ich Ihnen recht. Das muss man von runterkommen. Von diesem Konsum müssen wir runterkommen. Okay, dann lassen Sie uns mal in die Arbeit. Wem das jetzt Spaß macht, diesen Konsum zu betreiben, nur wenn ich manipuliert werde, ist was anderes. Aber wenn ich jetzt. Das war ja ein tolles Bild, was Herr Wilniewski mit diesem Unterbewusstsein gemacht haben. Und genau das denken die Leute ja, was Sie gerade sagen, das denken die Leute, dass sie in einem perfekten System leben, dass es gut so ist und so weiter, dass es richtig funktioniert. Was nicht stimmt. Ich habe nicht vom perfekten System gesprochen. Ich habe nur gesagt, man kann doch nicht jeden Konsum verteufeln. Das ist mir auch alles zu einfach. Das hört sich gut an, aber das ist eben nicht so. Konsum, der ersatzbefriedigend ist. Ja, wenn ich wo fängt die Ersatzbefriedigung an, wo hört die auf? Was heißt das denn? Das ist also. Dann müssen wir eine neue Sendung machen über solche Systeme. Oder Sie machen ein Interview mit mir, wo ich das genau. Ich denke, das ist auch nicht der Kern der Sache, sondern dass jeder einzelne Mensch sich einfach bewusst wird, ich habe nur dieses eine Leben. Ja, was dem Menschen Spaß macht, das macht dem anderen vielleicht nicht. Aber man kann nicht immer sagen, wir müssen. Das finde ich also völlig falsch. Ich habe nur ein Leben und ich kann es gestalten. Ich will es wertvoll machen. Und durch was kann ich das wertvoll machen? Ja, für Sie ist das wertvoll, für mich ist das wertvoll. Das wird jeder anders beurteilen. Und das ist auch gut und richtig so. Und es wird auch in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich beurteilt. Aber ich denke, dieses Bewusstwerden und dieses Wissen, ich kann was verändern. Ich bin nicht gefangen in dem System, sondern ich reformiere auch dazu das System. Brauche ich ja, und dadurch bin ich wichtig, dass ich es selbst gemacht habe. Herr Lenz, dazu brauche ich einen anderen Umgang mit Zeit. Ich möchte noch ein paar praktische Lösungen zumindest in den Raum werfen, die dann im Netz diskutiert werden können. Wie sollten wir zukünftig mit Arbeit umgehen? Also Arbeit wird knapper, weil die Maschinen uns die Arbeit wegnehmen. Also überhaupt über Arbeit anders nachdenken. Wir sind ja mehr oder weniger in Hamsterrädern gefangen. Also das, worüber wir hier reden, das muss ja, da fragt sich jeder, der draußen praktisch ist und zwei Kinder hat und Doppeljobs, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wann soll ich denn das machen? Haben Sie eine Idee, wie wir unsere Arbeitswelt umgestalten? Also Stichwort, habe ich jetzt gerade ein paar Tage einen Kollegen gehört, Vorstand bei SAP, der gesagt, ich bin für ein Grundeinkommen. Lassen Sie uns einfach über Schritte, die jetzt schon realisierbar wären, in Steps. Wäre das was für Sie? Zu sich finden, indem man nicht nur auf seinem Arbeitsplatz irgendwelche Stanzen drückt, ist das die Möglichkeit? Also ich sehe eher die Möglichkeit, dass der Mensch sich durch seine Potenzialentfalterkultur, die irgendwann mal beginnen müsste oder beginnen könnte, beginnen darf oder wie auch immer, dass er dadurch seinen eigenen Arbeitsplatz schafft. Denn so war es vor 200, 300 Jahren, eigentlich tausende von Jahren. Das System, was wir heute haben, ist ein performtes System über die Herrschaftsklassen, die wir also haben. Also wollen Sie nur noch Selbstständige? Oder wie soll das wären das keine Selbst. Die würden gar nicht als Selbstständige durchgehen oder als Freiberufler. Ja, die würden einfach ihren Job, den Beruf machen, den sie sich selber ausgesucht haben, selber erschaffen haben. Toll. Das würde ich so, also ich plädiere eher für so etwas, dass jeder das für sich selber entscheiden kann. Wir haben auch ein Thema ganz vergessen. Wer steckt denn auch hinter der ganzen Flüchtlingswelle? Die Industrie. Die Industrie treibt. Das hatten wir ja auch schon. Das ist das, was Herr Lenz ja sagt, die Industrie wird es dann so ja nicht mehr geben, weil die Industrie stellt ja etwas her, was vor allem Konsumenten braucht. Die Industrie schafft vor allem Konsumenten. Herr Lenz, ich glaube nicht, dass der Mensch eine gelenkte Arbeitskultur braucht, in der er nicht entscheidet, sondern nimmt, was gerade frei ist und seine Wünsche gehen dahin. Das fördert eigentlich Destruktivität in der ganzen Gesellschaft. Das fördert auch die Scheidungskultur. Das fördert Burnout. Das fördert ganz viele Krankheiten. Also das ist. Aber Entschuldigung, mir ist es zu utopistisch, wenn wir die ganze Arbeitswelt in 2000 Jahren verändert haben, dann werden wir das Problem vielleicht überwinden. Für mich ist doch wichtig, was können wir jetzt praktisch tun? Und ein wichtiger Punkt, was kann eigentlich jeder tun, sofort, morgen? Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel Schweigespiralen durchbrechen. Ja? Richtig, sich und nicht mehr einengen heikle lassen, Themen sich einschüchtern lassen. Im Betrieb und in der Schule oder so, sich nicht einschüchtern und einengen lassen, sondern sich mal eine Schweigespirale vornehmen und die bewusst vielleicht auch mit für mich kalkulierbarem Risiko angehen und sagen, nee, sehe ich nicht so. Ja. Sehe ich nicht so. Dafür braucht man weder Geld noch sonst irgendwas. Das kann man wirklich selbst machen, beginnen. Ja? Und zwar schon morgen. Richtig. Also wir tun es ja im Moment. Die Frage ist, was hindert so viele Leute im Moment, Menschen im Moment daran? Ja, es ist wirklich die Dynamik der Schweigespirale.
die ja Elisabeth Nölle-Neumann beschrieben hat, eine Meinungsforscherin, ja, eine sehr, sehr gute und bekannte Meinungsforscherin. Gute nicht, aber bekannte, ja. Gut, immerhin sind wir uns zu 50% einig. Ist schon viel. Das war für mich wirklich ein rotes Tuch. Eine rechtsradikale Alte, sage ich jetzt auf Deutsch mal so. Ich kenne auch einen Professor, der sogar ein Buch nicht rausbringen durfte. Aber die Schweigespirale ist doch gut, oder nicht? Diese Idee. Die Idee, aber die Frau ist nicht gut. Ja, gut. Was aber sie manipuliert hat. Mir geht es ja nicht um die Frau, mir geht es doch um die Idee. Nölle-Neumann hat sehr viel manipuliert. Also die Schweigespirale ist was wahnsinnig Gefährliches. Und je mehr Leute schweigen, umso weniger Leute trauen sich dagegen noch zu verstoßen. Und deswegen, je enger sich diese Schweigespirale nach unten dreht, umso gefährlicher wird es und umso weniger ist es möglich, auszubrechen. Das heißt, man muss schon auch aufpassen und darauf achten, dass man weit oben bei der beginnenden Schweigespirale, wenn man schon spürt, oh, diese Meinung ist gar nicht mehr so en vogue jetzt und gefragt, schon da muss man gegen diese Schweigespirale vorgehen. Weil wenn sie sich erst unten richtig zugezogen hat, dann wird es extrem schwierig, vergleichbar mit diesem engen Meinungsgrad. Ja? Herr Wisniewski, ich danke Ihnen für diese fantastischen Schlussworte letztendlich, weil die bringen mich an eine finale Frage an Sie. Sie gehören ja sind hier am Tisch derjenige, der am meisten gespürt hat, was es bedeutet, wenn man in einem öffentlichen Beruf fallen gelassen wird. Weil als Journalist lebt man von seinem Ruf. So, man kann sich in der Wissenschaft noch zurückziehen, der Ruf ist auch wichtig. Aber Sie müssten ja veröffentlichen oder es müsste jemand mit Ihnen reden. Und wenn keiner mit Ihnen redet und dann der, wer mit Ihnen auch nicht veröffentlicht wird, ist wahnsinnig schwierig. Was hat Ihnen denn das gebracht, nachdem Sie ein vorgegebenes Feindbild hinterfragt haben oder andere zu Wort kommen haben lassen, die gesagt haben, das sehe ich anders. Was anderes haben Sie ja nicht getan. Sie haben Kollegen in Shanksville zu Wort kommen lassen und die haben nicht das Falsche gesagt, sondern das, was sie erlebt haben. Und dann hat man das gesendet und später hat jemand gesagt, das, was ihr da gesendet habt, das mag ja richtig sein, aber es gefällt uns nicht und deswegen das ist falsch, deswegen müsst ihr diesen Mann entlassen. Das war ja das Ganze. So. Und war das so schnell? Nein. So. Und was ich sagen möchte, ist, Sie sind ja dann rausgeflogen aus dem Ding und Sie haben trotzdem einen Erkenntnisgewinn. Sie haben sich verändert. Ist nicht nur schlecht. Natürlich. Was ist denn positiv daran gewesen, in Konfrontation zu gehen mit dem System, da nicht zu kooperieren, weil da ist Kooperation schlecht, das ist nämlich Anbiederung, und die Splitter am Ende zusammenzulesen, was haben Sie für einen neuen Wisniewski zusammengebaut im Anschluss? Ja gut, alles hat ja zwei Seiten und das hatte auch zwei Seiten, also ich konnte eigentlich dann autonomer werden, ne? Weil ich habe natürlich schon die ganze Zeit in diesem Mainstream-System gespürt, egal ob beim WDR oder auch bei irgendwelchen Zeitungen und Zeitschriften, diese Schere im Kopf. Das automatisiert sich ja. Man weiß ja, was der Redakteur will und was er nicht will oder was die Sendeleitung will oder der Chefredakteur. Und das landet erst gar nicht im Manuskript. Und so ein Interviewpartner landet gar nicht vor meiner Kamera, wenn ich schon vorher weiß, oh, der gilt ja vielleicht als linksradikal oder als rechtsradikal, den kann ich gar nicht interviewen. Ja? Und das hat mir daher sehr viel mehr Freiheit verschafft, weil ich wirklich zum Einzelkämpfer in Anführungszeichen werden konnte und diesen ganzen Sendeapparat überhaupt nicht mehr brauchte. Herr Wisniewski, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Eine letzte Frage an Sie. Braucht der Mensch ein Feindbild? Ein Feindbild? Zunächst mal glaube ich wirklich nach wie vor, dass er Feinde braucht für seinen psychischen Haushalt, um sich selbst zu definieren, um seine Identität zu finden. Er braucht Freunde und Feinde. Das ist einfach, sind wichtige Bestandteile seines Gleichgewichts. Ja. Und die Feinde natürlich sind von einem Feindbild umgeben, ja, oder werden von einem Feindbild beschrieben. Und wie ich schon sagte, ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Wir müssen nur den Umgang mit den Feindbildern lernen. Das ist ganz wichtig. Woher sie kommen, wie wir damit umgehen können, wie wir verhindern können, dass sie uns vom Denken abhalten, total vom Denken abhalten. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Feindbilder zu beseitigen oder komplett abzuschaffen, ist eine absolute Utopie, sondern wir müssen den Umgang damit lernen. Herr Rothfuss, Kooperation oder Konkurrenz? Ich werde mich immer dafür einsetzen, ich werde mein Leben lang dafür kämpfen, dass Feindbilder entzaubert werden und dass wir sie nicht mehr brauchen. Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. Ich glaube, dass der militärisch-industrielle Komplex Feindbilder braucht, denn er setzt $1,7 Billionen um jedes Jahr. Er ist immer weiter angewachsen. Wenn es keine Feindbilder mehr gibt, wohin mit der ganzen Industrie, mit dem Output? Deswegen denke ich, da gibt es Interessen dahinter, es gibt Mechanismen, die müssen wir entlarven und wir können ohne Feindbilder leben. Und ich plädiere dafür, dass wir, wo auch immer wir stehen, gegen Feindbilder arbeiten.
Und mein Herzensthema, mein Herzensanliegen ist da ganz spezifisch die Frage der Beziehungen zwischen Deutschland, zwischen Europa und Russland. Und ich denke, dass wir persönlich jetzt gerufen sind, in diese Spirale der wachsenden Spannungen, die angetrieben wird aus gewissen Gründen, dass wir da uns engagieren sollten, dass wir uns zusammentun sollten und selbst Frieden machen sollten. Wir hatten das ja vorher mal kurz angesprochen. Und ich denke, dass wir Geopolitik von unten machen sollten, dass wir Frieden selber schaffen sollten und zum Beispiel einfach mal uns zusammenschließen sollten. Jeder chartert seinen VW-Bus oder seinen Golf. Wir fahren zusammen diesen August nach Moskau, machen viele Stationen, suchen das Gespräch mit der Bevölkerung, mit Politikern, mit Medien und schütteln am Ende vielleicht in Moskau Putin die Hand und kommen wieder zurück nach Berlin und schütteln Merkel die Hand und sagen, eigentlich sind auf beiden Seiten Menschen und wir könnten uns ganz gut vertragen. Wollen wir es nicht mal wieder probieren? Ich bedanke mich. Frau Evelyn Hechtelinski, haben Sie ein Feindbild, ja oder nein? Und wenn ja, auf welches können Sie darauf verzichten? Auf Feindbilder kann ich immer verzichten, aber man braucht sie trotzdem. Und jetzt mal ein anderes Thema, eben Palästina-Israel. Da muss ich ehrlich sagen, für mich ist der jetzige jüdische Staat ein Feindbild, so wie er sich benimmt. Und ich finde es ganz schlimm, dass in Deutschland zu wenig getan wird, dagegen mal anzugehen. Und ich fühle mich auch nicht ausgegliedert und politisch unkorrekt, wenn ich also Fakten ausspreche, die mich stören. Und ich möchte auch nicht mehr hören, das ist heikel und Sie dürfen das, sondern das sollte jeder Mutbürger in Deutschland endlich tun. Wenn Frau Merkel uns in eine Politik reintreibt, in Russland, in Palästina, überall, die ich nicht mehr vertreten möchte und kann. Was müsste Frau Merkel tun, damit Sie sie als Freundin bezeichnen? Frau Merkel wird nie meine Freundin sein und umgekehrt auch nicht. Wie von Freundin ist gar keine Rede. Sondern sie sollte nur eine differenzierte Politik betreiben, die auch wirklich mal klarstellt, wenn sie immer so für Menschenrechte ist, wenn sie immer das Grundgesetz und die Staatsräson heranzieht, dann ist eben der jüdische Staat ein Besatzerstaat und den kann sie nicht, mit dem kann sie sich nicht solidarisieren und noch immer die Kriege unterstützen, die Waffenlieferungen, die U-Boote. Da muss ich sagen, das ist für mich unwählbar. Und das ist die SPD nicht anders. Und die Linken, im Grunde sind es auch nur ein paar Einzelpersonen, die sich da anders benehmen. Das zieht sich durch das deutsche Land. Und das ist eine Katastrophe. Ich bedanke mich. Herr Rüdiger Lenz, Sie glauben ja nicht mehr an das Feindbild. Sie glauben, dass das in uns selbst ist, selbst erzeugt ist. Wie schaffen wir es, die Bevölkerung von so etwas Liebgewonnenen zu trennen? Das ist ja eine Liebe, die ist ja fanatisch wie zum Auto. Ich glaube, dass sie zu Feindbildern verführt werden. Ich glaube nicht, dass der Mensch unbedingt Feindbilder braucht, um zu existieren, um quasi so einen Dualismus herzustellen zwischen Freund und Feind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir in unserem wettbewerbsorientierten Kulturen, ja, die westliche Kultur und so weiter, in der Geschichte und so weiter, ich glaube eher, dass das tradiert ist. Ich glaube eher, dass wir das immer wieder brauchen, um Rohstoffe von anderen Ländern zu klauen, sie hier zu verwerten, zu verkaufen und so weiter und uns die heile Welt vorzugaukeln. Ich glaube, dass wir es dafür brauchen. Und wir sind da so fest auch drinne durch Generationen, dass wir natürlich mit Sicherheit viele Menschen haben, die sagen würden, was du da erzählst, der Feind ist in dir selbst, red mal weiter, so ein Quatsch und so weiter. Ne? Das ist mit Sicherheit so. Aber ich nehme mir halt eben die Kenntnis der biologischen Hintergründe heraus und auch der Psychologie. Und ich weiß, dass der Mensch nicht so ist. Ich bin davon auch fest überzeugt, dass das nicht so ist. Der Mensch ist, wie Sie das schon gesagt haben, er braucht keine Feindbilder. Und ich glaube, dass das die Hoffnung der Menschheit sein sollte, wirklich zu sich zu sagen, ich brauche es nicht und ich zentriere mein Verhalten in diese Richtung. Das ist natürlich eine unglaubliche Knochenarbeit, weil ich habe in Kassel eine Rede gehalten. Und in Kassel war keine Kamera da. Da habe ich kurz bei YouTube geschrieben, hat einer die Rede. Und da hat sich einer aufgeregt. Und er hat geschrieben, oh, die Rede von Rüdiger, wieso ist die nicht da? Das ist der Einzige, dem ich zuhören kann, weil er kein Feindbild hat. In meinen Reden gibt es keine Feindbilder.
Da kann man alles durchgucken, egal was. Ich werde nie einen Feind projizieren. Ja, haben Sie eigentlich weil ich keine Feinde? Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Feind. Nicht mal einen kleinen Nachbarn, mit dem Sie streiten? Nein, habe ich nicht. Für mich ist ein Streit auch kein Feindbild. Wenn ich jetzt mit Ihnen hier jetzt streite über ein Thema, dann ist das für mich eine konstruktive Sache und jetzt also kein Streit und ich habe ja kein Problem damit. Wir können uns ja auch nicht, wir haben ja auch keine Probleme. Auch nicht, dass Sie mal irgendwie nein. So... Herr Lenz, haben Sie bedeutet der Weg in eine... Ich habe eine hohe Aggressivität. Ich wollte die Diskussion eigentlich abschließen. Ja. Ja, sehr gut. Herr Lenz. Schließen Sie ab. Herr Lenz, ich wollte ich nicht dahingehend abschließen, ich wollte die Diskussion offen eröffnen fürs Netz später. Ja. Herr Lenz, wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet für Sie vor allem der Verzicht auf Feindbild der Weg in eine neue Gesellschaft. Das ja, Verzichten dazu gehört auch. Ein ganz großes anderes Verhalten dazu. Das ist nicht einfach nur gedacht. Das ist nicht die kalte Vernunft, sondern das ist die warme Vernunft, die mitmacht, die in Handlung kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für Ihr Kommen, Herr Lenz. Bitte, bitte. Das war die vierte Ausgabe von Positionen, Politik verstehen, Kooperation oder Konkurrenz. Braucht der Mensch ein Feindbild? Ich möchte mich ganz herzlich bei allen hier am Tisch dafür bedanken, dass Sie umgesetzt haben, was ich vorher diktiert habe. Nämlich, dass Sie miteinander reden sollen und nicht alles nur über mich laufen. Ich denke, das hat in dieser Sendung ganz hervorragend geklappt. Geben Sie sich selbst einen Applaus. Vielen Dank fürs Kommen. Fürs Einschalten. Das war die vierte Ausgabe von Positionen Politik verstehen und wir werden vielleicht dann noch einen neuen Trailer bauen, nämlich ja, Position Politik umsetzen. Wir haben hier ein paar Anregungen gegeben. Ich freue mich sehr darauf, auf Diskussionen im Netz und bitte ohne Beschimpfung, ohne Feindbilder. Wir sind offen für alles. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Bis dann.